Zum einen der Herr Riederer von Tesla, der Herr Kurt, Deutsche Regionaleisenbahn, Herr Leister von Innovers, Herr Professor Dr. Höft von der Technischen Hochschule Brandenburg, Herr Dill vom VBB, Herr Trittin, Deutsche Bahn AG in Begleitung von Herr Kropp, Deutsche Bahn Netz AG, Herr Hilpert aus Ahrensfelde und Herr Lindemann, Landrat LOS, Herr Christiani, Bürgermeister der Gemeinde Grünheide und Herr Radzimanowski von der IHK Ostbrandenburg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute alle anwesend sind. Gleichzeitig begrüße ich den Staatssekretär Herr Genilke aus Vertretung von Herrn Minister Beermann, begleitet durch Herrn Neumann, Leiter der Abteilung 4 für Verkehr im MIL und Herrn Kunzer sowie alle Gäste, alle Pressevertreter und natürlich auch alle Zuschauer, die jetzt live am Livestream diese Sitzung verfolgen werden. Vertretung und Abwesenheiten heute zur Ausschusssitzung. Der Abgeordnete Schätz wird, muss ich ganz kurz schauen, der ist da. Dann kann ich das von der Liste streichen. Dann ist aber der Abgeordnete Brünning, wird von der Abgeordneten Frau Richtstein vertreten, gemäß des § 79 Absatz 1 Satz 1 der Satz 2 der Geschäftsordnung. Gleichzeitig möchte ich Sie darüber informieren, dass zu Top 6 folgende Vertretung angemeldet worden sind. Die Abgeordneten informieren, dass zu Top 6 folgende Vertretung angemeldet worden sind. Die Abgeordnete Buttke von Bündnis 90 Grüne wird vom Abgeordneten Klemm vertreten und der Abgeordnete Dr. Zeschmann von den BVB Freien Wählern wird vom Abgeordneten wieder vertreten. Das, wie gesagt, zum Tagesordnungspunkt 6. Gleichzeitig werden Sie es bei der Begrüßung festgestellt haben, gibt es noch eine Abwesenheit, die uns kurz vor der Ausschusssitzung erreicht hat. Der anzuhörende Herr Krüger, der Jurist der AfD-Fraktion aus dem Deutschen Bundestag, musste krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Demzufolge wird sich unsere Sitzung heute um ca. 10 Minuten verringern. Ihnen ist das Protokoll der letzten Sitzung am 14. August in Form, am 14. August zugegangen. Ich habe keine schriftlichen Einwendungen und schaue in die Runde. Gibt es mündliche Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung? Das sehe ich nicht so. Dann komme ich auch gleich zur Beschlussfassung. Wer der Richtigkeit des Protokolls der 5. Sitzung vom 11. Juni zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Gegenstimmen, Enthaltungen? Bei 2 Enthaltungen so beschlossen. Dann ganz kleinen Augenblick. Entwurfprotokoll ist klar. Auf die zweite Seite. Genau. Vielen Dank, Herr Dunkel. So, bevor wir in die Tagesordnung eintreten, gibt es heute, wie aus einer vergangenen Sitzung, darüber zu sprechen, dass wir zu den Top 5 und Top 6 Rederechtsanträge eingereicht bekommen haben. Das zum einen für die Fraktion Die Linke zu Top 5, Herr Tillmann Kolbe, Mitglied des Verhandlungsteams der Studierendenschaft für das neue Semesterticket. Und zum Top 6 von der Koalition der Herr Graf, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Da wir formal keine Anhörung oder Fachgespräch § 81 Absatz 1 Geschäftsordnung des Landtages beschlossen haben, kann das Rederecht nur gemäß § 100 Satz 2 der Geschäftsordnung eingeräumt werden. Abweichung von der Geschäftsordnung im Einzelfall, wenn kein Mitglied widerspricht. Deshalb die Frage, wer möge diesem Wunsch widersprechen, der möge jetzt ein Handzeichen geben. Das sehe ich nicht so. Damit haben die beiden Herren Rederecht. Um es fürs Protokoll auch eindeutig zu machen, damit hat Herr Kolbe und Herr Graf hier gegebenenfalls unnötig warten müssen, eben diese Frage im Vorfeld gestellt. Damit kommen wir zur Beschlussfassung der Tagesordnung. Ihnen ist mit der Einladung vom 13. August einschließlich der Tagesordnungsentwurf zugegangen. Frage, gibt es Änderungen
Hinweise, Anregungen zur Ihnen vorliegenden Tagesordnung? Das sehe ich nicht so. Dann bitte ich um ein Handzeichen, wer dieser Tagesordnung so in der jetzigen Form zustimmen möge. Gegenstimmen, Enthaltung sehe ich nicht so, damit einstimmig beschlossen. Damit treten wir auch gleich in den Tagesordnungspunkt 1 ein. Integriertes Verkehrskonzept für die Region um Grünheide und betriebliches Mobilitätsmanagement von Tesla am Standort Grünheide. Ihnen ist zugegangen die Liste der Anzuhörenden, die wird Ihnen auch gerade noch mal über die Monitore angezeigt. Gleichzeitig ist Ihnen die Präsentation der DB Netz AG vom 14. August zugeleitet worden. Für das Fachgespräch ist auf Antrag der Fraktion Die Linke zustande gekommen. Durchführung wurde einstimmig am 11. Mai im AIL beschlossen. Sie haben sicherlich bemerkt, dass bis zur Vorbereitungsrunde vor einer Woche wir den Stand hatten, dass kein Tesla-Vertreter anwesend sein wird. Nach der Vorbereitungsrunde haben wir uns sehr gefreut, dass sich Tesla zu diesem Gespräch, zu dem Fachgespräch bereit erklärt hat, den Herrn Riederer hier anwesend sozusagen oder seine Anwesenheit hier bei uns zu gewährleisten. Gleichzeitig haben Sie gestern im Vorfeld der Sitzung eine E-Mail erhalten, in der formuliert ist, dass Tesla, in dem Fall Herr Riederer, auf vertiefte Fragen heute eher weniger eingehen wird. Er wird aber, und das ist mein Vorschlag, vor den jeweiligen Gruppen, die wir beschlossen haben, sozusagen das Eingangsstatement, wenn ich es so formulieren darf, halten. Und sicherlich kann die ein oder andere Frage auch zu dem Vortrag, den der Herr Riederer halten wird, gestellt werden. Und jetzt schaue ich zu der Fraktion Die Linke, die einreichende Fraktion ist. Gibt es noch Einleitungen zu diesem Tagesordnungspunkt? Okay, vielen Dank, Herr Görke. Dann bitte ich auch gleich Herrn Riederer, seine Worte zu verlieren. Sie müssten mal kurz den Knopf drücken, bitte, vom Mikrofon. In der Mitte. Genau. Jetzt. Oder? Ja, so. Jetzt kann man mich hören. Sehr gut. Mir wurde gesagt, dass man sitzen bleiben soll. Deswegen bleibe ich jetzt auch sitzen. Sehr geehrte Parlamentarierinnen, sehr geehrte Parlamentarier, sehr geehrte Damen und Herren, zuallererst möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Einladung in den Ausschuss für Infrastruktur und Landesplanung. Das Thema Infrastrukturentwicklung ist für Tesla von zentraler Bedeutung. Wir bauen gerade die fortschrittlichste Serienproduktionsstätte für Elektrofahrzeuge der Welt in Brandenburg. Aber auch die fortschrittlichste Fabrik wird nur dann erfolgreich sein, wenn die Mitarbeiter schnell und komfortabel zur Fabrik gelangen und die Bänder kontinuierlich laufen können, weil die Just-in-Time-Lieferung jedes Mal genau dann ankommt, wenn sie anzukommen hat. Deswegen können Sie versichert sein, dass genauso wie für Sie das Thema Infrastrukturentwicklung auch für uns absolut oberste Priorität genießt. Und das Gute ist, dass wir in Grünheide und Umgebung absolut die Voraussetzungen haben, dass sich dort eine zukunftsfähige und leistungsstarke Infrastruktur ermöglichen lässt. Und Tesla hat sich immer ganz klar positioniert, wir wollen Teil der Lösung sein. Mein Name ist Alexander Riederer, ich bin Teil des Gigafactory-Teams. Ich werde Ihnen in den nächsten 20 Minuten, ich werde es versuchen kurz zu halten, darlegen, wo Tesla in Bezug auf Infrastrukturentwicklung die Potenziale und Herausforderungen sieht. Wir sind diesbezüglich aktuell in intensiven Abstimmungen mit dem Infrastrukturministerium natürlich, mit diversen Behörden und Planungsbüros. Und vor allem handelt es sich hier um laufende Prüf- und Bewilligungsverfahren, für die auch noch die öffentliche Erörterung aussteht. Von daher haben Sie bitte Verständnis dafür und es wurde einleitend schon gesagt, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich werde heute unsere Sicht darlegen, aber ich werde im Nachgang keine Fragen beantworten. Was ich Ihnen aber durchaus anbieten will, ist allen Abgeordneten, die an einem konstruktiven Austausch interessiert sind, laden wir sehr
dazu ein, in einem noch zu definierenden Format mit uns Antworten, Fragen, Lösungsvorschläge zu besprechen und zu diskutieren, auch viel vertiefter, als das heute der Fall wäre. Bevor ich einsteige, würde ich noch mal kurz auf Teslas Mission zu sprechen kommen, einfach weil es wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, was uns antreibt. Ich glaube, ich weiß, je nachdem, jeder ist aus unterschiedlichen Gründen heute hier, aber ich glaube, bei einem Thema sind wir uns alle einig. Wir werden es nur schaffen, die negativen Effekte des Klimawandels zu minimieren, wenn wir jetzt aktiv werden. Und das ist von Tesla von Beginn an unsere Leitvision gewesen, einen Beitrag dazu zu leisten, die Energiewende und die Verkehrswende zu beschleunigen. Und deswegen kommen meine Kollegen und ich jeden Tag in die Arbeit und arbeiten hart daran, dass wir diese Vision, die Sie hier sehen, Wirklichkeit werden lassen. Warum sehe ich uns da auf einem sehr guten Weg? Uns ist sehr schnell bewusst geworden, einer der großen Erfolgsfaktoren, um diese Mission Wirklichkeit werden zu lassen, ist, dass man die Freiheit hat, emissionsfrei so weit überall hinzureisen, wo man hinreisen will. Und da haben wir bei der Premiere unseres Model S im Jahre 2012 kam das auf den Markt mit bereits mehr als 420 Kilometer Reichweite. Und wir haben seitdem kontinuierlich daran gearbeitet, dieses Thema zu verbessern, es effizienter zu gestalten und die Reichweite zu vergrößern, wodurch wir jetzt seit mit dem neuesten Modell eine Reichweite von über 640 Kilometern erreicht haben, was im Vergleich zu 2012 eine Steigerung um mehr als 50% ist. Und ich glaube, das zeigt ganz gut unseren Innovationsdrang nach Effizienz und Energiesparsamkeit. Und genau wie wir das bei unseren Produkten anwenden, wenden wir das auch bei dem Bau der Gigafactory an, dass wir da bestrebt sind, kontinuierlich Verbesserungen einzuführen. Und ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit auch schon bewiesen. Ganz eng damit verbunden ist der Ausbau einer Ladeinfrastruktur. Da hatten wir das klassische Henne-Ei-Problem. Ohne Ladeinfrastruktur keine Elektroautos, ohne Elektroautos keine Ladeinfrastruktur. Das haben wir ganz früh durchbrochen, indem wir unser eigenes Supercharger-Netzwerk aufgebaut haben. Entschuldigung, jetzt sehen Sie es auch. Indem wir unser eigenes Supercharger-Netzwerk aufgebaut haben und schon heute haben unsere Kunden da über 2000 Ladestationen zur Verfügung mit über 18.000 Schnellladesäulen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, um emissionsfreies Fahren und vor allem Langstreckenfahren alltagstauglich zu gestalten. Wir hören da nicht auf, sondern sind dabei, mit aller Konsequenz dieses Netzwerk weiter auszubauen. Und Sie sehen hier im Bild die roten, die existierenden, und die grauen sind die, die in Kürze realisiert werden. Ein letzter Punkt, bevor ich zum Thema Infrastruktur komme, auch nochmal, der sich ganz gut an einem kleinen Gedankenspiel vielleicht zeigen lässt, wenn Sie sich alle mal vorstellen, was für ein Auto Sie 2012 gefahren haben. Wenn es noch dasselbe ist, dann ist es ein bisschen leichter. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie es damals war, zum Beispiel im Navigationssystem einzugeben, wo Sie hinwollen. Und was Sie hier jetzt an der Wand sehen, ist ein Model S aus dem Jahr 2012, nur dass es die alleraktuellste Software hat. Unsere Autos kriegen regelmäßige Software-Updates, sodass sie in den bestehenden Funktionen besser werden, aber über die Jahre auch neue Funktionen kriegen. Deswegen, dieses Auto, das Sie hier sehen, ist genauso wie Ihr Auto älter geworden, nur mit dem Unterschied und dem wichtigen Unterschied, dass es wesentlich besser geworden ist in der Zwischenzeit. Deswegen hoffe ich sehr, wenn ich in 8 Jahren hier nochmal einen Vortrag halte, dass Sie sich alle zu Herzen genommen haben und sich einen Tesla gekauft haben. Aber kommen wir zum Thema, weswegen wir alle hier sind, die Gigafactory. Es wird die fortschrittlichste Serienproduktionsstätte der Welt, die wir hier in Brandenburg bauen. Wir haben eine Kapazität von 500.000 Fahrzeugen für die Model Y-Produktion. Das ist der Start.
Für diese 500.000 Fahrzeuge werden wir bis zu 12.000 Mitarbeiter brauchen. Und gerade was das Thema Infrastrukturentwicklung angeht, sind das, glaube ich, die Kenngrößen, die ganz maßgeblich beeinflussen, wie die Infrastruktur benötigt wird. Die Fabrik selber wird weltweit führende Produkttechnologie und Produktionsmethoden einsetzen, nur um drei rauszugreifen. Wir werden eine hochmoderne Gießerei haben, wir werden einen äußerst effizienten Karosseriebau haben und eine Lackiererei der nächsten Generation, die noch nie dagewesene Farbkomplexität und Farbtiefe in Serienfahrzeugen ermöglichen wird. Aber das ist nur der Anfang und das ist mir hier auch nochmal wichtig zu betonen. Wir werden in Zukunft auch dank dem Ingenieurs- und Entwicklungs-Know-how in Brandenburg, Deutschland und Europa in Grünheide Fahrzeuge entwerfen, entwickeln und produzieren für den Weltmarkt. Warum haben wir uns für Grünheide entschieden? Wir haben mehr als 100 Standorte damals gesichtet in ganz Europa und einer der wesentlichen Gründe, und deswegen sind wir heute alle hier, war die gute Anbindung an Straße und Schiene, die gute Ausgangslage, die es da schon gab. Ganz wesentlicher Faktor natürlich auch der Talentpool in Brandenburg, Deutschland und Europa gepaart mit der Lage im Ballungsraum Berlin. Das ist für Tesla wirklich ein essentielles Thema. Wir brauchen die besten Leute auf allen Ebenen. Nur so schaffen wir es auch weiterhin, die besten Autos zu bauen. Und noch ein ganz weiter wichtigerer Faktor ist Deutschlands Position in Europa, was die Umsetzung von Klimazielen und der Energiewende angeht und genauso gut auch Brandenburg, Brandenburgs Position in Deutschland als Vorreiter in Umsetzung der Klimaziele. Ich habe viel über die Fabrik geredet, ich glaube, das zeigt es am eindrücklichsten, wie weit wir da sind und wie diese Vision Wirklichkeit wird. Ich sage da jetzt mal nichts dazu, ich lasse die Bilder einfach wirken. Es ist ein 360-Grad-Rundflug von vorgestern. Also wenn Sie es heute auf der Baustelle sind, dann wird es schon wieder ganz anders aussehen. Eigentlich ist die Hauptaussage, die wir alle hier im Raum mitnehmen müssen, ist gerade hinsichtlich der Infrastrukturplanung. Die Fabrik kommt und die Fabrik kommt schnell. Ich glaube, das zeigen diese Bilder ganz eindrücklich. Wir haben mit dem Bau der Fabrik vorgelegt. Jetzt ist es unser gemeinsames Ziel sein, mit der Infrastruktur nachzuziehen. Das Gute ist, wir verfolgen hier absolut dieselben Ziele und an allererster Stelle steht die Errichtung einer leistungsfähigen Infrastruktur, die Mehrwert für die ganze Region hat. Und nur um ein Beispiel aufzugreifen, wir sehen es als Riesenchance. Zum Beispiel der Nahverkehr, das Grundgerüst ist da, es gibt den RE1, es gibt die S-Bahn, die bis nach Erkner fährt, aber da gilt es jetzt, die zukünftigen Bedarfe, die Kapazität entsprechend nachzuziehen. Was machen wir von unserer Seite? Wir arbeiten hart daran, dass unsere Personen- und Güterverkehr so gut es geht auf die Schiene zu ziehen. Wie erreichen wir das? Zum einen durch ein intelligentes betriebliches Mobilitätsmanagement und die konsequente Ausrichtung unserer Logistik auf die Schiene. Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir in den Gesprächen mit dem Infrastrukturministerium immer wieder diskutiert wird, ist die Minimierung der Durchgangsverkehre für die Gemeinden. Das wird uns von dem Infrastrukturministerium wiedergespiegelt und wir sehen das genauso. Wir sind der festen Überzeugung, dass das hier eine Riesenchance ist für nicht nur Grünheide, nicht nur für Regionen, sondern für ganz
Brandenburg. Und jetzt liegt es an uns allen, sicherzustellen, dass wir diese Infrastrukturpotenziale, die es gibt und die es braucht, auch gemeinsam realisieren. Wir haben eine State-of-the-Art-Fabrik in Brandenburg und jetzt lassen Sie uns gemeinsam sicherstellen, dass wir eine mindestens genauso fortschrittliche Infrastruktur in Brandenburg haben. Ich will gar nicht so lange auf dem Status quo der Infrastruktur rumreiten. Sie wissen das alle viel besser als ich, aber ich würde Ihnen jetzt ganz konkret sagen, was aus unserer Sicht nötig ist, damit wir hier eine Infrastruktur für die Fabrik kriegen, die ganze Region nach vorne bringt. Zum einen, Sie sehen es, rechts oben ist der Bahnhof Fangschleuse in den Bildern dargestellt. Der liegt circa 2 Kilometer von dem Haupteingang der Fabrik entfernt. Und wir sind der Meinung, dass es unauslässlich ist, den Bahnhof Fangschleuse weiter in den Westen zu legen. Hat 2 ganz große Vorteile. Zum einen steigert es natürlich eklatant die Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel und zum anderen entfallen dadurch eine Vielzahl an Busverbindungen, die wir sonst zwischen Fangschleuse der Fabrik und Erkner der Fabrik einführen müssten. Als weiterer Punkt ist, oder uns geht das eigentlich noch nicht weit genug, wir wollen eine zusätzliche Haltestelle im Süden der Fabrik und Shuttles einsetzen, die direkt von Erkner zur Fabrik oder noch besser sogar von Berlin zur Fabrik fahren. Wir haben da aktuell eine Fahrplanstudie bei der Deutschen DB Netz in Auftrag, die prüft, inwieweit es hier Potenziale gibt, die wir nutzen können. Und warum, vielleicht hier ganz gut an dem Beispiel erklärbar, warum wir diese Lösung so interessant finden. Zum einen nutzt diese Lösung die bestehende Infrastruktur optimal aus. Es löst einen der größten Bedarfe, die wir haben auf dieser Verbindung. Und zum anderen, es lässt sich sehr schnell realisieren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, den wir uns bei aller Infrastrukturplanung immer stellen müssen, ist zu überlegen, wie finden wir innovative Ansätze, um Infrastruktur, öffentliche Infrastruktur, möglichst schnell zu bauen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eine temporäre Autobahnausfahrt im Norden. Es ist ganz einfach so, dass alle Verkehre nicht über die L38 im Süden abgewickelt werden können. Wir brauchen eine weitere Zufahrt im Norden und die brauchen wir nicht in 1, 2, 3 Jahren, sondern die brauchen wir allerspätestens, wenn die Fabrik Mitte nächsten Jahres die Produktion aufnimmt. Und ganz eng damit verknüpft ist der Bau einer neuen Autobahnausfahrt im Norden und da sind wir aktuell in intensivem Austausch mit allen Beteiligten, zuletzt heute Vormittag gerade mehrere Stunden. Und es gibt eigentlich 3 Aspekte, die bei diesem Thema für uns von absoluter Bedeutung sind. Zum einen brauchen wir Lösungen, die leistungsfähig sind. Wir brauchen Lösungen, die sich schnell umsetzen lassen. Und wir brauchen Lösungen, die vom Platzbedarf her die Leistungsfähigkeit der Fabrik nicht schmälern. Dasselbe gilt eigentlich mehr oder weniger für die L38 im Süden, auch hier wieder mit der Gefahr, mich zu wiederholen. Wir brauchen leistungsstarke Infrastruktur, schnell umsetzbar und vom Platzbedarf her darf es nicht zulasten der Leistung der Fabrik gehen. Und ein letztes Thema noch, das wir für sehr wichtig erachten, ist der Fahrradwegeausbau. Ich selber lebe seit mehreren Jahren in Amsterdam, wo Tesla seinen Europasitz hat. Und da kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, ich kannte das auch nicht. Mit dem richtigen Angebot ist Fahrrad absolut eine Alternative. Und die positiven Nebeneffekte sind, dass es ist A, viel gesünder, es ist platzsparender. Wenn Sie sich vorstellen, 300 Leute kommen pro Tag mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto, sparen Sie schon mal 300 Parkplätze und 300 Autos weniger auf den Straßen. Und es ist die umweltschonendste Variante. Und wenn Sie jetzt den Vormarsch der E-Bikes noch sehen, denke ich, haben wir hier die Möglichkeit, ein Leuchtturmprojekt in Brandenburg und Deutschland, was den Thema Fahrradbau angeht, zu machen.
Die Optimierung des Personenverkehrs ist für die Gigafactory essentiell und jetzt liegt es an uns allen, die richtigen Lösungen zu finden, die Mehrwert für die gesamte Region schaffen. Genauso wichtig wie das Thema Personenverkehr ist natürlich das Thema Güterverkehr bzw. die Logistik. Auch hier sieht sich Tesla als Teil der Lösung. Und wir arbeiten hart daran, das Thema oder eine Maximierung unserer Inbound- und Outbound-Logistik auf die Schiene zu erreichen. Wir sind da in den letzten Wochen und Monaten in intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten und Unternehmen. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, ein sehr starkes Grundgerüst zu haben, damit es attraktive Angebote auf der Schiene gibt. Denn nur so, ohne attraktive Angebote, wird eine Verlagerung auf die Schiene schwierig werden. Ein weiterer wichtiger Punkt für Tesla ist, dass wir sehr danach bestrebt sind, unsere Zulieferkette zu lokalisieren. Es hat nicht nur den positiven Effekt für Brandenburg, dass noch mehr Jobs kreiert werden und mehr Innovationen kommen, sondern gerade was das Thema Infrastruktur angeht, dass wir hier auch zu einer Entlastung beitragen. Und dann noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass alle bei Tesla sehr hart daran arbeiten, einen elektrischen Langstrecken-LKW auf den europäischen Markt zu bringen. Der wird nicht nur die Transportbranche revolutionieren, sondern er wird auch dafür sorgen, der Tesla Semi, den Sie da sehen, dass die Fabrik mit umweltschonend beliefert werden kann. Wir standen und das können hier sicher einige im Raum bestätigen, wir standen die letzten Monate und Wochen im sehr intensiven Austausch mit dem Infrastrukturministerium natürlich, mit diversen Behörden, mit diversen Planungsbüros, mit Unternehmen. Und nur wenn wir diese intensive Zusammenarbeit so weiterführen, werden wir es schaffen, in der nötigen Geschwindigkeit Lösungen planen, genehmigen und umzusetzen. Nur wenn wir weiter so intensiv zusammenarbeiten, wie wir das bisher machen. Und wir haben immer betont, wir wollen Teil der Lösung sein, auch wenn am Ende das Land Brandenburg öffentliche Infrastruktur umsetzt, sind wir der vollen Überzeugung, dass Brandenburg auch beim Thema Infrastruktur in Deutschland Maßstäbe setzen wird. Als wir im November gesagt haben, wir gehen nach Deutschland, wir gehen nach Brandenburg, wir gehen nach Grünheide, haben uns viele Leute gesagt, ihr werdet nie im Leben 2020 irgendwie anfangen zu bauen. Ich glaube, die Bilder haben es ganz eindrücklich gezeigt, wir sind da mittendrin und das muss auch unser gemeinsames Ziel sein, dass wir nächstes Jahr zum Start der Fabrik, dass die Leute genau dasselbe über die Infrastrukturplanung sagen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir werden nicht nur sagen, wir sind voll im Bau nächstes Jahr, sondern wir werden sagen, wir haben schon einige Maßnahmen umgesetzt. Von daher so viel von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass viele von Ihnen unser Angebot annehmen werden, noch weiter diese Themen intensiv zu diskutieren, mit unseren Experten gemeinsam und auch noch in einem viel vertiefenden Rahmen, als das heute der Fall wäre. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Riederer, für die Einführung in den heutigen Tagesordnungspunkt 1. Wie wir im Vorfeld kommuniziert haben und wie Sie es auch noch mal konkretisiert haben, dass es heute zu dem Thema oder zu Ihrem Vortrag keine Rückfragen gibt, ist es dennoch Usus, dass zumindest die Fraktionen die Möglichkeit bekommen, ihr Statement abzugeben. Herr Görke, ich habe gesehen, Geschäftsordnungsantrag, dann drücken Sie bitte mal bei sich Mikrofon Nummer 1 und dann können Sie diesen Geschäftsordnungsantrag vortragen. Ja, ich habe mich beim Einstieg des Redebeitrags des Vertreters von Tesla gemeldet mit einem Geschäftsordnungsantrag. Ich möchte den auch kurz begründen. Also bisher ist es ja so, und Herr Riederer, das kann ja im Zusammenhang mit der
mit den Gesprächen, die Sie haben mit der Landesregierung, anders sein? Bisher haben Sie zumindest gegenüber dem Landtag sich nicht nur virtuell, sondern auch personell wirklich versteckt. Insofern habe ich das auch wirklich begrüßt, auch als Vertreter der Linksfraktion, dass Sie heute als Vertreter von Tesla hier im Ausschuss Rede und Antwort stehen. Ich habe dann vernommen, dass Sie gesagt haben, dass Sie keine vertiefenden Fragen, und so ist es uns auch als Fraktionäre, zumindest vom Ausschussbüro, übermittelt worden. Damit kann ich auch noch leben. Aber ich kann überhaupt nicht damit leben, dass Sie hier heute uns sagen, dass Sie keinerlei Fragen beantworten, gerade auch vor dem Hintergrund, dass Sie beabsichtigen, im nächsten Jahr, in 12 Monaten, das größte Investitionsprojekt Ostdeutschlands und glaube auch der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren aufs Gleis zu schieben und uns vertrösten wollen auf Gespräche zu anderen Zeiten. Und ich will in dem Zusammenhang sehr deutlich sagen, dass ich das überhaupt nicht verstehe, und ich würde Sie auch bitten, diese Aussage, diese Bereitschaft vielleicht nichts zu sagen, heute zu überdenken und wenigstens zu grundsätzlichen Fragen Rede und Antwort zu stehen. Und eine grundsätzliche Frage wäre zum Beispiel, mit welchen Ausbaukapazitäten wollen Sie dann im Sommer des nächsten Jahres beginnen mit der Produktion? Denn wir wissen jetzt schon, wir haben kein wohnortnahes Arbeiten, wir werden viele Pendler haben, und zum anderen beabsichtigen Sie ja, zumindest mit einem Produktionsbeginn, natürlich einen Großteil der Güter natürlich auch ins Werk und vom Werk wieder woanders hinzuschaffen. Und insofern ist das eminent wichtig, und deshalb würde ich Sie wirklich bitten, Ihre Äußerung zu überdenken. Genau, das, Herr Nork hat sich schon gemeldet. Das wäre jetzt meine Nachfrage. Wie genau lautet Ihr Antrag, Herr Görke? Herr Vorsitzender, ich habe vorhin zur Kenntnis genommen, dass Tesla auf vertiefende Fragen keine Antwort gibt. Der anzuhören, ich kann ihn nicht zwingen, hat jetzt gesagt, dass er keinerlei Fragen beantwortet. Und in dem Zusammenhang bitte ich einfach, diese Sache nochmal zu thematisieren. Und die Bitte an Tesla ist gerichtet. Ich kann keinen zwingen, aber ich wollte es beim Einstieg in die Tagesordnung. Hätte ich das gewusst, hätte ich es natürlich auch schon beim Einstieg in die Tagesordnung geäußert. Okay, vielen Dank, Herr Görke. Wir haben Ihre Bitte wahrgenommen, und wir haben natürlich auch im Vorfeld mit dem Herrn Riederer gesprochen. Er hat sich mir gegenüber mit diesem Wunsch geäußert, und dem Wunsch unseres Gastes, und in dem Fall auch Tesla, werde ich als Ausschussvorsitzender nachkommen. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, Sie haben als Fraktion, alle Fraktionen, wie Sie hier vertreten sind, jetzt natürlich die Möglichkeit, Ihre Statements zum einen abzugeben. Der zweite Punkt ist, Herr Rieder hat es, ich glaube, zweimal sogar ganz deutlich klargemacht, dass er für intensive Gespräche mit ihm oder Experten zur Verfügung steht. Der Kontakt ist vorhanden. Und als drittes Argument möchte ich zu bedenken geben, wir haben zwar als Ausschuss eine Anhörung beschlossen, wir haben aber weder darüber abgestimmt, wie die Anhörung durchzuführen ist, speziell bei Tesla. Und deswegen gehe ich, wie gesagt, diesem Wunsch nach und bitte jetzt, wenn es Statements gibt, um Ihre Statements. Und wenn es keine Statements gibt, dann hat sich diese Äußerung geäußert. Jetzt muss ich ganz kurz schauen, der als Erster hat sich, glaube ich, vorhin schon Herr Nork gemeldet. Herr Rostock, Herr Zeschmann, wir haben die Liste da. Also Herr Nork, Sie sind der Erste. Sie können mal kurz zum Mikrofon Nummer 2 gehen, und dann haben Sie das Wort. Ist frei. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Riederer und alle Anwesenden. Ja, es stimmt, Herr Görke. Es ist die erste Äußerung von Tesla gegenüber den Abgeordneten des Landtags. Aber wir sind in dem Verfahren nicht die einzigen Beteiligten. Wir sind eine von vielen. Und ich habe sehr viel Verständnis dafür, und die Information müsste bekannt sein, dass da, wo gebaut wird, nämlich in Grünheide, im September die Information von Tesla an die vor Ort tätigen kommunalen Vertreter gegeben wird. Und ich denke, wir werden noch zeitnah, und das hat Herr Riederer auch angekündigt, informiert. Ich habe auch sehr viel Verständnis dafür, dass im Unternehmen Tesla, und wir stellen ja wirklich fest, das ist eine Industrieansiedlung, wir hätten es selber nicht für möglich gehalten, also zumindest nehme ich es für mich in Anspruch, als wir im November über den Ansiedlungswunsch informiert wurden, dass im Sommer 2020, nicht mal, man kann sagen 9 Monate später, sich die Baukräne drehen und der erste Bauabschnitt, der erste von 3 Bauabschnitten, wie wir zur Kenntnis genommen haben, entstehen wird.
Und wenn welche dort noch gezweifelt haben, ob 2021 dort produziert wird, also meine Zweifel haben deutlich abgenommen und ich denke, die in der Öffentlichkeit auch. Und wir sind bemüht, dass wir so einen Ansiedlungswunsch, und nicht nur Wunsch, der wird ja gerade Realität, dass wir den nicht nur in die Tat umsetzen mit allen Möglichkeiten, die wir haben, sondern auch unterstützen. Und Herr Riederer, mein Wunsch ist es für den Infrastruktur, dass Sie zu gegebener Zeit, wenn in Ihrem Unternehmen alle Entscheidungen so planreif sind, dass wir auch davon ausgehen können, so wie Sie uns die mitteilen, werden Sie dann auch umgesetzt, dass Sie uns in diesem Prozess mit einbinden. Ich denke, das hat die Öffentlichkeit den Anspruch darauf, auch der Landtag. Und Sie werden das als erstes in der Gemeinde Grünheide erfüllen. Das finde ich auch richtig, denn das sind die Betroffenen vor Ort. Die sind auch diejenigen, die grundsätzlich dieses Projekt möglich gemacht haben, weil sie die Planreife des Grundstückes nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft mit Ihnen zusammen gestalten werden. Und ich denke, dem sollte man auch Rechnung tragen. Ihr Angebot ist da. Nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen viel Erfolg, dass Ihre Investition so zeitnah in die Gänge kommt. Denn eins wissen wir alle. Also wenn jemand profitiert von dieser Investition, das sind nicht nur Tesla, sondern sind das alle Menschen in Brandenburg und ich würde sogar sagen in der Bundesrepublik, weil das eine Industrieansiedlung, die sucht seinesgleichen. Vielen Dank, Herr Nork. Und als Nächster auf der Rednerliste ist der Herr Rostock. Ebenfalls Mikrofon 2. Bist du so groß? Ja, auch von mir nochmal vielen Dank für den Vortrag, Herr Riederer. Und ich möchte auch betonen, dass mir gefallen hat, was Sie dargestellt haben als die Ziele in diesem Zusammenhang. Sie haben gesagt, Infrastruktur als Mehrwert für die Region, Chance für mehr ÖPNV, Schienenanteil maximieren, sowohl im Güter- als im Personenverkehr und auch die Minimierung des Durchgangsverkehrs. Da können wir als Grüne nur sagen, jawohl, das wären auch unsere Ziele in diesem Zusammenhang. Interessant fand ich, Sie haben ein paar Dinge schon relativ konkret dargestellt. Zum einen die Verlagerung des Bahnhofs Frankschleuse und eine zusätzliche Haltestelle. Das finde ich sehr interessant. Das fände ich auch nochmal interessant zu vertiefen, ob man beides braucht oder ob das nicht vielleicht diese zusätzliche Station, dass die Verlegung des Bahnhofs Frankschleuse überflüssig macht. Das wäre eine Frage, die ich zum Beispiel gerne vertiefen würde in der Folge. Und gefreut hat mich Optimierung der Fahrradwege, dass die auch dabei waren. Ich hatte mir im Vorfeld natürlich schon auch ein paar Fragen überlegt. Und eins hat mir so ein bisschen gefehlt. Sie haben es als Oberbegriff angesprochen, betriebliches Mobilitätsmanagement. Ein bisschen spielt es ja überall mit rein. Einfach nur eine Anregung in dem Fall, weil wir jetzt nicht so sehr in den Dialog treten. Fragen wie Firmenticket natürlich, das wir hier im Verkehrsverbund haben. Oder auch, was manche Konkurrenten machen. Mercedes hat diese Ridesharing-App für die MitarbeiterInnen, Flink. Und Tesla ist ja immer vorne dabei, was Innovationen angeht. Vielleicht lohnt da auch ein Blick dahin, um da auch nochmal zu gucken, ob es eine Tesla-Lösung gibt, die vielleicht sogar noch besser ist. Und interessant wird es natürlich, das ist im Moment vielleicht auch noch so ein bisschen offen, wie es auf dem Firmengelände hinterher aussieht. Sie haben sowohl die Haltestelle genannt, das, wie gesagt, fand ich sehr interessant. Und eine Frage, die ich auch mitnehme und nochmal mit Ingenieuren und so weiter besprechen will, Elektro-Lkw finde ich sehr interessant. Allerdings haben wir am Anfang auch gesehen, Entfernungsbegrenzung und ist ja mal die Frage, zum einen die Entfernung, zum anderen die Last, wie das sozusagen mit Batteriebetrieb funktioniert, ist auch eine Frage, die ich mitnehme, das wollte ich sozusagen auch nochmal spiegeln. Grundsätzlich wünsche ich viel Erfolg bei der Verfolgung der Ziele, die Sie am Anfang dargestellt haben, die ich hier auch gerade nochmal wiederholt habe und freue mich, dass Sie Teil der Lösung sein wollen, wie Sie es immer wieder betont haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rostock. Als nächstes auf der Rednerliste ist der Herr Dr. Zeschmann. Ja, schönen guten Tag auch nochmal von mir an Sie, Herr Riederer. Ich finde es auch schön, dass Tesla heute erstmals im Landtag überhaupt Präsenz zeigt. Das habe ich die letzten rund 10 Monate sehr vermisst. Allerdings habe ich da so ein paar kleine Dinge mitgenommen, die man doch mal ansprechen müsste. Der Vortrag von Ihnen war geprägt durch schnell, schnell, schnell. Alles muss schnell gehen, die Fabrik wächst schnell, das ist alles auch schön und gut. Aber auch die Verkehrsprobleme müssen schnell gelöst werden. Gleichzeitig haben Sie aber immer wieder gesagt, wir wollen gemeinsam oder wir wollen die besten Lösungen für diese Verkehrsfragen finden. Ja, genau das möchten wir auch.
Nur genau dafür brauchen wir jetzt schlicht und einfach möglichst schnellen Dialog, weil je länger sich das hinzieht, also wir den nicht heute führen, sondern irgendwie in anderen Formaten, in irgendwelcher späteren Zeitpunkten, dann ist weiterhin nicht klar, welche konkreten Lösungen für welche Verkehrsträger, in welchem Mix und mit welchen infrastrukturellen Veränderungen, Anbindungen, Planungen und baulichen Änderungen können wir die Probleme hier lösen. Und deswegen fände ich es schon sehr hilfreich, wenn wir zumindest auf der, nicht im Detail, aber auf der grundsätzlichen Ebene hier einen Dialog mit Ihnen auch führen können. Weil dann können wir das Ziel, was Sie hier vorgebracht haben, nämlich auch, dass die verkehrsinfrastrukturellen Anpassungen schnell gehen sollen, dann vielleicht realisieren. Weil, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, im deutschen Planungsrecht, wer in der Kommunalpolitik schon mal länger tätig ist, weiß das. Da brauche ich also für eine entsprechende Baugenehmigung mindestens ein Jahr und dann für die bauliche Umsetzung. Und das gilt für Kitas wie Straßen und andere Dinge grundsätzlich. Das wäre sehr schnell. Also wenn wir heute am Ende dieses Fachgesprächs die eine oder andere konkrete Lösungsidee schon generieren könnten, auch im Dialog mit Ihnen, ist das in Ihrem Sinne, dass eben auch die Verkehrsanbindung möglichst schnell funktioniert. Wenn wir das weiter hinauszögern über andere Gesprächsformate, wird das definitiv noch länger dauern. Deswegen auch mein Appell nochmal daran, dass wir vielleicht über die eine oder andere grundlegende Frage hier ins Gespräch kommen, auch mit Ihnen. Zwei Punkte sind mir sonst noch hängen geblieben von Ihrer Präsentation, die ich für schwierig halte oder wo ich noch offene Fragezeichen habe. Einmal haben Sie gesagt, dass Sie Shuttlebusse vom Bahnhof Erkner wahrscheinlich auch einrichten wollen. Zu Anfang wahrscheinlich sogar ganz unumgänglich, weil die entsprechenden Bahnhofsneubauten oder Umlegungen so schnell natürlich niemals realisiert werden können. Dabei müssen wir aber bitte beachten, dass wir jetzt in Erkner schon ein totales Verkehrschaos, sprich einen Verkehrsinfarkt haben. Und ich sage, wenn wir da nicht mitdenken, wie wir mindestens eine Umgehungsstraße um Erkner herumfinden, was mit sumpfigen Wiesen und Wasser ganz, ganz schwierig ist, dann ist das eine schöne Idee, Shuttlebusse einzurichten. Sie werden aber nicht ankommen, weil sie wirklich nicht nur in der Rush-Hour, sondern den ganzen Tag stecken bleiben werden. Der zweite Punkt, Sie haben von der Radverkehrsinfrastruktur gesprochen, finde ich einen sehr guten Ansatz. Aber ich vermisse da konkrete, wenigstens grobe Ansätze und Ideen. Da gibt es ja in der Region vorhandene Wege. Ich nenne mal die alte Poststraße, vielleicht sagt Ihnen das was. Da gibt es, glaube ich, auch eine Brücke über die Autobahn. Da sollten wir auch heute darüber diskutieren, wie man das anschließen kann, wie man das auch in Erkner, wo es eng ist, baulich umsetzen kann. Das finde ich, wäre schön, wenn wir das auch noch ansprechen können. Und wie gesagt, die Bahnthematiken haben meine Vorredner schon angesprochen. Das ist erstmal ein interessanter Aufschlag. Dann stellt sich aber natürlich auch noch die Frage, Stichwort Güterverkehr, Logistik, ob man diese Verbindung, wenn Sie im Süden Ihres Grundstücks da eine Haltestelle schaffen wollen, ob man das nicht auch weiter nach Süden führt, Richtung Königs Wusterhausen zum Beispiel, um verschiedene Schienenverkehrsstrecken auch nach Süden hin zu haben, weil so haben wir immer die Anbindung an Ost-West. Man muss erst nach Berlin rein, um dann nach Süden irgendwie weiterfahren zu können. Also ich glaube, das wird sich im Rahmen der ganzen Anhörung ja noch alles präzisieren. Aber ich hoffe sehr, dass wir mit Ihnen da zumindest auf dieser Ebene noch nicht die Details in Dialog treten können. Ich glaube, es ist für jeden von Vorteil, für Tesla auch, damit wir da wirklich zu schnellen Lösungen kommen. Weil ich glaube nicht, dass man, Stichwort kommunale Selbstverwaltung, die kommunalen Planungs- und Bauprozesse übermäßig beschleunigen kann. Das würde also heißen, wenn wir uns heute da verständigen, das dann runterbrechen auf die kommunalen Ebene, haben wir vielleicht eine Chance, Ende 2021 die ersten baulichen Dinge angehen zu können. Dann ist die Planung fertig. Das wäre jetzt sehr schnell, nach meiner Erfahrung aus ungefähr 15 Jahren Kommunalpolitik auch. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Zeschmann. Bevor wir zur nächsten Rednerin auf der Rednerliste kommen. Frau Kommesser, ich habe gesehen, dass Sie sich gemeldet haben. Ich möchte im Vorfeld nur noch mal darauf hinweisen. Sicherlich besteht die Möglichkeit formal Ende der Aussprache. Ich hatte eingangs erwähnt, dass jede Fraktion ein Statement abgeben kann. Deswegen meine Bitte, noch mal in sich zu gehen, weil wir viele Anzuhörende heute noch haben, ob dieser Redebeitrag essentiell ist. Ansonsten lasse ich Sie natürlich auf der Rednerliste, das wollte ich nur kurz anmerken. Und dann bitte ich jetzt als Nächste auf der Rednerliste Frau Weitermund ans Mikrofon Ihrer Wahl. Die vier, okay. Danke sehr. Also ich möchte mich mal herzlich, Herr Rieder, Sie gehen jetzt nicht, hoffe ich. Ach, wunderbar. Ich wollte Sie nämlich direkt ansprechen, deswegen wäre es sehr schade, wenn Sie jetzt gehen würden. Also ich würde mich schon ganz gern auch an der Stelle nochmal bedanken für die CDU-Fraktion,
Ich habe jetzt gerade wieder viele Bedenken gehört. Also in erster Linie muss man mal sagen, dass es wunderbar ist, dass Tesla sich für Brandenburg und Brandenburg für Tesla mitentschieden hat. Das ist eine wichtige Entscheidung und die natürlich viel Herausforderung mit sich bringt. Aber wir haben ja heute auch dieses Fachgespräch nicht nur deswegen, sondern es wird ja auch, es wurde hier nochmal gezeigt in der Präsentation, es wurde viele Themen angesprochen. Wir freuen uns natürlich, dass da auch an einem Konzept gearbeitet wird seitens Tesla und dass vor allem Gesprächsbedarf ganz klar kommuniziert wird. Und daran werden wir auch festhalten, da freuen wir uns drauf. Und unser Wunsch ist nochmal tiefer über das Logistikkonzept zu sprechen. Das wäre ein großer Wunsch der CDU-Fraktion an dieser Stelle. Und bei all den Bedenken, wie gesagt, überwiegt die Freude bei uns definitiv. Und deswegen ist Tesla herzlich willkommen in Brandenburg. Und das auch und diese Herausforderungen, die werden wir mit Sicherheit auch meistern. Also danke sehr. Vielen Dank. Als Nächster auf der Rednerliste ist der Abgeordnete Günther von der AfD-Fraktion. Ja, Herr Rederer, erstmal auch von unserer Seite herzlichen Dank. Auch für die Verkaufsshow. Ja, ich bleibe trotzdem erstmal bei meinem 18 Jahre alten Diesel. Er läuft ja noch. Und ich bin natürlich auch ein bisschen froh, dass die Regierungsseite sich freut, dass alles so schön läuft und so schnell ist und läuft und auch gebaut wird. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir auch früh gesagt haben, dass jeder Anbieter oder jeder Industriewillige hier in Brandenburg gern gesehen ist, aber natürlich muss das geprüft werden alles. Und das, Sie haben das in einer so gravierenden Geschwindigkeit vollzogen, ja, und das haben wir von Anfang an ja auch bemängelt. Es sind so viele Fragen nicht geklärt worden und das wissen Sie auch. Und Sie haben auch erfahrene Kollegen, die auch wissen, wie das funktioniert und auch regional erfahren, wie schnell das eben nicht geht, ja, bis man Infrastruktur gebaut hat. Und wir, Herr Zeschmann hat es ja auch gesagt, wir haben eben grundlegende Probleme. Wir haben im hinteren Bereich Grünheide und einen dörflichen Charakter. Man kann da jetzt nicht so herangehen, wie Sie das machen, denn Sie wissen auch ganz genau, die Infrastruktur wird 21, während Tesla eben schon fertigen möchte, noch nicht bereitstehen. Und dann haben wir da unten einen Kollaps. Wir haben gravierende Probleme. Und das wissen Sie auch. Und deshalb hören Sie auf, uns darüber das schön zu reden. So kommen wir auch nicht weiter. Und Sie stellen uns vor veränderte Tatsachen. Und jetzt versucht man eben, die Infrastruktur dahingehend anzupassen, ohne vorher darüber nachgedacht zu haben. Es hat keine Raumordnungsverfahren gegeben. Ja, das ist ein touristischer Raum gewesen, das wussten Sie vorher, das war ländliche Struktur. Und nun haben wir auch gravierende Bautätigkeiten, die sowieso stattfinden sollten. Und wie soll denn der Verkehr in der Zeit der ersten Produktion dann stattfinden? Das fragen wir uns. Deshalb und auch die Bautätigkeiten in Fangschleuse, das müsste ja alles parallel mit den ersten Produktionsläufen funktionieren. Und da haben wir grundlegende Probleme. Die Planung und die Umsetzung hätte vorher stattfinden müssen. Und ich bin mir eben, das ist meine persönliche Meinung, auch nicht sicher, dass es der richtige Standpunkt ist, der Standort dort. Und die Wasserproblematik, die gehört jetzt vielleicht nicht ganz hierher, aber die ist auch noch nicht geklärt. Und da haben wir auch noch gravierende Probleme zu erwarten. Das muss alles angesprochen werden. Und ich finde eben, das ist eben nicht sachorientiert, wenn Sie sich das alles schönreden und wenn die Seite Tesla hierher kommt und uns eine Verkaufsshow präsentiert und Wünsche äußert und wir bis heute noch nicht wissen, wie wir es umsetzen sollen. Für uns hängt das Herz in der Region. Die Leute vor Ort haben viele Dinge bemängelt, die hätten im Vorfeld geklärt werden müssen. Dazu ist es nicht gekommen und auch das ganze Verfahren drumherum bemängeln wir. Jeder kleine Handwerksbetrieb in diesem Land, das muss man auch nochmal sagen, der etwas bauen möchte, der muss sich an so viele Gesetze halten. Und Tesla ist ein roter Teppich ausgerollt worden und der darf darauf laufen und machen und tun, wie er will. Und Sie haben meiner Meinung nach die Sorgfaltspflicht, die Regierung hat die Sorgfaltspflicht hier sträflich vernachlässigt. Vielen Dank. Jetzt ist auf der Rednerliste, wie gesagt, die Frau Kornmesser. Ich schaue mal mit einem prüfenden Blick und sie möchte ihr Rederecht wahrnehmen und sind am Mikro 4.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich auch kurz halten. Also ich habe Herrn Riederer jetzt nicht so verstanden, dass der Dialog nicht geführt werden soll, sondern dass er im Moment nicht vertieft geführt werden soll. Und für mich ist das nachvollziehbar. Wir hatten gestern im Wirtschaftsausschuss das Thema sehr intensiv behandelt. Man muss sich vor Augen führen, dass das Genehmigungsverfahren noch läuft, dass die Einwendungsfrist noch nicht abgelaufen ist und dass der Erörterungstermin dazu erst am 23. September stattfindet. Und gestern war eine Vertreterin im Ausschuss der Genehmigungsbehörde, die gesagt hat, dass inzwischen 376 Einwendungen vorliegen. Es werden sicherlich auch noch Einwendungen kommen und dass auf Grundlage von diesen Einwendungen natürlich der Vorhabensträger auch noch die Möglichkeit hat, Anpassungen vorzunehmen. Und ich denke, wir als Ausschuss sind gut beraten, diesen Erörterungstermin abzuwarten und dort zu sehen, wo tatsächlich Knackpunkte sind und uns dann auch Tesla hier nochmal in den Ausschuss zu holen und die Knackpunkte zu besprechen gegebenenfalls. Aber so viel Zeit müssen wir der Firma einräumen, dort entsprechend zu reagieren. Dankeschön. Vielen Dank und dann kommen wir zum nächsten Redner. Das ist der Herr Staatssekretär, Herr Genilke. Ja, ich glaube, ich muss... Welches Mikro ist das? Gucken wir mal ganz kurz zur Technik. Müsste eingeschaltet sein. Ja, jetzt geht's. Ich glaube schon, dass ich noch einmal das Wort ergreifen muss, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist in der Tat, dass ich mich bei Tesla und deren Zusammenarbeit auch im Namen des Ministeriums, auch im Namen des Ministers ausdrücklich bedanken möchte. Es ist eine sehr offene, vor allen Dingen auch mit den kommunalen Vertretern sehr fair geführte Diskussion um den besten Weg für das Investitionsvorhaben an sich, aber auch eine sehr gute Diskussion darüber, wie wir die Probleme der Zukunft mit dieser Investition nicht zu Problemen werden lassen, sondern zu Lösungen entwickeln. Und ich bitte einfach um ein Stück weit um Verständnis darüber, dass wenn ein Unternehmen, das nicht mit einer Gesellschaftstätigkeit des Landes oder einer Kommune zu tun hat, sondern privatrechtlich organisiert ist, für sich auch in Anspruch nimmt, aufgrund des Wettbewerbsgedankens so zu verfahren, wie er es tut. Im Übrigen entwickeln wir in diesem Land noch eine 300 Hektar große Liegenschaft in Schwarzheide. Da haben wir ja gerade die Diskussion darüber, vielleicht heute aus der Zeitung gelesen, dass im Rahmen der Diskussion um das Batteriewerk eine nicht ganz unerhebliche Summe auch öffentliches Geld fließt. Niemand in diesem Gremium des Landtages hat bisher die Damen und Herren von BASF eingeladen. Von daher glaube ich, müssen wir hier auch schon mit beiderlei Maß auch hier rangehen, zu sagen, hier gibt es jemanden, der ein großes Investitionsvorhaben vorhat. Man geht an Brandenburg eben nicht mehr vorbei im globalen Maßstab, sondern wir haben das erste Mal eine Investition, die in Brandenburg in dieser Größe mit dem wertvollsten Automobilwerk oder Automobilfirma, zu der er gerade gekrönt worden ist, hier als möglichen Investor und tatsächlichen Investor, wie die Bilder gezeigt haben, am Laufen. Ich möchte mich vehement gegen den Vorwurf wehren, dass die Landesregierung hier irgendjemand rote Teppiche ausrollt oder hier am Recht vorbei agiert. Von dem, was wir hier reden, reden wir vom deutschen Planungsrecht. Nichts anderes. Und nach diesem und in diesem Rahmen bewegt sich diese Investition. Und wer immer darauf pocht, dass doch bitte schön in Deutschland deutsches Recht herrscht, dann darf ich an der Stelle erinnern, dass genau das hier passiert. Hier wird nach deutschem Baugesetzbuch, nach Brandenburger Bauordnung gearbeitet, geplant und gebaut. Und hier will ich einfach dem Eindruck mich erwehren, dass hier irgendetwas nicht koscher läuft. Wir haben natürlich mit der Pandemie, was die Erörterungstermine angeht, sind wir etwas im Verzug, das mag alles so sein, aber auch das befindet sich im völlig juristischen Einverständnis, wie wir dieses Recht am Ende ausüben. Und von daher bitte ich zumindest in diesem Sinne nicht ständig davon, Dinge zu unterstellen, die am Ende schlichtweg nicht haltbar sind. Wenn das juristisch nicht sauber laufen würde, dann hätte es an der Stelle schon juristischen, zumindest aber von den Kommunen her, die nötigen Eingaben gegeben. Die sind an der Stelle so nicht da. Und von daher bin ich fester Überzeugung, dass wir hier zumindest auf Seiten der ausübenden Kommunen, aber auch des Landes auf der richtigen Seite sind, wie man mit solchen Bauvorhaben umgeht. Vielen Dank. Als nächsten auf der Rednerliste ist der Abgeordnete Görke von Die Linke.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär Genege, dass Sie sich zu Wort gemeldet haben. Gibt es mir doch die Möglichkeit, weil Sie heute nicht angehört wären, wenigstens an Sie dann mal eine Frage zu richten, aber vorher eine grundsätzliche Bemerkung. Der Haushaltsgesetzgeber, der hier sich versammelt hat, oder zu großen Teilen, hat für den Nachtragshaushalt 10 Millionen und ich glaube in der mittelfristigen Finanzplanung 230 Millionen Euro für Investitionen in die kommunale und Landesinfrastruktur und weitere Bereiche festgesetzt. Und insofern würde ich an Sie bitte eine Frage richten. Zumindest gehört er heute auf den Tisch der Diskussion in diesem Ausschuss zumindest zu wissen, über welche Planungshorizonte und Kapazitäten reden wir denn? Reden wir bei Inbetriebnahme, und darum würde ich Sie bitten, diese Frage zu beantworten, von 3.000, 6.000, 9.000 oder 12.000 Beschäftigten, zu welchem Zeitpunkt, weil wir ja danach, die Kommunen, alle die nachher angehört werden, möglicherweise auch ihre entsprechenden Konzepte daran anpassen. Diese Frage muss doch wenigstens gestattet sein, und da Sie ja die Regierung heute vertreten, die Frage an Sie. Vielen Dank, Herr Görke, und Herr Genege, sehr gern können Sie antworten. Ja, sehr geehrter Herr Görke, wenn man solch ein großes Investitionsvolumen hat, auch letztlich mit Beteiligung übrigens, auch das nicht nebenher, sondern mit den nötigen gesetzlichen Grundlagen dafür, wie viel Förderung ein Unternehmen bekommt, sei das über EU, Bund oder Land, dann ist auch das ein gesetzlicher Rahmen, den auch andere Unternehmungen in der Vergangenheit bekommen haben oder auch in Zukunft auch bekommen werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben gerade im Vortrag von Herrn Riederer gehört, da stand eine Zahl, nämlich 12.000. Und das ist die mögliche Anzahl von Arbeitsplätzen, die Herr Riederer heute hier an die Wand geworfen hat, von der wir gerade reden. Und wir haben übrigens, wir haben eingerichtet vom Ministerpräsidenten die Taskforce über alle Ressorts. Und natürlich haben die entsprechenden Ressorts eine eigene Taskforce, hat auch übrigens das MIL. Und wir haben beim letzten Taskforce vor einer Woche eine Unterarbeitsgruppe gebildet mit dem Thema Umfeldentwicklung, um genau die Dinge, die Sie richtigerweise angesprochen haben, näher zu beleuchten, die Umfeldentwicklung. Wo kommen die zukünftigen Mitarbeiter von Tesla im Zweifel her? Wir haben dazu auch gewissermaßen ein Benchmarking gemacht. Was ist eigentlich passiert in Leipzig mit der Ansiedlung von BMW? Wie hat sich das ausgewirkt? Was sind die Pendler bereit, an Zeit auf sich zu nehmen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen? In wie vielen Minuten Erreichbarkeit, und das haben wir dann in Sektoren eingegrenzt, wird das in Zukunft aus unseren Erfahrungen, aus unserer Sicht möglich sein? Und es gibt außerdem die Vereinbarung mit dem Landkreis und den 13 Kommunen, dass man sich hier nicht im Wege steht, sondern dass man hier zusammenarbeitet bei der Umfeldentwicklung. Wir haben das runtergebrochen bis zur Bewertung, wie teuer ist eigentlich ein Quadratmeter Bauland. Und da nicht alle bei Tesla im Hochingenieurwesen beteiligt und arbeiten werden, sondern natürlich auch viele Leute, die etwas weniger verdienen werden, davon ist auszugehen, die werden nicht alle gleich verdienen, eingruppiert sein, wie das überall so ist, wird nicht jeder, der zum Beispiel in Frankfurt-Oder wohnt und bei Tesla arbeitet, unbedingt wegen 25 Minuten RE1-Erreichbarkeit von Frankschleuse vielleicht einen Umzug in Kauf nehmen, sondern wird für 25 Minuten Fahrzeit pendeln. Das sieht vielleicht aus anderen Richtungen ganz anders aus. Und dazu haben wir eruiert, haben diese 13 Kommunen mal beleuchtet und haben zum Beispiel festgestellt, dass wir noch 850 Hektar Eigenentwicklungsoptionen zur Verfügung haben. Also sehr, sehr viel Möglichkeit, über einen B-Plan auch am Ende des Tages Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und wir werden eben nicht den ersten Schritt praktisch abkürzen und gleich den zweiten gehen, sondern wir erstmal schauen, wo das alles hingeht. Tesla geht ein Stück weit auch davon aus, dass sie Arbeitskräfte auch aus Berlin bekommen werden. Das liegt relativ nah, und zwar nicht nur topografisch, ja, sondern auch vom Gedankengang her. Tesla hat auch angekündigt, im polnischen Arbeitsmarkt Mitarbeiter zu generieren. Und es werden natürlich sehr viele Brandenburger dort arbeiten. Aber die wohnen eben nicht alle in Fürstenwalde, sondern vielleicht auch in Strausberg, vielleicht auch in KW, vielleicht auch noch weiter südlich. Und dafür haben wir die Voraussetzungen zu schaffen, dass das funktioniert. Und ich bin sicher, vielleicht sind wir ein bisschen früh in der Diskussion,
dass wir gerade, was die bahntechnische Anbindung angeht, uns ja auch noch unterhalten werden. Und die Liste ist ja noch einigermaßen lang, wie wir uns das ein Stück weit vorstellen. Und ich möchte davor warnen, dass man heute, am 20. August 2020, schon alles regelt wie 2025, denn das alles vernünftig läuft. Das ist ein sehr dynamischer Prozess. Das haben wir beim Flughafen übrigens, Herr Görke, auch gesehen. Da entwickelt sich viel und da ändern sich auch Dinge. Und immer dann muss man auch Möglichkeiten haben, gewisse Dinge auch mal anzupassen und zu schauen, wie es am Ende läuft. Jetzt geht es darum, diese Baustelle fertigzustellen und den Betriebsbeginn zu ermöglichen. Und die Dinge, die wir machen können, jetzt schon vorzubereiten, dass die Mitarbeiter kurze Wege haben, vor allem schnelle Wege haben, um davon zu partizipieren, dass diese Investition sich für sie persönlich durch einen festen Arbeitsplatz auch wirklich auszahlen wird. Vielen Dank, Herr Genielke. Und wenn ich in die Runde schaue, haben wir von jeder Fraktion und von den einzelnen Abgeordneten ein Statement gehört. An der Stelle möchte ich den Herrn Riederer recht herzlich bedanken, dass Sie heute anwesend waren, einen Vortrag gehalten haben. Ich wünsche Ihnen auf dem Rückweg nach Amsterdam, wenn immer er auch sein wird, eine gute Reise und kommen Sie gut an Ihr Ziel. Und wir freuen uns auf weitere vertiefte Gespräche und wenn wir Sie natürlich das nächste Mal hier im Landtag begrüßen dürfen. Vielen Dank. Zum Ablauf der Fachanhörung hatte ich vorhin vermieden zu erwähnen, dass wir uns in der Vorbereitungsrunde dazu geeinigt haben, dass wir drei verschiedene Gruppen der Anzuhörenden gestaltet haben. Es wird wie folgt sein, dass wir jede Gruppe uns anhören werden, also jeden Vertreter, der in der jeweiligen Gruppe ist, anhören werden mit ihren Eingangsvorträgen und nach den Vorträgen dann in die entsprechende Frage- und Diskussionsrunde gehen werden. Nach der jeweiligen Gruppe, also in dem Fall nach Gruppe 1 zu Gruppe 2, wird es eine kleine Zeitverzögerung geben, da wir die Plätze desinfizieren werden und die nächste Gruppe, die Vertreter, dann nach vorne bitten. Das möchte ich, dass Sie das im Vorfeld wissen. Und nach der Anhörung, nach dem Tagesordnungspunkt 1, in dem Fall werden wir grundsätzlich eine Pause, ich denke, von ca. 20 Minuten machen, denn das wird vermutlich in 3 Stunden, vielleicht auch ein bisschen länger sein. So, dann haben Sie die erste Gruppe am Bildschirm und der erste Anzuhörende ist der Herr Kurt von der Deutschen Regionaleisenbahn. Herr Kurt, herzlich willkommen und für Sie das Mikrofon einmal drücken, dann gebe ich es frei. Bitte schön. Ja, Herr Vorsitzender, sehr verehrte Damen und Herren, mein Name ist Gerhard Kurt, ich bin Vorsitzender, Geschäftsführer der Deutschen Regionaleisenbahn. Die Deutsche Regionaleisenbahn, ganz kurz vorgestellt, ist eine Selbsthilfebahn des gemeinnützigen Deutschen Bahnkundenverbandes, 1993 als Antwort auf die Entscheidungen zur Bahnreform gegründet, hat seither 187 Strecken untersucht, 41 Strecken gerettet und davon 32 in eigener Regie, teilweise aber auch noch als Vorhaltungsstrecken, weil noch kein Bedarf da ist. Wir sind als Bahnkundenverband nicht nur den Fahrgästen verpflichtet, sondern auch den Güterkunden. Und es gibt sogar in Bayern gerade passiert DAX-Unternehmen, die sich an uns wenden, weil sie wieder auf die Schiene wollen und andere Partner eben das nicht so unterstützen, weil sie die Schiene eben nicht mehr reaktivieren wollen. Also das ist so unser Betätigungsfeld, damit Sie uns vielleicht kurz kennenlernen. Genauso ist es uns auch hier mit dem GVZ in Freienbrink passiert. Vor 20 Jahren haben wir uns dann mit eingeklinkt, weil doch der Fokus doch sehr auf Großbären und Wustermark stand und weniger auf Freienbrink. Und wenn wir jetzt mal die 20 Jahre betrachten, da haben wir ab und zu Verkehre gehabt, sporadische Verkehre. Als die A10 ausgebaut wurde, wurden Baumaterialien angefahren. Und als jetzt die Gasrohre kamen, ist der Bahnhof Freienbrink genutzt worden. Und ansonsten haben wir einmal mit Herrn Vogelsänger eine Triebwagenfahrt gemacht zur Eröffnung eines Gewerbegebietes. Ansonsten haben wir die Strecke uns wenigstens in der Vorhaltung leisten können, weil sie keine Gebirgsstrecke ist und auch keine Brücken hat und deshalb eigentlich ziemlich einfach vorzuhalten war. Und wie es jetzt aussieht, hat es sich eigentlich gelohnt, die 20 Jahre zu warten, weil jetzt soll ja diese Schiene integraler Bestandteil des ganzen Konzepts dort werden. Es gibt allerdings
3 Konzepte inzwischen in 5 Verhandlungen, die wir mit Tesla schon geführt haben. Ein Konzept ist von der Deutschen Bahn, ein Konzept von einer Firma Relistic und ein Konzept von uns. Unser war das Konzept, wo wir den jetzigen Zustand angeboten haben, so umzugestalten, dass er bis zum Beginn des Werksbetriebes voll nutzbar ist. Tesla ist dann in der 3. Verhandlungsrunde auf uns zugekommen und hat gesagt, wir haben jetzt ein Unternehmen beauftragt mit der Begutachtung, mit der Konzeptierung. Und die sind also dann zu anderen Erkenntnissen gekommen. Tesla möchte gerne im Gelände selbst einen eigenen Eisenbahnbetrieb als Anschlussbahn betreiben und möchte gerne, dass die Strecke Fangschleuse Rheinbrink eben an den Rand verlegt wird. Es handelt sich um eine öffentliche Eisenbahnstrecke und nicht um eine Anschlussbahn, wie immer so verbreitet wurde. Und das war auch der Grund, warum Tesla in die Falle getappt ist, sage ich jetzt mal. Das haben sie uns ja dann auch gesagt. Es wurde ein B-Plan auf den Tisch gelegt, in dem die Fachplanung ja immer nur informell enthalten ist. Das wurde aber so als Fakt dargestellt. So quasi, da ist ein Wegerecht einer Bahn, die kann aber auch verlegt werden. Und so ist es eben nicht, sondern wir sind an einer Stelle auf eigenem Grundstück im öffentlichen Status, § 6 AEG, und keiner kann uns irgendwo verrücken, außer wir einigen uns. Und in dem Einigungsprozess, wie gesagt, sind wir im Augenblick, wir haben gestern die 5. Runde gehabt, allerdings weiterhin, ich sage das jetzt nicht, weil ich kritisieren will, aber die amerikanischen Verhandlungsverhältnisse sind schon ein bisschen schwierig zu verdauen, obwohl sie also wirklich bemüht sind, die Herrschaften auch das Ziel anzusteuern. Plus wir haben in der Vergangenheit in diesen 5 Beratungen 4 unterschiedliche Ansprechpartner gehabt, die für den Bereich der Infrastruktur, Eisenbahn und so weiter Ansprechpartner waren. Und es gibt auch von keiner Sitzung bis jetzt ein verbindliches Protokoll. Wir haben gesagt, in der nächsten Runde fangen wir damit an, dass wir alles verbindlich festlegen, dass uns die Bevollmächtigten nachgewiesen werden, damit wir wissen, wir haben jetzt mit jemandem gesprochen, auch mit Herrn Riederer haben wir in Düsseldorf zusammengesessen und dann fahren wir nach Berlin und erfahren, ja, also der ist, weil der andere nicht konnte und so. Das mag ja alles sehr schwer sein, aber es muss mal irgendwann, muss es greifbar sein für uns. Ansonsten kann ich also nicht sagen, dass die Verhandlungen nicht zielführend wären aus der Interessenlage von Tesla heraus, aber es trifft nicht ganz immer unsere Interessenlage, insbesondere die Verlagerung unserer Strecke, damit auf unserem bisherigen Gelände dann das Geschäft gemacht werden kann, was wir seit 20 Jahren machen wollen. Das geht halt so einfach nicht und da sind wir also noch an Punkten, das irgendwie abzuarbeiten. Das Konzept, was uns gestern vorgestellt wurde von Tesla, ist allerdings durchaus überlegenswert. Da geht es, ist ja auch angezeigt worden vorhin, da ging es zum Beispiel auch darum, diesen Personenverkehr auf der öffentlichen Strecke, also auf unserer Strecke, zu fahren. Und wir waren dann auch im Gespräch so weit, dass wir sogar die Züge durchziehen können bis nach Freienbrink runter, weil ja dort auch große Firmen sich angesiedelt haben, die Mitarbeiter haben, die vielleicht dann auch mit diesen Zügen nach Erkner oder sonst irgendwo hinfahren möchten. Soweit ich weiß, sind es im Augenblick 1200 Mitarbeiter da draußen auf dem Gelände und die kommen sicher teilweise auch aus dem Einzugsgebiet dieser Achse. Also zumindest muss man es mal prüfen und muss mit denen mal reden. Was uns betrifft, wir haben jetzt bei einem Wirtschaftsprüfungsinstitut ein Gutachten in Auftrag gegeben, damit wir mal ein bisschen auf der sicheren Seite sind. Wir haben jetzt viele Varianten besprochen, aber wir wissen eben jetzt, müssen uns aber jetzt mal irgendwann festlegen und sagen, also Leute, wir bewegen uns nicht weg, wir bleiben genau da, wo wir sind. Oder wir sagen, wir machen mit, aber es muss dann ein gewisser Interessenausgleich oder auch Ertragsausgleich dann mit ins Boot, weil es kann nicht sein, dass wir außen rumfahren um das Gelände, wo wir eigentlich bedienen könnten. Aber natürlich kann Tesla sich selber
das Unternehmen, das Verkehrsunternehmen auswählen, das also auf der Strecke fährt. Und wenn sie es auch selber machen wollen mit einer Anschlussbahn, ja gut, werden wir auch nicht im Weg stehen. Unser Nachteil, um das einfach nochmal deutlich zu machen, wäre bei einer Verlegung, dass nur noch 150 Meter unserer Strecke befahren würden von Tesla. Jetzt sind es 2,5 Kilometer. Und das macht sich halt beim Trassenpreis, bei rund um den Uhrbetrieb macht sich das natürlich schon bemerkbar. Und da muss man halt schon schauen, wie man damit umgeht. Also es wird auf jeden Fall sachlich verhandelt. Es wird, wir haben uns inzwischen auch ein bisschen so an bestimmte Abstimmungsprozesse und Abläufe gewöhnt. Und ich sage jetzt mal rein aus meiner Person, hier kommen amerikanische und bayerische Verhältnisse aufeinander. Bayerische deshalb, weil wir uns schon geeinigt haben, also wenn wir es nicht schaffen, dann gehen wir am Biertisch und machen abends weiter. Also es ist also schon ein Verhandlungsstil jetzt da, wo man merkt, also die haben jetzt kapiert, es geht nicht einfach so. Hier ist eine Anschlussbahn, die muss einfach verlegt werden, sondern sie haben jetzt schon verstanden, das ist ein eigener Status, das ist beim Kauf verschlafen worden, mehr oder minder. Aber wir wollen ja, dass auf der Schiene was los ist und deshalb werden wir da uns nicht im Weg stellen, aber wir werden auch nicht gehen. So viel dazu. Vielen Dank, Herr Kurt. Und als Nächster auf der Rednerliste ist der Herr Leister von Innovers. Bitte mal den Knopf des Mikrofons drücken. Genau, das ist Mikrofon 1. Und dann haben Sie das Wort. Ja, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Im Februar diesen Jahres habe ich für die Fraktion Die Linke diese Studie erstellt, die auf der Fraktionsseite nach wie vor verfügbar ist zum Download. Zu einem sehr frühen Zeitpunkt, als noch relativ wenig Informationen zu dem gesamten Projekt vorhanden waren, habe ich mich mit dem Thema Verkehrserschließung befasst. Ich habe die Unterlagen aus der UVP mir sehr genau angesehen, auf Plausibilität geprüft und darauf, ob sie insgesamt stimmig sein können und was man daraus folgern kann für die Planungen von Tesla. Erstmal etwas sehr Positives. Das ist ein Automobilwerk, was anders funktioniert als zum Beispiel BMW in Leipzig. BMW in Leipzig ist ein Montagewerk, wo relativ wenig vor Ort tatsächlich hergestellt wird. Sehr viel wird angeliefert und eingebaut und zusammengebaut. Das, was Tesla beantragt hat, ist ein vollgültiges Automobilwerk, wo ein Automobil quasi auch mit seinen Komponenten weitgehend komplett hergestellt wird. Nach den ursprünglichen Unterlagen sollten ja auch Batterien, Antrieb, Karosserie, also Sitze, also alles, was ein Auto ausmacht, Plastikteile, dort auch gefertigt werden. Inzwischen ist das ein bisschen anders geworden. Batterie und Plastik soll zugeliefert werden, habe ich gelesen. Das ist eine schlechte Nachricht für Brandenburg, für das Werk. Es ist aber auch eine schlechte Nachricht für den Verkehr. Denn wenn etwas von Grund auf hergestellt wird, werden Rohstoffe angeliefert, Rohwaren oder Halbfertigprodukte, die typischerweise auch bahnaffin sind. Im Bau gibt es Shanghai, gerade fertig geworden, und einen Standort in Kalifornien, Fremont. Alle diese Standorte, die anderen beiden Standorte in Shanghai und Fremont, haben keinerlei Schienenanschluss. Dort findet Schienengüterverkehr ins Werk nicht statt. Es kommt alles per LKW. Teilweise natürlich vom Schiff, weil Häfen sind in den beiden anderen Standorten sehr nahe. Der Grünheide-Standort ist nicht typisch für Tesla, weil er weit entfernt ist von Häfen. Das heißt, wenn mit anderen Werken ein Verbund irgendwie eingerichtet wird, kommt Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, was weiß ich, ins Spiel. Und dann stellt sich die Frage, wie kommen die Container vom Hafen nach Grünheide? Und da macht sich natürlich bemerkbar, Herr Kurt hat es schon erwähnt, Großbären und Wustermark sind Güterverkehrszentren, die sind natürlich wahnsinnig weit weg. Im Osten Berlins, am östlichen Rand von Berlin, fehlt ein Güterverkehrszentrum. Das war in Freienbrink mal geplant, Anfang der 1990er Jahre ist nie gebaut worden.
Das heißt, ein Container, der von Hamburg nach Grünheide kommt, der müsste nach Großbeeren gefahren werden, per Bahn idealerweise. Von dort sind es aber 50 Kilometer auf einer stark belasteten Autobahn nach Grünheide. Ist nicht besonders prickelnd. Ob genug zusammenkommt, dass ein ganzer Containerzug direkt ins Werk fährt, hoffe ich, aber da bin ich mir nicht sicher. Das kommt darauf an, wie das konkret geplant wird. Ob da viele Zulieferer sind oder nur ein ganz großer, nämlich Tesla selbst, dann würde sich das vielleicht sogar, würde das sogar funktionieren. In jedem Falle ein Plädoyer aber von meiner Seite, das Güterverkehrszentrum im Osten Berlins, in Brandenburg natürlich, nicht aus den Augen zu verlieren. Da fehlt noch was. Wann das irgendwann vielleicht tragfähig wird, aber mit Tesla zusammen könnte das eigentlich tragfähig werden. Ich habe mir angesehen, die Angaben zum Verkehr in den UVP-Unterlagen, und da kann man schon feststellen, dass praktisch der gesamte Verkehr mit den Angaben, die da gemacht werden, zu den Fahrzeugen, die pro Schicht ins Werk fahren, zu den LKW-Fahrten, mit denen pro Tag gerechnet wird, eigentlich die Güterversorgung und der Personenverkehr komplett auf der Straße abgewickelt werden kann. Beim Güterverkehr fast ganz abgewickelt werden kann. Also Tesla selbst rechnet zumindest in den UVP-Unterlagen damit, dass alles auf der Straße stattfindet. Muss man mal so ganz nüchtern feststellen. Das ist jetzt auch für Brandenburg nicht unbedingt dramatisch, denn wenn man sich die Lage des Tesla-Werks ansieht, im Personenverkehr kann man feststellen, dass fast ein Drittel des Landes Brandenburg im 60-Minuten-Radius von Grünheide auf der Straße entfernt ist. Das heißt, für Brandenburg bedeutet das ein sehr großer Einzugsbereich, der ideal erreichbar ist, auf der Straße. Man muss natürlich auch überlegen, es ist ja nicht nur die Fahrzeit entscheidend, sondern auch die sonstigen Bedingungen bei der Benutzung des Autos. Sie alle wissen, dass Fahrzeughersteller in Deutschland typischerweise Jahreswagen ihren Mitarbeitern geben. Das ist unter dem Strich, wenn man das finanziert bekommt, ein sich selbst finanzierendes Auto, weil man das nach einem Jahr relativ günstig und steuerfrei wieder verkaufen kann oder steuervergünstigt verkaufen kann. Im Fall von eines Elektrowagens kommt noch dazu, dass der Hersteller und jedes Unternehmen seinen Beschäftigten kostenloses Laden steuerfrei zukommen lassen darf, als steuerfreie Zuwendung. Damit wird natürlich, wenn das Tesla macht, wovon ich ausgehe, dann wird natürlich die Benutzung des Autos, zumindest aus weiten Teilen Brandenburgs, so attraktiv, dass es unwahrscheinlich ist, dass sich jemand per ÖPNV auf den Weg zur Arbeit bei Tesla macht. Sage ich jetzt mal ganz offen. Ich bin Befürworter des ÖPNV, aber bergauf mit Gegenwind wird nicht funktionieren. Und da nützt auch ein ÖPNV-Ticket nichts, denn wenn ich Montag und Freitag mit dem Auto zu Tesla fahre, brauche ich keine Treibstoff- oder sonstigen Energiekosten bezahlen und habe ein Auto. Also da würde ich auch schwach werden, muss ich ehrlich zugeben. Ja, was meine Empfehlungen angehen, die ich gemacht habe in dieser Studie, muss ich sagen, dass inzwischen Tesla sehr vieles tatsächlich so aufgegriffen hat. Ich habe eine zweite Autobahnauffahrt genau an der Stelle, wo Tesla sie jetzt auch plant, empfohlen. Ich habe die Verlegung der Bahnsteige des Bahnhofs Fangschleuse an den Standort empfohlen, wo ihn jetzt auch Tesla haben möchte. Die Bahnsteige des Bahnhofs Fangschleuse sind ohnehin an der Stelle nicht ohne weiteres zukunftsfähig, sie sind zu kurz, und um eine Verlängerung zu ermöglichen, müsste erstmal die Straße in den Tunnel oder in eine Brücke verlegt werden. Also das klingt nicht nach einem Projekt, was man in relativ kurzer Zeit durchziehen kann.
Die Verlegung des Bahnhofs, der Bahnsteige des Bahnhofs würde demgegenüber wahrscheinlich deutlich schneller sein als ein Bau einer Straßen- oder Brücke oder Straßenunterführung. Tesla hat sich heute sehr energisch als Vertreter der Energiewende präsentiert. Das ist auch richtig. Tesla steht für elektrischen Verkehr auf der Straße. Der Vertreter von Tesla, Herr Riederer, hat allerdings auch das Wort Verkehrswende in den Mund genommen. Das ist natürlich Quatsch. Unter Verkehrswende versteht man nicht, mit elektrisch Auto zu fahren. Unter Verkehrswende versteht man, statt des Pkw- und Lkw-Verkehr energieeffizientere Verkehrsmittel einzusetzen. Das ist gerade nicht der E-Lkw, der ungefähr 5-mal so viel Energie verbraucht wie eine elektrische Güterbahn. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt das Elektroauto im Personenverkehr, weil auch dort der Energieaufwand, wenn eine Person ins Werk fährt, viel höher ist, als wenn die gleiche Person mit dem Bus oder mit der Bahn fährt. Also Verkehrswende ist eigentlich nicht das, was Tesla ausmacht. Energiewende ja. Insofern möchte ich dem widersprechen, was Herr Riederer hier gesagt hat. Das ist das, was ich Ihnen heute zusätzlich zu meiner Studie oder in Ergänzung meiner Studie erzählen kann. Vielleicht als erste Phase hatte ich empfohlen, nicht eine Bahn ins Werk, ganz einfach deshalb, weil die Strecke überlastet ist und ich da wenig Möglichkeiten sehe, in der Richtung aus dem Werk oder aus Freienbrink in Richtung Erkner muss man zweimal den Gegenverkehr kreuzen, nämlich bei der Einfahrt und dann nochmal in Erkner, um zu wenden. Das sehe ich auf einer Hauptabfuhrstrecke Richtung Polen und Osteuropa eigentlich nicht als sinnvolle Lösung, schon gar nicht kurzfristig. Kurzfristig sehe ich einen Pendelverkehr nach Erkner für die Berliner, einen Pendelverkehr nach Königs Wusterhausen, um den ganzen südlichen Bereich abzudecken. Da braucht man ungefähr 20 Minuten mit dem Bus. Und einen Pendelverkehr nach Strausberg, wo man die Ostbahn und Strausberg selbst abdecken kann. Das wären für Brandenburger, wenn man den öffentlichen Verkehr überhaupt eine Chance geben will, sinnvolle Anbindungen. Aber wie gesagt, ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass der ÖPNV-Anteil deutlich über 10 oder 20% hinausgehen wird, ganz einfach, weil das Auto hier sehr, sehr attraktiv ist und letztlich vom Gesetzgeber, vom Bundesgesetzgeber auch massiv gefördert wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Leister, für Ihren Redebeitrag. Als nächsten auf der Rednerliste in der ersten Gruppe ist der Herr Professor Dr. Höft von der Technischen Hochschule Brandenburg. Bitte kurz das Knöpfchen drücken. Vielen Dank und bitte sehr. Ja, wunderbar. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete. Vielen Dank für diese Einladung. Ich habe einen kleinen Vortrag mitgebracht, nicht erschrecken, das sind zwar viele Seiten, aber ich glaube, das können wir relativ schnell machen, weil da sind natürlich auch viele so Titelfolien und so weiter dabei. Ich habe jetzt keine Studie gemacht, wie Herr Leister. Ich sehe das Ganze aber durchaus etwas optimistischer, insbesondere was den Güterverkehr angeht. Und ich zeige Ihnen einfach mal so ein bisschen, was so meine Überlegungen sind. Da sind dann durchaus auch noch ein paar neue Gedanken dabei, die man eigentlich noch aufgreifen sollte. So, ich habe das mal gegliedert in 5 Punkte. Einmal die Ausgangssituation, beleuchte ganz kurz die vorhandene Eisenbahninfrastruktur, die haben wir heute auch noch nicht wirklich gesehen. Ich werde ein bisschen was erzählen über den Schienengüterverkehr, den Schienenpersonennahverkehr und eine ganz kurze Zusammenfassung. So, Ausgangssituation, gut, Klimaziele wollen wir erreichen, das ist irgendwie klar, deswegen machen wir das auf der Schiene. Baustelle haben wir auch eben schon gesehen, ich habe mir das vor Ort jetzt auch vor kurzem nochmal angeguckt, also das ist schon beeindruckend, was da passiert. Ich habe dann auch mal schon ein bisschen gerechnet mit den Zahlen, die so bekannt waren. Das heißt, 500.000 Fahrzeuge, 6-Schicht-Betrieb oder 6-Tage-Betrieb habe ich dann einfach mal unterstellt. Das heißt, da purzeln pro Tag ca. 1.600 bis 1.700 Fahrzeuge raus.
von denen ich aber auch ausgehe, dass rund 80% davon mit der Bahn abtransportiert werden. Wir haben dann relativ hohe Fertigungsanteile vor Ort. Batteriefertigung war ja irgendwie angekündigt, dass das vor Ort passieren sollte. Es wurde auch schon erwähnt, dass offenbar weitere Zulieferer vor Ort sich ansiedeln. Also da wird sicherlich noch einiges neben Tesla vor Ort passieren. Wobei, das entwickelt sich gerade, das sind sozusagen die Annahmen, mit denen man erstmal operieren muss. So, das Bild haben Sie auch schon gesehen, das hatte ja der Vertreter von Tesla schon gezeigt. Sie sehen da oben rechts diese weiße Fläche, das ist dann die Logistikfläche und das schwarze Fragezeichen, was da reingeht, das ist die Strecke von Herrn Kurt, die sozusagen ja auch hier mit zur Rede stand. So, was haben wir hier? Das ist hier nochmal aus der Open Railway Map, erkennt man jetzt nicht ganz so gut, auch nochmal dieses Fragezeichen, unten dann tatsächlich auch das GVZ noch und die Karte brauche ich aber nachher nochmal. Ich schreibe mal ein bisschen weiter. So sieht das im Moment bildlich aus. Das obere Bild ist ein bisschen älter. Da rechts die Bäume, die stehen nicht mehr. Und unten der Blick ist dann auf eine Fläche, die ich später für sehr geeignet halte, für ein kleines Containerterminal dort vor Ort. Und das ist auch der Blick von der Brücke in Richtung GVZ. So geht das dann weiter. Unten sieht man dann die Einbindung in die Hauptbahn. Und das obere linke Bild ist dann sozusagen der Blick in Richtung Fangschleuse. Ganz hinten ist dann irgendwo der Bahnsteig. Die andere Blickrichtung, die sollen wir uns ein bisschen merken, das geht dann Richtung Erkner. Und da ist relativ viel Platz. Sie sehen ja gerade so einen langen Containerzug. Also da haben wir sozusagen relativ gute Möglichkeiten, da also auch dann eine Vorstellgruppe und so zu installieren. So, was brauchen wir für einen Schienengüterverkehr? Ich habe mal formuliert, ich würde eine Vorstellgruppe mit ca. 8 Gleisen, die möglichst lang sein sollen. 750 Meter ist Standard. Ich glaube, man sollte da aber vielleicht auch noch in die Zukunft investieren und die noch ein bisschen länger machen, 830 Meter. Das Ganze unter Fahrdraht. Lokabstellplätze brauchen wir. Dann brauchen wir natürlich in diesen Logistikflächen, die Sie da vorhin gesehen haben, Ladegleise für die Verladung der Automobile. Wir brauchen zusätzlich für die Inbound-Logistik, also für die Eingangslogistik, sicherlich auch nochmal so circa 2 Gleise für die Entladung, wo wir Stahlkolz entladen können, Reifen, Elektromotoren, was auch immer so eine Fabrik da braucht. Und der dritte Punkt eben, oder der weitere Punkt da unten, die Einrichtung eines KV-Terminals für den lokalen Umschlag mit Containern und Wechselbrücken. So, das habe ich jetzt in diese Karte, die Sie eben gesehen hatten, noch mal so ein bisschen reingemalt. Es gibt sozusagen verschiedene Konzepte. Die aktuelle Planung von Tesla ist nicht ganz so genau bekannt. Also ich habe das dann mal mit so einem Fragezeichen versehen, da etwa in dem Bereich habe ich mal Unterlagen gesehen, wo man da die Vorstellgruppe geplant hätte. Ich würde die Vorstellgruppe eher nach da oben legen, parallel zur Hauptbahn. Das hat einige betriebliche Vorteile. Das lässt sich da einfacher bauen. Und dann die Ladegleise und das KV-Terminal in das Tesla-Gelände, beziehungsweise einmal in das Tesla-Gelände natürlich hineinzuziehen und das KV-Terminal sozusagen im öffentlichen Bereich lassen. Das habe ich mal blau markiert. Da ist also hinreichend Platz, müsste man zwar die Züge teilen, aber mit 2 mal 350 Metern müsste man etwa hinkommen. So, was sind die Herausforderungen für den Schienengüterverkehr? Wir brauchen wirklich die Elektrifizierung, wollen da ja nicht mit Dieselloks unbedingt fahren. Wir werden wahrscheinlich eine etwas aufwendigere Anpassung der Stellwerkstechnik benötigen. Momentan gibt es einen ESTW in Fürstenwalde, das wird aber in Berlin in der Granitzstraße, denke ich, gesteuert. Die Vorstellgruppe möglichst lange Gleislängen, zukunftsorientiert, nicht zu kurz bauen. Lage der Ladegleise, da würde ich sagen, das ist noch so ein bisschen mit Fragezeichen versehen, wo die nun genau hinkommen. Das wird Tesla uns dann vielleicht irgendwann mal genauer erzählen können. Und dann eben noch diesen Terminal, den man da eigentlich vor Ort noch bräuchte. So, wie sieht das aus? Im Moment wird also auch schon für die Baustofflogistik sehr intensiv die Schiene genutzt. Es wird neben den
Kies und Split und solchen Sachen, die man dann da auch zum Anrühren von Beton und so weiter braucht, werden auch Betonfertigteile geliefert auf der Schiene. Das ist auch hier so ein Blick oben von der Brücke. Ich bin also nicht mit der Drohne rüber, sondern einfach mich auf die Brücke gestellt und das fotografiert. So sieht das dann im Entladezustand aus, ein bisschen weiter da im Gelände. Das ist zwar auf dem Tesla-Gelände, aber alles noch öffentlich zugänglich. So, dann zweiter Punkt, was passiert mit den fertigen Autos? Da hat man heute moderne Automobiltransportwagen. Ich habe mal so ein bisschen beispielhaft das Equipment aufgezeigt. So BLG ist da relativ führend mit modernem Equipment. Das sind jetzt relativ große Autos. Das ist, wenn Sie genau zählen, dann sind da 11 Autos auf einem Wagen. Ich denke mal, das Modell Y, was Tesla da anvisiert, da kriegen wir dann auch locker 12 auf diese Wagen. Die sind etwa 30 Meter lang Ladelänge, 31 Meter Länge eines Waggons. Und da habe ich dann mal ein bisschen gerechnet und gesagt, so, okay, 600 Meter Zug können wir dann roundabout 228 Kfz transportieren. Bei einem 750 Meter Zug haben wir dann immerhin schon eine Kapazität von 276 Kfz pro Zug. Und wenn man dann so rechnet, 80%, komme ich dann irgendwie auf eine Größenordnung 5 bis 6 beladene Züge pro Tag. Das müsste man dann natürlich noch ein bisschen verdoppeln, weil ich natürlich auch die Leerzüge dann irgendwie brauche. Das heißt also, das sind dann etwa 10 bis 12 Zugfahrten, die ich da sozusagen zum Abtransport der Autos benötige. So, in der Eingangslogistik, da muss man natürlich mit ein bisschen mehr Fragezeichen rechnen. Das ist, sag ich mal, mit einem dicken Daumen geschätzt. Also sicherlich werden die Stahlkolz da irgendwie antransportiert, ob das dann aus Eisenhüttenstadt ist oder wo auch immer die herkommen mögen. Das wird Tesla wissen, das wissen wir noch nicht, das weiß Tesla vielleicht heute auch noch nicht. Dann haben wir weiterhin Komponenten, Rohstoffe, die dann im Container, in Wechselbrücken geliefert werden. Dazu brauchen wir dieses kleine Containerterminal. Denkbar sind auch Schiebewandwagen, wo dann also mit Gabelstaplern entladen werden kann. Also ich rechne da mal so in der Größenordnung ca. 4 bis 6 Züge pro Tag. Wenn es mehr werden, wäre schön. Das ist aber, glaube ich, durchaus eine realistische Hausnummer. So, das war so ein bisschen Kurzbeleuchtung des Güterverkehrs. Den Schienenpersonennahverkehr, es wurde ja schon angesprochen, die aktuelle Situation der Empfangsschleuse ist nicht so wirklich attraktiv. Mein Vorschlag wäre aber trotzdem, den Bahnhof dort, wo er ist, zu belassen, natürlich modernisieren, das kreuzungsfrei zu gestalten. Und um den Zubringerverkehr zu organisieren, denke ich auch gar nicht so sehr an Busse, sondern da gibt es irgendwie sehr moderne Transportmittel. Denken Sie an moderne Flughäfen, wo es also auch andere Möglichkeiten gibt mit sogenannten People-Movern. Oder in der Firma Max Bögel hat ein sehr interessantes System, das nennt sich Transportsystem Bögel. Seilbahnen, autonom fahrende Busse. Also ich glaube, da gibt es ganz andere Möglichkeiten, über die noch keiner so wirklich laut drüber nachgedacht hat. Ich würde mir das auch nicht antun, da mit irgendwelchen Zügen runter von der Hauptbahn rein ins Werksgelände. Das ist alles irgendwie betrieblicher Krampf und führt dann zu Kreuzungen und belastet eigentlich die Hauptstrecke unnötig. Das wäre also fände ich nicht so gut. RE1-Züge, ja gut, die werden dann alle in Fangschleuse halten. Ob wir dann sozusagen noch die Taktverdichtung haben, ist ja geplant. Das werden wir dann sehen, was da passiert. Und dann habe ich noch einen weiteren Vorschlag, das wurde auch schon diskutiert, das ist die RB35, die ja momentan zwischen Bad Saarbrücken und Fürstenwalde verkehrt, dass man die möglicherweise auch bis Erkner verlängert. Und mittelfristig denke ich aber auch, es gab da schon mal eine Verbindung nach Beeskow. Und da kann man natürlich auch nochmal drüber nachdenken, ob man da nicht irgendwie wieder in Richtung einer Reaktivierung, Neutrassierung oder so geht, um dann also auch dort Anbindung zu haben. Weil ich denke, wir haben gesehen, da sind sehr, sehr viele Beschäftigte, die da ins Werk kommen werden. Da wird zwar ein Großteil auch mit einem Pkw fahren oder ein nennenswerter Teil, aber sicherlich wird der eine oder andere dann doch mit der Bahn kommen, wenn es schon schneller geht, bequemer geht. Das ist ja immer die Frage, wie gut ist das Angebot, und dann nützt auch der schönste Elektrowagen nichts, wenn ich dann mit dem Stau stehe oder einfach lange an meinen Arbeitsplatz brauche. Dann habe ich vielleicht dann auch mit einer guten Bahnanbindung wieder einen Pluspunkt.
Das Ganze habe ich mal eingemalt, also das Tesla-Gelände, hier nochmal die Kernpunkte, hier in dieser Karte, also oben der RE1, unten ist dann die Anbindung an den RB36 und das, was da momentan fehlt, dieses Stück, das ist so etwa 10 Kilometer lang. Ja, wenn das dann nicht die Reaktivierung ist, dann trassiert man das mal neu. Ich meine, man baut auch Umgehungsstraßen oder sonst was. Das ist kein Hexenwerk. Das dauert zwar einen Moment, aber deswegen habe ich auch gesagt mittelfristig. Aber die Anbindung BESCO wäre sicherlich durchaus auch interessanter in die Richtung, da Menschen die Möglichkeit zu geben, auf der Schiene ins Werk zu kommen. So, Zusammenfassung, der Standort ist genial aus meiner Sicht, Eisenbahnanbindung, Autobahnanbindung. Tesla ist meines Erachtens auch durchaus, sie nutzen die Schiene für die Baustofflogistik. Auch dass Tesla, Name fiel ja schon, die Firma Relestics beauftragt hat, dort sozusagen sich um die Werkslogistik zu kümmern, ist meines Erachtens ein starkes Indiz dafür, dass Tesla tatsächlich auch die Schiene nutzen will. Aus Marketinggründen wäre es sozusagen für das Image dieses Autos natürlich auch sehr, sehr hilfreich, sich sozusagen auf der Schiene sozusagen in der Logistik zu engagieren. Das wäre dann also noch ein Imagefaktor. Bei der Ansiedlung weiterer Zulieferer sollte man darauf achten, wenn man da Grundstücke vergibt, dass man da dann vielleicht auch mal in die Verträge reinschreibt, dass dann da auch ein entsprechender Anteil auf der Schiene genutzt wird. Also bisher war das Praxis im Land doch so, dass da relativ stark Grundstücke vergeben worden sind, ohne dass Schienenanbindung erfolgt. Also gibt es zuhauf Beispiele. Ich denke da an DHL in Großbären, wunderbare große Gelände direkt an der Schiene, kein Gleisanschluss, kein gar nichts. Also was sind denn für Katastrophen? Man muss dann vielleicht auch ergänzend tatsächlich immer durch ein neutrales Coaching dafür sorgen, dass man die Unternehmen da auch ein bisschen berät, weil ich glaube, viele Unternehmen haben überhaupt gar keine Ahnung, wie Eisenbahn funktioniert und sind da auch so relativ hilflos und die rufen dann einmal im Kundenzentrum bei der Deutschen Bahn an und das war es dann. Ja, so, das kann es nicht sein, da müssen wir, glaube ich, neutral werden. Und die Vorstellgruppe, wie gesagt, würde ich dann, wie gesagt, parallel zur Hauptbahn anrichten und würde anregen, dass wir einen lokalen KV-Terminal bauen. So, Züge fahren wieder. Kleine Werbung, ich mache also auch noch das Privatbahnmagazin nebenher, also da bin ich Herausgeber. Und in meinem richtigen Leben dann an der Hochschule und habe dann aber auch noch einen kleinen Nebenjob. Deshalb ab und zu bin ich also selber auch als Triebfahrzeugführer auf der Schiene unterwegs. Das heißt, ich weiß also, wovon ich rede. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Höft. Wir sind am Ende der Redebeiträge für die erste Gruppe angelangt. Und wie im Vorfeld kommuniziert, kommen wir jetzt in die Diskussions- und Fragerunde. Als erstes habe ich auf der Rednerliste den Kollegen Herrn Rüther von der SPD-Fraktion und sehe auch schon Herrn Görke und Herrn Dr. Zeschmann. Aber erstmal, Herr, genau, bitte einmal drücken. Mikrofon 4 und bitteschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kurt, Herr Leister und Herr Professor Höft für Ihre Statements. Fand ich sehr angenehm, verständlich und auch wenn sie unterschiedlich waren, alle doch geprägt davon, uns voranzubringen. Also vielen Dank Ihnen ganz aufrichtig für Ihre Beiträge. Ich würde als erstes ein paar Fragen an Herrn Leister stellen wollen, dann noch ein paar Fragen an den Herrn Professor Höft. Herr Leister, Sie haben offensichtlich Zweifel an der Aussage auch von der Firma Tesla gerade geäußert, wie Sie in ÖPNV organisieren wollen oder inwieweit Sie wirklich denn auch, sei es für den Personenverkehr, aber auch für den Schienengüterverkehr ins Werk Infrastruktur zur Verfügung stellen wollen, bauen wollen. Da würde ich gerne noch mal einfach genauer wissen, wieso Sie diese Zweifel so dolle haben. Ich meine, okay, Shanghai macht es nicht. Andere Situation, anderes Land, anderer Kontinent, andere Voraussetzungen könnte man ja unterschiedlich sehen. Etwas, das ist hier so eine Mischung aus Frage und Statement, gebe ich zu, aber das werden Sie mir als Abgeordneten auch, denke ich, verzeihen. Sie haben gesagt, dass Sie davon ausgehen, dass viele der Tesla-Angestellten Auto fahren werden. Über die Aussage wundere ich mich ein wenig, zumal ich auch selber aus einer Ecke komme, wo sehr viele Autos produziert wurden und ich aus meiner Kindheit mich erinnere, dass die Züge zum Werk, in dem Fall das VW-Werk in Wolfsburg, relativ voll waren und nicht alle der Kolleginnen und Kollegen Auto gefahren sind und wenn sie da auf dem Parkplatz geguckt haben, auch lange nicht alle Autos VWs waren, weil auch dort Angestellte natürlich andere Präferenzen hatten, auch wenn sie
dort gearbeitet haben. Deswegen auch da die Frage, und wir wissen auch, in welchem Segment Tesla hier Autos bauen will, die Frage, wieso sie zu dieser Idee kommen oder auf diese Idee kommen, dass Tesla, auch wenn es da vielleicht sogar steuerlich interessante Vorzüge gibt, ihre Mitarbeiter da in Größenordnungen, die ja sehr groß wirkten in ihrer Ausführung, dann Tesla-Autos fahren werden. Gut, ich freue mich natürlich sehr über Ihre Einschätzung zum Bahnhof, aber warum sehen Sie die Pendelverkehre kurzfristig so negativ? Vielleicht habe ich Sie auch falsch verstanden, Herr Leister, dass Sie die Pendelverkehre, die auch vorher schon angedeutet worden sind, von Erkner, sogar von Berlin, das hat mich heute überrascht, muss man noch mal diskutieren, ob das sinnvoll sei, denn so als negativ erachten. Vielen Dank. Ich würde mich ein kurzes Stück weiterdrehen zu Herrn Professor Höft. Auch einige Fragen. Ich freue mich sehr über Ihren Enthusiasmus zum Thema Schienengüterverkehr, aber auch Schienenpersonenverkehr ist rausgenommen worden, nicht weniger bei Herrn Leister, um Gottes Willen. Aber freue mich auch auf die etwas positivere Sicht, über die Einbindung Teslas in den Schienenverkehr, die Sie geäußert haben gegenüber der Sicht von Herrn Leister. Aber das werden Sie uns vielleicht auch noch mal ausführen. Sie haben am Anfang was gesagt zu 1600 bis 1700 Gütereinheiten, Containern pro Tag, 80-90% auf der Schiene. Wie kommen Sie zu dieser Quote, über die ich mich persönlich sehr freuen würde, aber da würde ich mich über ein, zwei Sätze noch freuen. Sie schreiben über die Vorstellgruppe, Ort, Vorstellgruppe, gut, werden wir sehen, vielleicht gibt es nachher auch noch was von der Netz AG, was da irgendwie, wo sich der Ort der Vorstellgruppe geplant ist. Sie haben aber eine relativ große, also auch wir haben ja Unterlage vorher von der Netz AG gekriegt, da geht es um 3 740er Gleise, 740 Meter lange Gleise und eine Wendeanlage oder noch eine andere Wendeanlage. Sie haben da jetzt mit 8 Vorstellgruppen zu 850 Metern gesprochen. Das ist natürlich, ich will jetzt mal sagen, sehr luxuriös. Wie kommen Sie darauf, dass das in der Dimension oder wie sagen Sie, dass es in der Dimension sinnvoll wäre oder ob das nicht vielleicht einfach auch zu überdimensioniert sei? Und Bahnhof Fangschleuse da lassen, wo er ist, das habe ich nicht ganz verstanden. Das gebe ich offen zu, weil ich doch das Gefühl hatte, schon beim Eingangsstatement von der Firma Tesla, dass das irgendwie was Sinnvolles sei, den Fangschleuse-Bahnhof oder Haltepunkt, ich glaube sogar, egal, weiter Richtung Werk zu verlegen. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Rüther, kurz zum Prozedere der Fragestellung. Wir werden das wie bei den ersten Anhörungen so machen, dass wir erstmal sammeln. 3 Abgeordnete können ihre Fragen stellen. Dann gehen wir in die erste Antwortrunde. Und auf der Rednerliste sind die beiden nächsten Abgeordneten. Einmal die Frau Walter-Mund als nächstes und der Herr Wiese dann als drittes. Und dann gehen wir in die erste Antwortrunde. Herr Dr. Zeschmann, ich habe Sie. Sie sind dann in der zweiten Runde mit dabei. Danke sehr. Meine Frage geht an Herrn Leister. Herr Leister, ich bin etwas überrascht über Ihre Darstellung, gerade was den SPNV angeht. Ich glaube nicht, oder das würde mich mal interessieren, wie Sie auf die Annahme kommen. Das ist für mich eine Annahme, dass ausschließlich oder vorwiegend über die Straße und über Autos dann sozusagen die Zuwegung stattfindet von Mitarbeitern. Woher wissen Sie das bereits? Und meine Frage grundsätzlich, glauben Sie nicht auch, dass ein gutes Angebot auch den Bedarf, wenn man natürlich erst wartet, bis Bedarf kommt, dann wird es wahrscheinlich auch mit dem Angebot ein bisschen hinken. Also die Frage ist, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das wäre so eine grundsätzliche Frage. Und ich glaube schon, gerade mit, und das ist mein Statement nochmal dazu, gerade mit Blick auf die Straßenverhältnisse, die zunehmenden Staus und Verkehre, wird sicherlich viele, viele Arbeitnehmer vor und nach der Arbeit das gerne annehmen und daher bin ich nicht nur überrascht, sondern würde mich schon noch mal freuen, dass Sie das mal genauer beschreiben und bewerten an der Stelle, warum das so negativ eigentlich, zumindest ist es bei mir so angekommen, so rübergekommen ist. Danke sehr. Vielen Dank, Frau Walter-Mund. Als nächstes auf der Rednerliste der Herr Wiese. Mikrofon 8. Ja, ich stelle einfach mal die Frage an die Gruppe. Das Erste, da können Sie wahrscheinlich weniger dazu sagen, was mich interessiert ist, Tesla sagt ja, dass sie hier zukünftige Mitarbeiter aus Polen, Berlin oder aus der Umgebung akquiriert und dass die dann mit dem ÖPNV zur Baustelle kommen oder zu der Firma kommen.
Wer die Verkehrsverhältnisse kennt, und ich kenne sie sehr gut, denn ich fahre jetzt schon 6. Jahr ständig die Strecke genau, wo Tesla jetzt baut, beziehungsweise dort, wo die Bahnhöfe sind, dort, wo die Autobahnen sind, dort, wo der Betonkrebs beseitigt wird. Also ich kriege das alles mit. Dann kommt man also hier auch noch zu der Idee, dass Tesla ja die Teile meist selbst herstellt. Warum brauchen die dann eine Just-in-Time-Anlieferung? Das hätte ich dann auch noch gerne gewusst. Und was ich dann auch noch gerne gewusst hätte, Sie sprechen immer von Zugverkehre. Sie sprechen mit Autotransport. Schauen Sie sich den jetzigen Zustand an. Jetzt ist Tesla noch nicht im Betrieb. Staus sind in der Regel vorhanden. Jetzt kommt der Flughafen, sofern Gott will, mit dazu. Dann haben wir, was ich vorhin gerade gesagt habe, Dauerbaustellen, weil eben der Betonkrebs die Autobahn auffrisst. Dann haben wir die Zugverkehre, die auch unter Staus leiden, weil sie anscheinend nicht aus Berlin rauskommen. Dann haben wir noch den Weg nach Polen, und ich sage Ihnen, warum ich jetzt von Polen spreche. Tesla wird überwiegend Mitarbeiter aus Polen beschäftigen. Soweit ich weiß, sollen insgesamt bei Tesla nur 20 Ingenieure, deutsche Ingenieure beschäftigt werden. Alles andere kommt von außerhalb, wo auch immer her. Die Arbeiterakquirierung ist in Deutschland sehr ruhig, wobei ich aber dann von anderen Ländern, ich habe gute Kontakte nach Polen, wo also hier ein reges Management vorhanden ist. Für mich, es kam dann Fangschleuse noch zur Sprache, dass das rangerückt werden soll. Leute, das sind alles Wünsche, das sind Träume. Es wird nicht funktionieren. Und vor allen Dingen, wer schon mal die Strecke gefahren ist, dort wo jetzt, Sie haben glaube ich Bilder gemacht von Tesla, wenn Sie da mal vorbeifahren, Sie sehen ja jetzt schon mehr, als was das Bild war, ich erschrecke. Denn ich kann mir gut vorstellen, wenn hier die Transporte mit den fertigen PKWs weg müssen, dass Leere und Transport- und Warenlieferungen hin müssen, wo sollen die denn fahren, diese LKWs, auch wenn sie von Tesla kommen? Schaut zwar gut aus, aber die Straße muss gebaut werden. Also die Erschließung, um so einen Riesenbetrieb störungsfrei laufen zu lassen, ist für mich, ja, steht hinten an, hat man anscheinend vergessen. Es wird so enden wie beim Flughafen, die Firma ist fertig, aber es fährt keiner hin und es fährt auch keiner mehr weg, weil die Straßen zu sind. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Wiese. Das waren ja die Fragen an alle Redner, gerade der ersten Gruppe. Ich schlage vor, da der Herr Rüther die ersten Fragen gestellt hat und die unter anderem als erstes an den Herrn Leister ging von Innovers, fängt Herr Leister an mit der Beantwortung und dann gehen wir quasi die Reihe von Ihnen aus gesehen rechts nach links durch. So, bitte sehr. Ja, sehr gerne, Herr Rüther. Ja, warum war ich so, bin ich so pessimistisch? Also ich bin realistisch, würde ich mal sagen. Wenn Sie die Daten, die Tesla selbst in der Umweltverträglichkeitsprüfung genannt hat, nehmen, dann fahren alle mit dem Auto dahin. Pro Schicht 2.828 Fahrzeuge. Und wenn man es hochrechnet, selbst wenn keine Fahrgemeinschaften sind, sind das 75% der Beschäftigten pro Schicht schon mal. Wenn es Fahrgemeinschaften gibt, sind es vielleicht 85%, dann bleiben noch 15% für den ÖPNV. Das ist das, mit dem Tesla selbst rechnet, erstmal. Natürlich, aus Berlin gibt es einen gewissen Vorteil, weil ein Berliner muss sich tatsächlich durch die Stadt bewegen. Aus Brandenburg, wenn jetzt nicht gerade die A10 vollgestaut ist vor Tesla selbst, aus dem östlichen Bereich von Brandenburg kommt man eigentlich ehrlicherweise schon vernünftig nach Freienbrink zur Ausfahrt. Ich glaube, wie die Ausfahrt organisiert ist, ist ganz eine andere Sache. Wenn da 2.828 Autos gleichzeitig auf die Autobahn wollen, wird das auch nicht ganz trivial sein, nicht? Aber ich habe ja nur diese Daten genommen, die da sind. Wenn ich auch gleich Frau Walter-Mund in dem Zusammenhang beantworten darf.
Natürlich, ich bin für ÖPNV-Benutzung, aber ich bin realistisch. Das deutsche Steuerrecht begünstigt das Autofahren. Und das Angebot Jahreswagen rechnet sich, auch wenn ich null Kapital habe. So schlecht verdienen übrigens Tesla-Beschäftigte mit IG Metall-Tarifvertrag hoffentlich nicht, dass sie sich kein 40.000 Euro Auto leisten können. Und wenn sie es sich leisten können und sie haben null Kosten damit, weil das Aufladen bei Tesla stattfinden darf, steuerfrei, als steuerfreie Zuwendung, dann gibt es keinen Grund, also dann wird man auf jeden Fall Montag und Freitag das Auto zu Tesla fahren, um es aufzuladen. So drücke ich mich vielleicht aus. Ob man dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag vielleicht den Zug nimmt, wenn es ein passables Angebot gibt, ist vielleicht eine Frage, über die man noch diskutieren könnte. Aber es wäre ja jeder doof, der die 30 Euro fürs Auto aufladen einfach beiseite liegen lässt. Ob Tesla das macht oder nicht, oder ob Tesla sagt, bei uns gibt es keinen Strom, das bleibt abzuwarten. Das würde ich gerne den Herrn Riederer fragen. Er würde mir wahrscheinlich nichts darauf sagen. Aber ich denke, das wird kommen. Der Betriebsrat wird das fordern, einfach weil es steuerlich sinnvoll ist. Sie haben Wolfsburg erwähnt. Also soweit mir bekannt ist, 80-90% der in Wolfsburg Beschäftigten kaufen einen Jahreswagen. Und wenn sie den in Wolfsburg kostenlos tanken könnten, würden sie da auch hinfahren. Natürlich, die Wolfsburger Beschäftigten schonen ihr Auto, weil sie es in einem Jahr, nach einem Jahr für den gleichen Preis, wo sie es gekauft haben, wieder verkaufen wollen. Deshalb benutzen vielleicht manche den Zug, außerdem kostet es ja Benzin. Aber das ist bei Tesla ein bisschen anders. Gebe ich nur zu bedenken. Ich bin realistisch. Der Pendelverkehr auf der Schiene, also um von Erkner ins Werk reinzufahren, das geht ja noch. Da brauche ich eine Lücke im Zugverkehr zwischen Berlin und Polen. Um in der Gegenrichtung zu fahren, aus dem von Freienbrink nach Erkner, muss ich zweimal den Gegenverkehr auf der Schiene kreuzen, nämlich erstmal beim Einfahren in die Hauptstrecke und dann in Erkner nochmal, um den Zug wieder zu wenden. Also das sind jetzt nicht Dinge, die man so trivial lösen kann, das wird schon irgendwie gehen. Das ist eine europäische Transversale und eine wichtige Hauptstrecke, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so prickelnd für DB Netz vorstellen. Wenn DB Netz da genügend freie Trassen findet, gerne, aber der Bus ist genauso schnell, sage ich mal. Und wenn Sie da die Bushaltestelle in Freienbrink anschauen, da ist der Bus mit 14 Minuten Fahrzeit nach Erkner zum Bahnhof einmal am Tag tatsächlich auch zu sehen. Jetzt muss ich sehen, ob noch was übrig geblieben war. Just in time, das ist mir heute auch aufgefallen, dass das Wort just in time verwendet wurde. Also nach den UVP-Unterlagen gibt es eigentlich wenig just in time, weil ja alles vor Ort produziert wird. Das hat sich inzwischen geändert und das ist ungünstiger. Was die Bahnsteige des Bahnhofs Fangschleuse angeht, die sind so, wie sie heute sind, absolut nicht zukunftsfähig. Sie sind zu kurz. Um sie zu verlängern, muss man die Schranke beseitigen. Damit ist eigentlich alles gesagt. Ein neuer oder ein Bahnsteigverlegung ist absolut sinnvoll aus meiner Sicht, weil rund um den jetzigen Bahnsteig Fangschleuse wohnt kaum jemand und von dem eigentlichen Herkunftsgebiet der Fahrgäste dort. Die kommen entweder mit dem Auto zum Park-and-Ride-Parkplatz, mit dem Fahrrad von Grünheide, kann man genauso gut 1-2 Kilometer weiter westlich die Bahnsteige anlegen. Vielen Dank. Okay, vielen Dank, Herr Leister. Und als nächsten Beantworter habe ich jetzt auf der Liste der Herr Kurt und schaue rüber, ob er antworten möchte. Sicherlich gebe ich Ihnen das Mikro frei. Bitte sehr, Herr Kurt. Ich habe eine Frage gestellt, aber ich muss da vielleicht doch noch irgendwas beitragen, damit wir hier von der schiefen Bahn runterkommen. Die Strecke von Fangschleuse nach Freienbrink ist eine öffentliche Eisenbahnstrecke. Sie ist in Fangschleuse verknüpft mit einer anderen öffentlichen Strecke. Und es gibt Regularien, wie zum Beispiel ein Fahrplan sich entwickelt. Es gibt einen Jahresfahrplan. Das heißt also,
wenn rechtzeitig im April der Jahresfahrplan angemeldet wird von dem Verkehrsunternehmen, das Tesla bedient, dann ist dieses Unternehmen zu integrieren in den Jahresfahrplan, der ab Dezember gilt, genauso wie die Züge, die die DB und andere Verkehrsunternehmen auf der Hauptstrecke fahren. Das heißt, man kann aus der Strecke Freienbrink, kann man also direkt, theoretisch jetzt sagen wir, direkt ohne Halt nach Bremerhaven durchfahren. Und das wird immer vergessen. Wir reden hier nicht von einer Anschlussbahn, wo ich am Signal warte, bis der Fahrdienstleiter mal eine Lücke frei hat. Das muss mal irgendwo aus der Diskussion raus, weil das sind auch die Grundlagen der Verhandlungen immer gewesen, dass der Status auf keinen Fall angetastet werden soll. Und erlauben Sie mir, obwohl es jetzt nur eine Randsache ist, Sie haben gerade von Wolfsburg gesprochen, da ist es genau anders. Wir selber sind auch mit in den Gesprächen drin, weil wir haben eine Strecke von Salzwedel nach Eversfelde und da wird zurzeit initiiert von VW und von der Stadt Wolfsburg die Reaktivierung diskutiert, und zwar die soll sogar in den nächsten Jahr schon konkret werden, weil die Stadt Wolfsburg kein Parkplatz mehr für VW sein will, obwohl sie von VW leben, ist ganz klar. Und weil aus der Altmark und aus dem Wendland über 6.000 Mitarbeiter zu VW müssen. Das heißt also, die Leute haben das selbst gefordert, sodass ich also glaube, dass es schon praktisch ist, was Tesla hier auch vorhat, wenn unten am Haupteingang ein Bahnsteig ist und ich brauche dann bloß noch zur Arbeit umfallen und da reingehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Vorteil ist für die Mitarbeiter, bevor sie irgendwo an einem fernen Parkplatz ihr Auto hinstellen und müssen dann in das riesige Werksgelände reinlaufen. Ist mein Eindruck. Ich finde, dieses Konzept, was uns Tesla auch gestern offeriert hat, wo der Personenverkehr eine große Rolle spielt, ist auf jeden Fall überlegenswert. Also ohne, dass ich jetzt hier Partei ergreifen will, aber in der Sache ist eben mal bedacht worden, das sind 4 Züge am Tag, oder Zugpaare geplant, die aber fest in den Fahrplan der Hauptstrecke integriert sind. Das heißt also, die fahren dann wirklich von Fangschleuse bzw. Quatsch, von Freienbrink nach Erkner durch und ohne, dass sie nochmal irgendwo betrieblich gebremst werden müssen. Bloß mal so viel am Rande. Ne? Mein Knopf geht nicht mehr aus. So, ich habe auch gerade ein, das erste Mal sitze ich hier oben, deswegen muss ich hier noch gucken, was ich drücken muss. Vielen Dank, Herr Kurt, nochmal für Ihren Redebeitrag. Und als nächstes hätten wir dann als Dritten in der Runde dann noch Herrn Höff, der auf die Fragen eingehen kann. Gut, Mikrofon ist frei. Nee, jetzt doch. Der Herr Rüther hatte ja so ein paar Fragen gestellt, die sozusagen noch mal ein bisschen konkreter waren. Ich denke mal, mit den 80%, das ist eine ganz gute Schätzung, wenn man sich einfach andere Automobilwerke anguckt. Vielleicht nicht unbedingt das Sprinterwerk in Ludwigsfelde, weil die 200 Fahrzeuge, die da produziert werden am Tag, die gehen leider nicht auf der Schiene raus. Aber so eben bei BMW, bei VW, da läuft einfach der größte Teil. Das ist auch ökonomisch einfach sinnvoll, das über die Schiene abzuwickeln. Wenn Sie sich vorstellen, die ganzen Fahrzeuge auf Autotransportern rauszufahren, da kriegen Sie nicht so viel rauf wie auf so einem Waggon. Also die Hälfte der Kapazität, da kriegen Sie 6 Autos oder so rauf. Und wenn Sie sich das dann vorstellen als lange Schlange an LKWs, meistens geht es ja auch so, dass das in Richtung Häfen oder auch auf zentrale Plätze dieser Automobillogistiker gehen. Also Automobillogistik, also die Automobilindustrie hat eigentlich flächendeckend erkannt, dass die Schiene ein ganz idealer Verkehrsträger ist. Insofern denke ich mal, ist diese Zahl 80% durchaus realistisch. Muss ja irgendwie rechnen und denke mal, das passt. So, dann war die zweite Frage, die bezog sich so ein bisschen auf die Vorstellgruppe. Ich finde das da im Norden insofern charmant, weil wir da natürlich auch sofort dann die Einbindung oder nicht die ganze Problematik mit der Elektrifizierung haben. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn wir da auf die Strecke von Herrn Kurt reinfahren würden, dann müssten wir dort sozusagen auch noch eine Oberleitungsanlage bauen. Das ist dann schon ein bisschen problematischer.
die Beladung natürlich alles vor Ort, das kann man dann auch mit Rangierloks machen. 8 Gleise, denke ich mal, ist auch durchaus realistisch, wenn man sich andere Örtlichkeiten anguckt. Wenn man, also dann kann auch mal, wenn es um Verzögerungen in Häfen geht und man kriegt dann irgendwie mein Zug nicht abgefertigt, kann man da mal ein bisschen was stehen lassen. Also so eine leichte Pufferfunktion, die dann da übernommen ist. Also mit 3 oder 4 Gleisen kann ich mir das absolut auch betrieblich nicht vernünftig vorstellen. Das ist also sehr, sehr knirsch dann. Und wenn man sich einfach andere Orte da anguckt, wo dann eben solche Vorstellgruppen gebaut werden, also denke ich mal, ist durchaus so eine Größenordnung von 6 bis 8 Gleisen in vernünftig. Ich würde es ja zukunftsoptimiert machen. Wenn ich jetzt was anfasse, würde ich ja nicht rückwärts sagen, das Minimum bauen wir, sondern wenn, dann doch gleich richtig lang. Das kostet zwar ein paar Euro mehr, aber dann habe ich es genehmigt und dann habe ich die Infrastruktur dafür. So, das Dritte war dann die Frage mit dem Bahnhof. Ich plädiere ja dafür, ihn zu lassen, wo er ist. Ich sehe keinen wirklichen Vorteil daraus, wenn wir das verschieben. Sie gehen dann mal ein bisschen rüber, wenn man dann nördlich dann im Werk guckt. Selbst wenn Sie dann noch zum Haupteingang sind, ich war da neulich mit dem Fahrrad unterwegs, also da sind Sie ja auch dann nochmal wieder fast 2 Kilometer am Laufen. Das ist statt 2 Kilometer sind es dann nur noch 1,5 Kilometer, aber das ist doch genauso ein Käse. Dann doch lieber irgendwie vom Bahnhof Fangschleuse den da lassen und dort sozusagen mit irgendwie modernem Shuttle-Verkehrssystem, möglicherweise sogar was sehr Schickes, Innovatives, dann den Bahnhof dort vernünftig anbinden und das auf diese Art und Weise zu lösen. Und ich denke mal, den Bahnübergang, den wird man da sowieso mal irgendwann weghaben wollen, weil wenn die Zugzahlen zunehmen und die Autos dann mal vor geschlossenen Schranken stehen, also jeder Bahnübergang ist dann für solche Strecken auch einfach nicht schön. So, dann mit den Beschäftigten, woher die kommen. Ich bin nicht der Rekruter von Tesla, ich weiß es nicht. Da müssen wir die dann fragen. Kann ich nichts zu sagen. Ja? Okay. Vielen Dank, Herr Professor Höft. Wir kommen dann zur nächsten Runde. Das sind dann der Herr Görke, der Herr Zeschmann und gleich der Herr Rostock, der gleich auch wieder unten sitzt. Herr Görke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erst einmal mein Dank an die 3 Ersten, die wir hier heute gehört haben, als Sachverständigen für ihre Fachmeinungen. Ich habe 3 Fragen an die jeweiligen Anzuhörenden. Zunächst an Herrn Kurt von der DRE. Sie haben uns ja einen Einblick gegeben über Verhandlungsstrategien bayovarischer, amerikanischer Art. Die interessieren mich jetzt weniger, weil das war wahrscheinlich auch noch über den Verkauf sicherlich verhandelt wird. Mich würde die bahntechnische Frage interessieren oder uns als Fraktion. Erstens, welche konkreten Vorschläge der bahntechnischen Erschließung haben Sie denn, die war mir ein bisschen nebulös, können Sie die ein bisschen näher erläutern, wie konkret Ihre Überlegungen sind, um dieses Areal bahntechnisch zu erschließen? Und weil ja Tesla heute nicht auskunftsfähig war, vielleicht, Sie haben ja die Tesla-Überlegungen auch angeführt, welchen Unterschied gibt es dort? Ich hätte eine 2. Frage an Herrn Leister. Sie haben ja ein Plädoyer für ein GVZ im Osten des Landes gegeben. Ich meine, wir haben nur rudimentär dieses GVZ, nicht vergleichbar mit den beiden, die vorhin schon benannt worden sind. Insofern würde mich interessieren, ob Sie den Vorschlag des Sachverständigen Professor Höft, wie Sie das bewerten, den im südlichen Teil des Areals, wo öffentlich nutzbar dieses GVZ entstehen könnte, angesiedelt werden kann. Das heißt aber auch wahrscheinlich, dass dann die Bahnlinie nicht verlegt wird durch das jetzt hier Tesla-Areal. Ich habe dann eine Frage an Professor Höft. Also erst einmal begrüße ich Ihre Überlegungen, die Regionalbahn Fürstenwalde-Bad Saarow-Beeskow zu verlängern. Ich glaube, das wird im politischen Raum zu diskutieren sein. Aber meine Frage ist, Sie sind ja Experte, Wissenschaftler, über Planung, Realisierungszeiträume. Was würde dann real ein Realisierungs- und Planungszeitraum bedeuten, wenn wir Fangschleuse, und der muss ja verändert werden, zumindest bahntechnisch, sowohl mit einer Überführung, mit welchen Zeithorizonten rechnen wir dort?
Und was würde möglicherweise bedeuten, was Sie nicht präferiert haben, eine Verlegung des Bahnhofs Fangschleuse? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Görke. Als nächster auf der Rednerliste ist der Dr. Zeschmann. Und ich hatte im Vorfeld gesehen, dass Herr Schäts ganz aufgeregt gewunken hat. Herr Schäts, Sie sind natürlich auf der Rednerliste, haben jetzt aktuell den goldenen Abschluss. Aber mal schauen, was die Diskussion noch mit sich bringt. Also, Herr Dr. Zeschmann, na, damit war der Platz wieder weg. Mikrofon 6. Ja. Bitte sehr. Ja, ich habe auch drei Fragen bzw. Anmerkungen an die Fachleute, die wir hier hören durften. Zum Ersten zu Herrn Koth mit der Deutschen Regionalbahn. Also ich kann jetzt nach den bisherigen Ausführungen nicht wirklich erkennen, warum man jetzt unbedingt neue Gleise bauen muss, wenn da eins vorhanden ist. Ich bin da völlig bei Ihnen, dass vorhandene Gleise, die Sie erfreulicherweise retten konnten, genutzt und entsprechend ausgebaut werden sollten. Und die Idee mit dem Güterverkehrszentrum südlich anschließend für das GVZ Freien bringt dann, was von allen nutzbar wäre, finde ich auch eine sehr gute Lösung, auch aus öffentlichem Interesse, weil das eben dann nicht eine reine Tesla-Thematik ist, sondern für alle lösbar ist. Ich möchte Sie da bestärken und hoffe, dass Sie sich da mit Tesla und anderen Partnern so einigen, dass das so funktioniert. Der zweite Punkt, der geht an Herrn Leister. Sie haben unter anderem noch ausgeführt am Ende Ihres Referats, dass Sie als Problemlösung, wenn ich es richtig verstanden habe, insbesondere für den Personenverkehr, Pendelverbindungen nach Erkner, nach Königs Wusterhausen, nach Strausberg eine gute Idee fänden. Gleichzeitig haben Sie aber gesagt, und das ist für mich sehr nachvollziehbar, dass die meisten wahrscheinlich ihren Jahreswagen nutzen werden. Meinen Sie, dass es trotz dieser Jahreswagenproblematik notwendig ist? Und wenn ja, mit welchen zeitlichen Perspektiven ließen sich solche Verkehre dann ermöglichen? Weil ich weiß jetzt gar nicht, ich bin jetzt nicht der Bahnspezialist, ob es überhaupt Gleisverbindungen so querfeldbeet, sage ich mal, nach Strausberg gibt, meines Wissens nicht. Nach Königs Wusterhausen auch nicht. Das ist allerdings ein Punkt, den hatte ich vorhin schon angesprochen, dass man, wenn man GVZ Freienbring schafft, das ist ja nach Süden ausgerichtet, dass man da eine durchgehende Verbindung Richtung KW machen müsste, um auch, ich sag mal, Güter an- und abtransportieren zu können, also auch fertige Pkw von Tesla auf der Nord-Süd-Schiene. Wir sind ja sonst eher auf der Ost-West-Schiene erstmal. Also dazu ein paar Aussagen, was dafür notwendig ist, welche zeitlichen Planungs- und Bauzeithorizonte Sie für solche Verbindungen sehen, wie die durch den Personenverkehr alleine entsprechend, wie soll ich sagen, sich rechtfertigen und sich auch wirtschaftlich tragen ließen und wo man dann zusätzlich vielleicht auch noch Güterverkehr mit draufbringen könnte, damit das auch eine realistische Perspektive wäre. Und die dritte Frage oder die dritte Diskussionsthematik ist die Bahnhofsverlegung, die geht an alle Referenten, weil ich habe jetzt gut zugehört und die Argumente pro und contra gehört. Ich kenne aber die Situation aus Grünheide und die Mitstreiter aus Grünheide vom dortigen Bürgerbündnis haben mir nochmals, wie auch schon im November letzten Jahres und danach fortlaufend gesagt, also eine Bahnhofsverlegung geht aus Grünheider Sicht gar nicht und zwar aus folgendem Grund. Der große Schulstandort, den Grünheide dort betreibt, den Löcknitz Campus, da ist ja eine Grundschule, da ist eine weiterführende Schule, Gymnasium, da ist alles drum und dran und da gehen eben lange nicht nur, weil das auch eine private weiterführende Schule ist, Grünheider Kinder hin, sondern von überall her und die kommen auch jetzt schon vielfach mit der Bahn und die gehen zu Fuß die 1,5 oder 2 Kilometer den Weg entlang direkt zum Schulcampus und wenn man jetzt den Bahnhof deutlich weiter nach Westen verlegt, verlängert sich dieser Weg deutlich und geht auch noch möglicherweise quer durch den Wald. Ob das gerade im Winterhalbjahr für die Schulkinder eine gute Lösung ist, bin ich etwas skeptisch. Außer man würde ihnen, ich sag mal, Klappfahrräder zur Verfügung stellen, die sie in der Bahn mitnehmen könnten. Dann bin ich aber nicht sicher, ob die Bahnkapazitäten das dann auch jeweils noch abgeben sollen. Also man sollte bitte bei dem Thema Pro- und Contra-Bahnhofsverlegung auch diesen Aspekt mit einbeziehen, nicht allein die, sage ich jetzt mal, die logistischen und verkehrsmäßigen Anschlussmöglichkeiten für Tesla, weil man darf nicht vergessen, da gibt es Grünheide, da gibt es den Ortskern von Grünheide, da gibt es diesen Schulcampus, der am allernächsten übrigens dran liegt, am Bahnhof Fangschleuse, quasi direkt nördlich davon. Also das würde ich noch mal gerne in Ihren Abwägungen berücksichtigt finden, wie Sie das einschätzen, wie dieses Problem gelöst werden soll, ob Sie dann dabei bleiben, den Bahnhof zu verlegen. Wenn ja, wie dann diese Organisation, diese Anbindung ermöglicht werden soll. Es sind ja auch zunehmend mehr Schüler, die da hingehen. Es ist also nicht einfach eine kleine Schule, sondern wirklich ein Schulcampus. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Zeschmann. Als nächstes auf der Rednerliste ist der Abgeordnete Rostock von Bündnis 90 Die Grünen am Mikrofon 2. Bitte sehr.
Vielen Dank. Zuerst geht auch nochmal an Herrn Kurt mein Dank, das, was Sie sozusagen als Bahnkundenverband und Deutscher Regionaleisenbahn leisten und viele Gleise sozusagen vor dem Verfall bewahrt haben und das tun und hier eben nochmal gezeigt haben, dass sich manches auf der langen Linie eben als richtig herausstellt. Nochmal meine grundsätzliche Frage auch an Sie. Es war ja mal im Gespräch, es gibt ja viele Gerüchte rund um Tesla und drumherum, dass Sie das Gleis auch wieder abgeben wollen oder nicht, was heißt abgeben wollen, dass es da Verhandlungen gäbe. Das habe ich eher rausgehört, dass das ausgeschlossen ist. Und dann habe ich ein paar Fragen, die würde ich ehrlich gesagt sogar an alle drei stellen. Da müssen Sie sozusagen entscheiden, ob Sie da was Kluges zu sagen können. Meine erste Frage wäre nochmal, da wurde nicht drüber gesprochen, ob nicht, Herr Dr. Professor Höft, Sie haben es immer als Fragezeichen bezeichnet, ob da nicht auch noch eine Kurve nach Osten ran müsste oder ob das durch die Vorstellgleise sozusagen sich erledigt hat. Die Frage, Herr Professor Höft, Sie haben ein paar Fakten oder Zahlen dargestellt, wie viele Züge, mit wie viel man rechnen müsste. Was bedeutet das für die Strecke Frankfurt-Berlin? Müsste man da auch noch mal gucken, der Nicht-Tesla-Güterverkehr und der steigende Personenverkehr, ob man da nicht auch noch mal auf Ausweichstrecken gucken müsste? Und Vorstellgruppe war jetzt diskutiert, Größe. Da ist auch noch mal meine Frage, wenn wir über weitere Ausbaustufen des Tesla-Werks, die ja auch noch im Raum stehen, sprechen, ob wir dann noch mal über ganz andere Zahlen reden müsste oder ob man das schafft zu integrieren. Anknüpfend an Herrn Görke, Professor Haft, Sie haben gesagt, man bräuchte ein GVZ. Vom Namen her gibt es das ja in Freienbrink. Also was wäre sozusagen noch mal der Unterschied zum bestehenden? Und an einer Stelle, Sie haben noch ein kurzes Statement erwähnt, auch vor allen Dingen an Herrn Leister. Sie haben gesagt, Verkehrswende ist vor allen Dingen Verlagerung. Ich sehe das schon ein bisschen anders, dass wir auch vermeiden, verlagern, verbessern. Natürlich auch in der Prioritätsreihenfolge und dass Tesla natürlich nicht vermeidet und nicht verlagert, aber beim Verbessern in der dritten Priorität wohlgemerkt, aber da doch vielleicht einen Anteil bringt, insgesamt den Verkehrssektor auch zu elektrifizieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rostock. Damit sind wir in der zweiten Fragerunde mit drei Abgeordneten durch und ich fand das Prozedere ganz gut. Herr Leister, Sie hatten die Möglichkeit, vorhin als Erster zu antworten. Den würde ich auch wieder diese Richtung einschlagen. Und Sie haben das Mikrofon. Können Sie noch mal kurz drücken, bitte? Das ist die Eins. Okay. Und bitteschön. Ja, eine der Fragen war, warum ich plädiert habe für ein KV-Terminal, für ein echtes GVZ Freienbrink. Es wurde ja hinterher auch gefragt, was macht eigentlich ein GVZ aus? Also das, was jetzt in Freienbrink ist, ist kein GVZ, das ist ein SVZ, ein Straßengüterverkehrszentrum. Da findet nur Straßengüterverkehr statt, keine Wasserstraße, keine Schiene, de facto. Es wäre ein Gleis da, aber da passiert nichts. Sie werden mir nicht widersprechen, Herr Kurt. Das heißt, wir bräuchten ein KV-Terminal als wesentliches Element eines echten Güterverkehrszentrums. Das gibt es im ganzen Ostbereich der Metropole Berlin nicht. Das war mal geplant, ist aber nie dort entstanden. Wenn ein solches Terminal gebaut würde, dann kann man es entweder als Rein- und Rausfahrterminal machen, so wie das jetzt hier schon heute zu sehen war. Das ist aber eigentlich von gestern so etwas. Ein modernes KV-Terminal ist ein Durchfahrterminal. Das heißt, die Züge fahren rein und fahren vorwärts, weiter, wieder raus. Das ist in GVZ Freienbrink, wenn man es in Freienbrink ansiedelt, natürlich nicht möglich. Dort würde ich reinfahren, muss rangieren und muss dann irgendwann wieder rausfahren. Ein Anhalten, Ausladen, Einladen, weiterfahren nach 30 Minuten, das geht dort gerade nicht. Das wird jetzt in Lehrte zum ersten Mal realisiert, ein Durchfahrterminal, wo man reinfährt, Ladegeschäft macht und weiterfährt. Das ist eigentlich die Zukunft und solche Terminals werden wir in Zukunft brauchen. Und wenn Sie daran denken, dass hier ja jede Menge Containerzüge vorbeifahren Richtung Osteuropa von den Seehäfen, dann würde sich das wirklich an der Stelle genau anbieten.
Das war mein Plädoyer, aber ich gebe zu, dass das ein bisschen visionär ist. Herr Dr. Zeschmann, es gibt vielleicht ein grundsätzliches Missverständnis, auch was jetzt Zeitschienen angeht. Ich habe mir ja Gedanken gemacht, was passiert 2021, wenn, wenn der Betrieb beginnt. Natürlich gibt es dann keine Schienenverbindung irgendwohin. Ich habe für erstmal Buspendelverkehr nach Erkner, nach KW und nach Strausberg plädiert, ganz einfach, um sofort mit einem Angebot da zu sein, was attraktiv sein kann für die Brandenburger auch. Richtung Berlin, klar, reicht Erkner oder theoretisch auch Fangschleuse, wobei man da nicht vernünftig hinfahren kann. Die Schranke ruiniert eigentlich alles an der Stelle. Ein Pendelverkehr nach Freienbrink ist de facto heute nicht möglich und es wird auch 2021 nicht möglich sein. Das ist dann wirklich eine Rieseninvestition in eine Unterführung, Brücke oder was auch immer oder gar ein neues Verkehrsmittel. Sie haben natürlich zu Recht auf den Schulstandort hingewiesen. Nach meiner Beobachtung fahren die Schüler aber, dort kommt ja einmal pro Stunde und Richtung ein Zug an. Und die Schüler verwenden dort den Bus, der ja von Nordseite Bahnhof Fangschleuse Richtung Grünheide fährt, nach meiner Beobachtung jedenfalls, weil auch 1,5 Kilometer Fußweg jetzt für Schüler nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist. Und wenn die sowieso mit dem Bus fahren, dann können die natürlich auch zu einem neuen Standort fahren. Natürlich muss der erschlossen werden von Grünheide. Auf Waldwegen kann man die Leute nicht zum Bahnhof schicken. Da muss dann schon eine richtige Zubiegung sein. Und da muss auch ein P&R-Platz sein, denn der P&R-Platz ist ja dort sehr wichtig am heutigen Standort. Und klar braucht man den auch am neuen Standort. Ja, vielleicht von mir aus noch auch als Input für Herrn Professor Höft, der 6 Züge in der Auslieferung von Tesla prognostiziert hat, um die Tagesproduktion sozusagen abzufahren. Ich gebe nur zu bedenken, in den UVP-Unterlagen hat Tesla 6 Züge insgesamt prognostiziert, also für hereinkommende Warenverkehre und Auslieferung. Tesla ist nicht BMW und VW, wo alles auf der Schiene ausgeliefert wird. Weltweit wird kein Tesla zurzeit auf der Schiene ausgeliefert, obwohl in Amerika die Autofabriken wie bei uns auch normalerweise ausliefern auf der Schiene, sondern alles per LKW. Wenn es in Deutschland vielleicht anders läuft, umso besser. Aber ich gebe nur zu bedenken, das macht Tesla bisher nirgends. Vielen Dank, Herr Leister und Herr Kurt. Bitte nochmal einen Knopf drücken vom Mikro. Na, drücken Sie noch mal bitte. Hier blinkt gerade nichts. Blinkt nichts. Jetzt ist es perfekt. Vielen Dank. Hoffentlich kriege ich jetzt noch alles zusammen. Also noch mal zu den Konzepten. Es gab 3 Konzepte, als wir angefangen haben mit den ersten Gesprächen. Und das eine war der Verkauf der gesamten Bahnanlage an Tesla und wir gehen nach Hause. War das Erste, da hieß es, was kostet das und dann war das aber nicht konsensfähig. Inzwischen ist unsere Gesellschafterversammlung der Meinung, wir dürfen uns von Freienbrink nicht mehr trennen, also ist das keine Diskussion mehr. Brauchen wir ja gar nicht mehr groß drüber reden. Das Zweite ist jetzt, gibt es jetzt ein Konzept von uns, wo wir sagen, wir können mit der Bestandsanlage und mit bestimmten Ausbauten an der Bestandsanlage können wir das, was Tesla jetzt zunächst möchte, nämlich 12 Züge am Tag, 12 Zugpaare am Tag, ne? Können wir dort realisieren. Und bestimmte Dinge können also begleitend dazu gemacht werden. Wir haben gerade vorhin gehört von der Elektrifizierung, die dort nicht in Frage käme. Da möchte ich gerne dazu sagen, die Elektrifizierung ist Bestandteil unseres Konzepts und inzwischen auch unseres Gesprächspartners, dieses andere Planungsbüro. Und den Strom, der Strom soll sogar noch dort auf dem Gelände hergestellt werden. Da gibt es auch mit 2 Firmen bereits Verhandlungen. Also es ist ins Gespräch gebracht worden durch Zufall, gebe ich zu, dass wir gesagt haben, na, wenn ihr so umweltfreundlich seid, also Tesla und so weiter, dann können wir doch den Strom auch gleich hier herstellen mit, was weiß ich, entweder so oder
und ist jetzt auch Bestandteil, die Elektrifizierung, weil die wollen gerne, dass die Züge, die, wie ich schon vorhin sagte, direkt ins Netz fahren können, dass die nicht nur einen Lokwechsel brauchen, sondern dass die mit E-Loks bis zum Endpunkt, nämlich zum Produktionsstandort, fahren können. Geplant ist, geplant war für dieses Modell, dass auf dem südlichen Teil, also schon in Freienbrink, dann das sogenannte Ingolstädter Verfahren genutzt wird. In Ingolstadt gibt es eine besondere Autoverladung inzwischen, die also vor Kopf gemacht wird und der Zug dann wieder rausfahren kann, ohne dass dort nochmal begleitende Infrastruktur notwendig ist. Das alles ist recht ernst zu nehmen, weil es kam jetzt nicht nur von uns, das vom Strom hätte noch von uns kommen können, aber es war schon so, dass die, seitdem sie sich beraten lassen, ich sage das nicht abwertend, sie waren vorher mit uns am Tisch gesessen und haben gesagt, wir haben von Eisenbahn keine Ahnung. Und wenn man sie beraten hat, dann kam auf einmal ein anderer Berater und hat dann was Neues dazu gepackt und so weiter. Und jetzt glaube ich aber, ich habe den Eindruck zumindest, dass sie punktuell jetzt schon so beraten sind, dass man mit ihnen ein Fachgespräch führen kann. Also meine ich nicht abwertend, aber es war wirklich müßig. Und jetzt ist es also so, dass wir noch die zwei Varianten haben. Entweder das Bestand, der Bestandserhalt, also so wie es jetzt ist, und dann aber ausbauen, damit es den Bedürfnissen von Tesla genügt. Und das Zweite ist eben diese Variante mit dem eigenen Logistikzentrum auf der Schiene im Tesla-Gelände und mit unserer Strecke am Rand, die nach Freienbrink weiterhin geht, weil wir ja die Pflicht haben, das GVZ in Freienbrink, für uns gibt es ein GVZ, anzubinden. Und zum einen und zum anderen war über diese Achse, weil das die Strecke ist, dann auch gedacht, den Personenverkehr auf diese Strecke zu bringen, sodass also praktisch dieser Verkehr, ich glaube, ich habe das vorhin schon gesagt, notfalls auch für Mitarbeiter anderer Unternehmen, die auch Schichtwechsel haben, vielleicht zur gleichen Zeit dann oder so, dann genutzt werden kann. Ja, also diese beiden Varianten stehen jetzt zur Debatte. Die nächste Verhandlungsrunde ist in der ersten Septemberwoche und ich hoffe, dass dann alle so gut ausgestattet sind mit Vollmachten und Informationen, dass es mal einen Schritt weitergeht. Wir haben bei der letzten Runde, wenn ich das sagen darf, mal das Land dazu gebeten, weil wir einfach zeigen wollten, dass es nicht an uns liegt, wenn irgendwas sich hinschleppt. Und ich nehme mal an, der Kollege vom Land hat dann auch entsprechende Eindrücke mitgenommen. Dann haben wir diese Verlegung der Strecke jetzt zwar noch auf dem Plan, aber wir selber würden sagen, bei dem Zeitplan, den jetzt Tesla in den Raum stellt, ne, im Januar oder was weiß ich schon, geht es eigentlich nur, indem man sich jetzt mit der vorhandenen Anlage vielleicht befasst und vielleicht dann das andere tendenziell später dranhängt und sagt, naja gut, wir müssen hier noch weiter ausbauen, wir sollten dann mal hier das so legen oder so. Alles kein Problem. Aber wo wir nicht mitmachen, und da gibt es ein Konzept von den dreien, das uns völlig ausgespart hat. Das ist für uns keine Diskussionsgrundlage. Also wir haben die Strecke, ich danke auch nochmal, dass Ihnen das aufgefallen ist, dass wir so lange die Strecke vorgehalten haben, aber wir haben sie jetzt nicht vorgehalten, um zu gehen. Also das muss einfach jeder, der ein bisschen unternehmerisch denkt, dem einfach so sehen. Das gehen wir davon aus. Die Ostkurve wollte ich nur kurz ansprechen. Die Ostkurve wäre jetzt auch in unserem Konzept sogar, das ist die nach Frankfurt-Oder, ne? Wäre also denkbar. Wir haben nämlich kurz vor dem Bahnhofsverfang Schleuse, haben wir ja schon einen Gleiswechsel drin. Und von da müssen wir bloß nochmal andocken und dann sind wir schon auf dem Gelände. Das ist alles machbar. Und wenn die Deutsche Bahn jetzt sagen würde, also das geht an unsere Kapazitäten, dann würde halt die Netzagentur irgendwann entscheiden, ja, dann müsst ihr halt weiter ausbauen, damit die Kapazitäten erreicht werden. So ist die heutige Lage. Wird nicht bloß von der DB verlangt, wird auch von anderen verlangt. Wenn es irgendwo Kapazitätsgrenzen gibt, dann muss eben ausgebaut werden. Gut, und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Es ist also definitiv uns gestern nochmal vermittelt worden, dass 12 Zugpaare am Tag Anfangsstatus sind.
was wir aber auf dem vorhandenen Gelände noch machen könnten. Also wir können sogar unsere Gleise, unsere Aufstellgleise im freien Brink an der Ladestraße, die der Professor vorhin gezeigt hat. Wir können also dort die Gleislänge auf 760 Meter verlängern, 740 Meter verlängern und hätten dazu nur das Erfordernis, was aber sowieso angefasst wird, dass ein Brückenpfeiler der Landesstraße eigentlich gerade stehen müsste. Die stehen jetzt gerade schräg, damit das eine Gleis da noch durchpasst. Aber ich glaube, das ist ein lösbares Problem, zumal ja diese Straße angefasst wird. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass das noch machbar ist. Und ansonsten nochmal ganz klar, eine Abgabe kommt für uns einfach nicht in Frage. Wir bleiben da. Vielen Dank, Herr Kurt. Und als nächstes der, jetzt muss ich gucken, Herr Professor Dr. Höft. Ja, vielen Dank nochmal. Es waren ja ein paar Themenkomplexe, die hier aufgeworfen worden sind in den Fragen. Ich versuche das mal so ein bisschen zu bündeln. Das ging ja einmal nochmal um diese Frage KV-Terminal. Ich sehe das ein bisschen anders als Herr Leister. Wir werden da keinen Mega-Hub installieren wie in Lehrte. Mega-Hub ist ein ganz anderes Konzept, sondern es geht darum, relativ lokales Terminal zu errichten. Wir haben übrigens auch im Osten, ja in Frankfurt-Oder, schon ein sehr leistungsfähiges Terminal. Der Hafen in Königs Wusterhausen ist da sehr rührig, was Containerumschlag angeht, sodass wir da also auch irgendwie jetzt sozusagen nicht unnötig Konkurrenz produzieren müssen. Trotzdem macht es Sinn, da vor Ort was sehr Niederschwelliges zu machen. Und die Möglichkeiten sind da gegeben, ob man das jetzt sozusagen in Zug lang macht oder ob man den Zug jetzt einmal teilt und aus dem 700 Meter Zug dann 250 Meter Teile macht. Ich stelle mir da sowieso eher so eine kleinere Lösung vor, wo man so einen Reach Stacker, das ist also ein großer Containerstapler, mit dem man da agieren kann. Das wird an anderen Stellen auch gemacht, so zum Beispiel oben in Wittenberge, die EGP macht das so, ja, die haben da und haben auch im Süden ähnliche Lösungen. Also das geht auch sehr viel niederschwelliger, da muss man also nicht 100 Millionen oder 200 Millionen Euro investieren, sondern das kriegt man sicherlich dann auch für relativ kleines Geld. Ja, da müssen wir auch ein bisschen an das denken, was wir ausgeben wollen. So, das Zweite, wo ja die Diskussion war, lassen wir den Bahnhof dort, wo er ist, oder verlegen wir ihn dann und wie lange dauert das und Planungshorizont? Ich bin kein Spezialist für Planungsrecht, sondern bin von Haus aus Wirtschaftsingenieur und habe zufälligerweise ein bisschen Ahnung von Eisenbahn. Ich weiß, dass Planungsprozesse lange dauern. Ich denke, man fängt natürlich erstmal an und nutzt das, was besteht. Vorhanden ist, ja, und in Fangschleuse ist halt, sind zwei Bahnsteige, wo Züge halten können, so, und wenn man das irgendwie weiterdenkt und weiterentwickelt, war ja mein Vorschlag, dann lass das Ding doch da und bindet Tesla mit irgendwie einem innovativen, autonomen Verkehrsmittel an oder das, was wir auf Flughäfen haben, dass man da mal ein bisschen anders denkt. Also ich versuche einfach nur das Denken da mal ein bisschen zu öffnen und Alternativen aufzuzeigen, weil die Verschiebung bringt insofern nichts, weil ich dann trotzdem noch lange Wege auf dem Tesla-Gelände habe. Ich habe keine Anbindung in das GVZ rein, da für die Beschäftigten von Edeka oder wer auch immer da ist. Das würde also alles irgendwie nicht wirklich was bringen. Und natürlich modernisiert man das irgendwann mal, aber das ist dann im laufenden Betrieb, dann kommt da eine Brücke rüber oder eine Unterführung oder so. Das geht ja woanders auch. Das wird sicherlich dann nicht 2021 der Fall sein, sondern vielleicht eher 2025 oder so. Aber das muss man natürlich dann auf dem Schirm haben. So, dann war noch mal so ein bisschen die Anbindung nach Osten. Das wäre natürlich mit der Vorstellgruppe, wenn man sie direkt parallel legt, automatisch dann geschehen. Dann müsste man da sozusagen nicht eine neue Verbindungskurve bauen. Was dann nach Osten geht an Verkehren, schwer abzuschätzen. Es kommt ja dann immer darauf an, wo kriegen die ihre Stahlkolz her. Wenn das Eisenhüttenstadt ist, dann kommt das da irgendwie aus dem Osten. Ja, wenn das in Salzgitter bezogen wird, dann kommt es aus dem Westen. Das müssen wir Tesla fragen. Das wird sich vielleicht auch im Laufe der Zeit immer wieder ändern. Was die Kapazität angeht, auch nochmal der Vorstellgruppe. Ich habe deswegen bewusst auch 8 Gleise gesagt. Ich denke, wenn wir da was bauen, dann bauen wir es zukunftsfähig.
Ja, wenn Tesla vielleicht auch noch die Fabrik erweitern will, dann kommen wir damit auch noch halbwegs zu Rande. Ja, bevor wir das sozusagen so bauen, dass das alles schon knirsch ist und ausgereizt ist und wenn dann der nächste Investitionsschritt kommt, wir dann nicht mehr in die Zukunft, dann bauen wir das doch gleich, ja, vernünftig. So, dann war die Frage mit der Kapazität. Ja, die Strecke zwischen Berlin und Frankfurt-Oder, die ist hochbelastet, da fahren viele Züge. Wenn wir dann noch Verdichtungen haben im Personenverkehr, dann haben wir noch weniger Trassen für den Güterverkehr. Wir haben aber mittlerweile auch eine sehr schöne Trasse für den Güterverkehr unten im Süden von Brandenburg, wo wir dann über Horka Richtung Polen Verkehre abwickeln können. Das ist gerade modernisiert worden und in Betrieb gegangen. Da ist also, denke ich, ordentlich Luft, wo wir Züge fahren lassen können. Und dann haben wir natürlich oben auch noch die Ostbahn, die man eigentlich auch noch als Bypass und Parallelstrecke anfassen müsste. Jetzt nicht kurzfristig bis 2021, aber ich denke mal, die sollte man auf dem Schirm behalten. Denn je mehr Möglichkeiten ich auch betrieblich habe, mal auszuweichen, wenn irgendwelche Havarien sind, Bäume im Gleis oder Bauzustände, ja, ich brauche Umleitungsstrecken, ich brauche Ausweichstrecken und das muss man einfach auch mal mitdenken. Ich kann natürlich irgendwie jetzt hier die Strecke durch Signaloptimierung und was auch immer da vielleicht noch ein bisschen was rausknautschen, aber irgendwann ist Feierabend. Ja, so, und da ist es natürlich sinnvoller, wenn man dann auch mal so ein bisschen überregional denkt und sagt, so müssen dann alle Güterzüge dann über Frankfurt-Oder nach Polen fahren oder kann man das dann auch über Horka abwickeln. Das hängt natürlich ein bisschen von den Strömen ab, wohin das geht. So, vierter Punkt, den ich mir hier noch auf den Zettel geschrieben habe, das war noch ein bisschen so, wohin gehen eigentlich die Autos? Ich denke mal, Bahn macht insofern Sinn, das ist einfach auch die kostengünstigste Variante. Ja? Das ist ja allein, wenn man sagt, so auf so einen Autotransporter kriege ich 6 Stück drauf, in so einen Zug kriege ich irgendwie 250, 260, 270 Autos drauf, die ich dann mit einem Wumms abfahre. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und wir haben in Deutschland sehr, sehr gute Automobillogistiker. Ein Beispiel hatte ich da genannt, die BLG, Bremer Lagerhausgesellschaft, eine Tochtergesellschaft. Es gibt dann weitere Firmen wie Altmann, die DB macht das auch noch so ein bisschen. Die Wettbewerber sind da, glaube ich, etwas größer. Und die haben aber zum Teil auch eben so Knotenbahnhöfe wie in Falkenberg, wo BLG das als Hub nutzt. Das ist ein riesiger Rangierbahnhof, den die mal gekauft haben. Altmann nutzt zum Beispiel in Bremen einen alten Rangierbahnhof, wo die ihre Autozüge aus ganz Europa quasi so zusammenbringen. Und dann gehen natürlich sehr viele dieser Automobilverkehre auch in die Seehäfen. Wobei das manchmal gar nicht so weit geht. So Cuxhaven ist dann zum Beispiel irgendwie für Großbritannien sehr, sehr wichtig. Und da habe ich dann also auch zum Teil eben so kleinere Häfen oder Emden oder natürlich Antwerpen, Bremerhaven. Das sind dann so im internationalen Bereich, im Export dann die Sachen. Wobei ich denke mal, Tesla wird eher für den europäischen Markt produzieren, sodass wir dann eher hier von den Automobillogistikern dann die entsprechenden Verteilzentren anfahren. Und dann läuft dann natürlich auf der letzten Meile, wenn die Autos zum Autohändler ausgeliefert werden, läuft das dann auf der Straße. So, ich glaube, damit habe ich alles gesagt, was ich hier auf dem Zettel hatte. Das hört sich gut an, Herr Professor Dr. Höft. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen. Und wir kommen zum dritten Fragekomplex der Abgeordneten. Ich weise darauf hin, dass ich jetzt nach diesen drei Fragen die Rednerliste schließen werde. Wer möchte noch auf die Rednerliste rauf? Das sehe ich fast nicht so, Herr Rostock. Okay, dann sind Sie noch mit drauf und dann ist die Rednerliste geschlossen. Als nächstes, Herr Schiez, ganz, ganz ruhig. Ich habe die Rednerliste geschlossen und ich habe Ihnen ja versprochen, dass Sie auf der Rednerliste draufstehen und Sie werden es kaum für möglich halten. In der dritten Runde der Fragestellung sind Sie tatsächlich der Erste, der reden darf und deswegen bitte ich Sie an das entsprechende Mikro, an dieses gehen möchten und dann dürfen Sie gerne Ihre Frage stellen. Das 2.
Ich habe sicherheitshalber noch mal nachgefragt, Herr Vorsitzender. Ich bitte um Verständnis. Sehr gerne. Ich will gar keine großen Fragerunden mehr aufmachen. Ich will vielleicht noch mal kurz was loswerden. Und zwar, also erstmal natürlich auch von meiner Seite herzlichen Dank erstmal für den sehr, sehr umfassenden und informativen Input. Man sieht, dass hier sich sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, wie wir es schaffen, diese große, große Chance für unser Land auch in die Infrastruktur so einzubetten, dass die Chance, die wir hier bekommen, auch optimal nutzen können. Auch wenn sicherlich in vielen Bereichen auch noch eine Menge Arbeit vor uns liegt und viele Herausforderungen zu meistern sind. Ich wollte nochmal, Herr Professor Dr. Höft, Sie hatten es jetzt dankenswerterweise schon von selbst angesprochen, mit einem lokalen Interesse sozusagen. Ich finde, die Leistungsfähigkeit des Hafens Königs Wusterhausens mit seinen möglichen Logistikpotenzialen in dem Umfeld wird meiner Meinung nach viel zu, wird ein Stück weit unterschätzt. Also auch in Ihrem Gutachten, Herr Leister, ist das so ein bisschen so, naja, da gibt es zwar so ein bisschen Bewegung, aber so richtig betrachtet war es meiner Meinung nach in Ihrem Gutachten nicht. Ich denke, nach den heftigen Strukturwandel, die der Hafen Königs Wusterhausen jetzt hinter sich hat, ist da eine Menge Potenzial. Fläche ist vorhanden, im Terminal, im Containerumschlag hat sich eine Menge getan. Er wird auch erweitert, 20.000 Quadratmeter wird das zweite Bereich sein. Es wird das 740-Meter-Gleis am Bahnhof Königs Wusterhausen geplant, dankenswerterweise mit Unterstützung des Landes. Wäre sozusagen, denke ich, ein wichtiger Punkt im Hintergrund ist die Hamburger Hafengesellschaft und die Metrans, die sicherlich ja auch in der Logistikbranche jetzt nicht gerade kleine Player sind. Insofern denke ich, ist da auch eine große Chance, den einzubinden, zumal wir ja vorhin auch darüber gesprochen haben, dass in den Wegebeziehungen ja eher die Ost-West-Verbindung verstärkt bedient wird, aber wir in Schwierigkeit haben, sozusagen in die südlichen Anbindungen zu kommen. Herr Zeschmann hatte das vorhin beispielsweise angesprochen. Der Hafen KW ist 15 Kilometer weg vom Tesla-Werk, also über die Autobahn, über die A10, also relativ gut angebunden und hätte die Chance im Umschlag auf die Schiene dann auch den Süden zu bedienen. Das wollte ich nochmal ergänzend dazu mit beitragen. Insofern, ja, denke ich, sollte der für die weiteren Betrachtungen nicht ganz außer Acht gelassen werden, auch wenn natürlich es wünschenswert wäre, wie hier mehrfach angeklungen wurde, dass wir möglicherweise die Strecke, die AB36, das Gleis nach Frankfurt-Oder, was ja auch über Königs Wusterhausen führt, und die RE1-Strecke irgendwie zu verbinden. Aber ich habe es mir auf der Karte nochmal angeguckt. Ich glaube, das ist ein langfristiges Projekt, an dem wir dann arbeiten müssen. Was natürlich auch wünschenswert wäre in dem Zusammenhang, wäre, wenn der Umschlag auf Wasserstraße attraktiver wäre. Aber solange wir da im Bereich Schleuse klein machen und nicht weiterkommen, ist das wohl leider erstmal auch noch Zukunftsmusik. Vielen Dank, Herr Schätz. Als nächster auf der Rednerliste ist der Abgeordnete Hoge. Und der geht an das Mikrofon Nummer 8. Ja, also allgemein möchte ich mal fragen. Mehr Zugverkehr, Güterverkehr aus freien Bringen geht zu Lasten Personenzüge, Taktzeiten, Überholung. Wir haben die erstmal eingeführt, dass mehr Taktzeiten sind. Und das würde sich ja dann wieder verkürzen. Und die andere Frage ist, also logistisch war ich ja jahrelang tätig, sage ich mal, in Hangelsberg und Freienbrink und habe auch die Belieferung dort, Zuführung, haben wir gemanagt. In früheren Jahren wurde von Erkner ausgemacht und wo das dann nicht mehr ging vom Güterbahnhof, haben wir das übernommen aus Hangelsberg für den Forstwirtschaftsbetrieb und Freienbrink. Nochmal dazu, von 1972 an haben wir das gemacht. Und mit 1997 fast noch weiter gemacht, aber wir haben dann den Rückbau betrieben der eigenen Gleisanlage in Hangelsberg. Aber zwei Überholungen sind dort immer noch. Nur mal zum Wissensstand. Danke. Vielen Dank, Herr Hoge. Als nächster auf der Rednerliste ist der Abgeordnete Rostock und er bildet dann sozusagen den Abschluss der ersten Fragerunde ab.
Vielen Dank. Meine Frage ist noch mal ganz kurz. Wir haben ja gehört, dass es sehr darauf ankommt, welche Fertigungsschritte vor Ort stattfinden, weil Rohgüter sich leichter auf der Schiene transportieren lassen als schon vorgefertigte Teile. Da gab es jetzt auch immer noch so ein bisschen Unklarheit, was da genau stattfindet. Wann wissen wir das eigentlich abschließend? Herr Staatssekretär, wissen Sie das oder ist das eher eine Frage ans MWAE oder wann können wir sozusagen darüber, über dieses Wissen verfügen? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rostock. Nur zum Verständnis, das war jetzt eine direkte Frage an den Staatssekretär, in der Hoffnung, dass er auch zugehört hat. Vermutlich nicht. Sie können ja die Frage noch mal konkretisieren, bitte, oder noch mal hinterkommen. Dann fangen wir erstmal mit der Antwortrunde an, Herr Leister. Sie haben das Wort. Entschuldigung. Ja, KW. Na, nicht drücken. KW hatte ich durchaus im Blick, habe ich ja auch erwähnt. Allerdings, Ihnen ist auch klar, dass letztlich Tesla bestimmt, auf welchen Routen hier gefahren wird. Und wenn die Kisten in Antwerpen oder in Rotterdam ankommen, dann hat KW schlechte Karten, dann landet es bestenfalls in Großbären, wenn es nicht gleich direkt mit dem LKW, mit dem E-LKW direkt geliefert wird, mit fünffachen Energieverbrauch, hatte ich ja ausgeführt. Trotzdem ist natürlich KW, ich habe es ja auch im Personenverkehr erwähnt, also KW ist ein Platz, der durchaus interessant ist, um eben diese 12 Kilometer Verbindung auf der Autobahn direkt zum Tesla-Gelände auch tatsächlich zu nutzen. Bei Herrn Rostock war ich jetzt nicht so sicher, ob das eine Frage für mich irgendwie war. Ich glaube eher nicht. Genau, vielen Dank, Herr Leister. Herr Kurt? Das ist jetzt eigentlich nicht direkt so an mich gegangen, aber Sie haben einmal die DAE erwähnt. Und ich habe jetzt bloß nicht mehr so richtig auf der Platte, was Sie genau gemeint haben. Okay, vielen Dank, Herr Kurt und Professor Dr. Höft. Ja, also vielleicht auch nochmal, um eine Vorstellung zu bekommen, worüber wir dann im kombinierten Verkehr reden. Also das sind ja nicht irgendwie gigantische Zugzahlen, sondern man muss sich das so irgendwo in so einer Größenordnung von vielleicht zwei kompletten Containerzügen vorstellen. Das heißt, so ein Containerzug hat dann so roundabout 90 Container drauf von den großen oder TEU, sind 45 große oder 90 kleine. Oder wenn man das in den Wechselbrücken umrechnet, das sind aber wieder andere Relationen. Also man denke mal, was da reingehen würde, das wären wahrscheinlich zwei Züge. Ja, und die Kapazität in Königs Wusterhausen ist natürlich auch nicht gigantisch, aber wenn man sich Großbären anguckt, ja, was geht denn da rein? Ja, das ist auch nicht sehr viel mehr, das ist auch kein gigantisches Terminal. Die haben zwar einen Jahresumschlag von, ich glaube, roundabout 100.000 TEU. Ja, da ist der Westhafen in Berlin, der hat locker die doppelte Menge, da läuft wesentlich mehr drüber. Insofern plädiere ich da ja für eine kleine Lösung und sage so, okay, das ist was Smartes, was man da vor Ort sehr schnell errichten kann, was nicht teuer ist und was sozusagen sowohl Tesla als auch den dort ansässigen oder zukünftig ansässigen Zulieferern in großem Maße nutzen könnte und sollte. Ja? Und insofern darf man das nicht aus dem Blick verlieren. Was die Kapazität der Strecke angeht, hatte ich ja auch schon gesagt, also ja, kann da ein bisschen knautschen, aber ich denke auch, dass man einen Teil der Güterzüge dann möglicherweise auch auf anderen Strecken noch fährt. Es ist ja auch immer so dieser Konflikt zwischen Güterverkehr und Personenverkehr. Also ich kenne das selber, wenn ich einen Güterzug fahre, ja, dann ist man eigentlich, jagt man dann die Personenzüge, weil die halten dann ständig und man läuft dann ständig auf und denkt, warum fährt er nicht schneller, ja, auch wenn er zwischendurch mal auf 160 aufdreht. Da ist man also selbst im Diesel und im schweren Güterzug jagt man diese Züge und umgekehrt ist natürlich der SBNV dann immer sagt so, okay, warum ist der Güterzug dann noch vor mir? Also das gibt natürlich auch immer Konflikte, das ist nicht so ganz easy, aber ich denke mal, das können wir alles noch handeln, aber nur noch in einem bestimmten Maß, da darf also nicht mehr viel an Aufwuchs passieren, das wird dann irgendwie noch funktionieren.
Ja, und die Kisten ist natürlich auch die Frage, wo kommen die her, nicht? Also sicherlich ein Teil über die Häfen, aber das würde man dann auch nicht auf den Häfen so weltweit verteilen, sondern dann würde man so irgendwie sagen, so okay, wir fahren dann irgendwie einen Containerzug, der von Bremerhaven dann nach Freienbrink geht oder und so. Und das muss ja auch nicht täglich sein, sondern dann vielleicht auch nur jeden zweiten Tag. Also das heißt, 3 Züge dann vielleicht von Bremerhaven, 3 Züge von Hamburg und that's it. Ja, so, dann, also so in so einer Größenordnung muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Super, vielen Dank, Herr Professor Dr. Höft. Und es gab eine direkte Frage an den Staatssekretär. Und bitte sehr, Herr Staatssekretär. Ja, vielen Dank. Über die aufgeworfene Frage, was wird denn tatsächlich in welcher Tiefe vor Ort am Ende hergestellt oder beziehungsweise ist nötig, um die Autoproduktion bei Tesla so zu gestalten, wie sich das Unternehmen vorstellt, kann ich natürlich letzten Endes nicht sagen. Das ist ja auch eine Unternehmensentscheidung. Aber gerade aus dem, was wir hier gerade gehört haben, dass das eine oder das andere ein Vor- oder Nachteil sein könnte, bitte ich zu bedenken, dass wir ganz bewusst mal zur Kenntnis nehmen dürfen, dass mit einer hohen Fertigungstiefe, was im Werk hergestellt werden soll, natürlich auch ein Stück weit mehr Verkehre angezogen werden. Das mag so sein. Aber gerade mit Hinblick auf die Betrachtung, was das für Arbeitsplätze angeht, was das die Situation angeht, nicht nur verlängerte Werkbank von irgendjemandem zu sein, der hier irgendwas zusammenmontiert und dann geht das raus, ist das ein unschätzbarer Vorteil. Denn letztlich bleibt dann die wirkliche Wertschöpfung hier im Land hängen. Das haben wir in vielen anderen Bereichen nicht mehr, die komplex betrachtet mehr oder weniger dort produzieren und dort zusammenbauen lassen, also sprich die Möglichkeit nutzen, mit sehr viel geringeren Löhnen im Ausland Komponenten zusammenschrauben zu lassen, hierher zu führen und sie hier in einer Endmontage dann praktisch dem Markt zuzuführen. Wenn wir hier auch in diesem Bereich sagen können, eine hohe Fertigungstiefe zu haben, dann glaube ich, ist das eher ein Gewinn an dieser Stelle. Und wir müssen natürlich dann mit diesem Umstand umgehen. Wie tief tatsächlich die Fertigungstiefe sein wird, letzten Endes, ist natürlich, wie gesagt, eine unternehmerische Entscheidung, die ich nicht vorwegnehmen kann, in welchen Sparten das am Ende sein wird, in der Batterietechnik, im Karosseriebau oder wo auch immer. Das muss das Unternehmen selber bewerten und muss auch schauen, ob das alles genau an diesem Standpunkt sein muss. Das wird auch viele Dienstleister geben. Ich glaube, Minister Steinbach hat darauf schon mal eindeutig hingewiesen, dass es hier schon mehrere Anmeldungen gibt, in vielen kleinen Segmenten im Dienstleistungsbereich. Das sind Dinge, mit denen wir auch umgehen müssen, ja, wenn wir über Tesla reden, dass das nicht nur eine auf Tesla fokussierte Antwort sein kann, sondern immer die Region im Blick haben muss. Und da machen sich ja im Übrigen auch viele in der Region auch durchaus ihre Gedanken, davon partizipieren zu können, zu Recht, wie ich meine. Und von daher, wie gesagt, müssen wir das ein Stück weit auch abwarten. Das sind ja auch Dinge, die sich mal ändern können. Das kann man nicht festlegen. Das muss die Unternehmensentscheidung am Ende auch hergeben, wie weit man das machen will und ob man da bereit ist, auch weitere Dinge noch an diesem Standort am Ende zu bündeln. Und insofern bitte ich da um Geduld, wie diese Entscheidungen dann im Einzelnen noch aussehen. Fakt ist, dass wir über die Autobahnanschlussstelle, die jetzt provisorisch errichtet werden soll, eine ganze Menge erst einmal abgewickelt wird und wir, glaube ich, im Süden mit Tesla schon recht weit gekommen sind, was die Planung angeht und die Erschließung aus dem südlichen Tesla-Gelände heraus, dass das mit Sicherheit etwas sein wird, was eher fertig sein wird als eine Bahnhofsverlegung und die Einfahrt über den Nordbereich. Aber darüber sind wir uns auch relativ einig, dass nicht alles per Daumenschnipp fertig ist, sondern dass das auch eine sukzessive Entwicklung, auch im Nachgang der infrastrukturellen Ausgestaltung der Erschließung dieses riesigen Geländes sein wird. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Damit sind wir am Ende der Befragung für die erste Gruppe angelangt. Ich glaube, wir sind recht zügig durchgekommen. Ich bedanke mich bei den Herren Anzuhörenden. Wir haben für Sie auf der von Ihnen aus gesehen linken Seite 3 Plätze vorbereitet. In der Zeit, wo der Ausschussdienst die Plätze für die zweite Gruppe vorbereitet, ist mir der Hinweis erlaubt, dass für Sie in dem Eingangsbereich Getränke zur Verfügung stehen. Natürlich in Selbstbedienung und wer sich daran bedienen möchte, möge dies sehr gerne tun. Ich darf dann, vielen Dank,
meine Herren. Ich darf dann nach vorne bitten den Herrn Dill, den Herrn Trittin, Herr Kropp und Herr Hilpert. Also alle Redner auf der in der Gruppe 2. Für Sie werden die Plätze hier vorne gerade vorbereitet. Leiter im Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement des VBB. Herzlich willkommen den Herrn Trittin, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn AG und natürlich in Begleitung durch Herrn Kropp, Leiter Vertrieb und Fahrplan DB Netz AG. Herzlich willkommen und gleichzeitig den Herrn Hilbert aus Ahrensfelde. Werte Damen und Herren Abgeordnete, mich sprach gerade ein Kollege Abgeordneter, da ist er, der Herr Nork an, und informierte mich darüber, dass die nächsten Gäste vorgesehen für die Gruppe 3 der Herr Landrat des Landkreises Oder Spree, Herr Lindemann, und der Bürgermeister der Gemeinde Grünheide, Herr Christiani, zeitlich bis 18 Uhr, wenn ich es richtig vernommen habe, nur Möglichkeiten haben, an dieser Sitzung teilzunehmen. Jetzt haben wir ja intensiv beraten im Vorfeld, wie wir die Befragung durchführen. Ich stelle folgenden Vorschlag jetzt nicht zur Abstimmung, aber ich unterbreite Ihnen die Variante, dass wir jetzt alle 6 versuchen, im einen Rutsch durchzubekommen. Das Ausschussreferat wird entsprechende Plätze vorbereiten, sodass die Herren für die vorgesehene dritte Gruppe auch mit Platz nehmen, sodass wir es versuchen, in einem Rutsch durchzubekommen. Weil es wird vermutlich darauf hinauslaufen, das möchte ich zu bedenken geben, aufgrund der Länge, die wir jetzt schon für die erste Gruppe benötigt haben, dass wir weit nach 18 Uhr ins Ziel mit der zweiten Gruppe gehen werden. Und dann hätten wir quasi auch die direkt Betroffenen, zum einen den Bürgermeister der Gemeinde Grünheide und den Herrn Landrat der kommunalen Ebene, eben nicht mehr hier vor Ort und können auch keine Anhörung vornehmen. Deswegen, ich weiß, das ist etwas herausfordernd, aber wenn wir uns die nächsten Sitzungen anschauen, werden wir viele Herausforderungen haben. Frau Walter-Mund, wenn Sie ein Argument haben, können Sie ruhig ans Mikro gehen. Wir können kurz, solange wie die Sitze schon vorbereitet werden, mal kurz drüber sprechen. Das ist das Mikro, ich sehe es jetzt nicht, die 4. Bitte schön. Und dass man nochmal überlegt und überdenkt, eine zeitliche Straffung zumindest auch von Antwort-Frage-Bereichen in Betracht zu ziehen. Ich glaube, in Anbetracht, dass es ja auch noch eine ganz, ganz lange Tagesordnung gibt, die ja auch sicherlich Anspruch auf noch halbwegs anwesenden, geistig anwesenden Abgeordneten, also vielleicht nochmal überdenken. Gut, also wir können eine zeitliche Straffung vornehmen. Wir haben ja in der Vorbereitungsrunde uns vorgenommen, dass wir die für die Eingangsstatements, für die Vorträge ungefähr 10 Minuten planen. Da kann man sicherlich, zumindest war es bei den anderen Rednern, ein bisschen straffen. Und bei der Antwort-Fragerunde können wir uns auch darauf beschränken, dass wir eine Antwort in 2 Minuten geben. Das können wir durchaus machen. Anhand der Anzufragen oder anhand der Fragestellungen wird es trotzdem eine sehr enge Kiste. Wir haben es jetzt 16.27 Uhr, also genau noch anderthalb Stunde bis 18 Uhr. Das könnte unter Umständen klappen. Machen wir Folgendes. Wir fangen jetzt an. Ich bitte das Ausschussreferat sehenshalber mal die Plätze zur Verfügung zu stellen, dass sich die Herren der dritten Gruppe dann auch positionieren können. Und ich behalte es im Überblick und schreite dann auch ein, wenn die entsprechenden Redezeiten deutlich überschritten sind. Deutlich heißt bei mir 30 Sekunden. Nein. Also wenn wir plus 2 Minuten sind, dann würde ich dann schon mal den Hinweis geben, dass wir jetzt kurz zum Schluss kommen. Und für Fragestellungen bitte auch so kurz wie möglich. Das geht dann in Ihre Richtung, werte Kollegen Abgeordnete, und für die Antworten dann bitte auch möglichst straff kurz halten. Herzlichen Dank. So, dann schaue ich mir an. Genau, als erstes auf der Rednerliste ist der Herr Dill, und Herr Dill hat das Mikrofon Nummer 2, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist auch schon an. Das und Wort. Dann herzlich willkommen und Sie haben das Wort. Ja, auch herzlichen Dank für die Einladung hier. Ich bin Thomas Dill vom VBB und ich arbeite ja auch in Ihrem Auftrag für den Schienenpersonennahverkehr in Berlin und Brandenburg. Wir haben jetzt in der ersten Gruppe schon auch sehr viel über den SBNV gehört. Deswegen glaube ich, kann ich mich in der Tat auch etwas kürzer fassen. Ich denke auch, dass wir in der ganzen Runde diese Themen vielleicht auch nochmal diskutieren, wie wir vorhin schon. Vielleicht eine weitere Vorbemerkung von mir.
Wir haben ja im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg in den Jahren 15 bis 17 das ÖPNV-Konzept 2030 erarbeitet, was ja dann auch Eingang in Ihren Nahverkehrsplan gefunden hat. Da haben wir natürlich noch nichts von Tesla gewusst, selbstverständlich nicht, aber wir haben ja trotzdem auf der Schiene nach Frankfurt oder ja erhebliche Potenziale festgestellt und auch deswegen das Zielnetz 2030 darauf, also auf ein starkes Wachstum ausgerichtet. Daraufhin haben wir dann ja auch die Ausschreibung gestartet. Netz Elbe-Spree mit dem RE1 haben wir dann letztes Jahr erfolgreich abschließen können und werden dann also ab Dezember 2022 hier auf der Frankfurter Bahn ja einen deutlichen Aufwuchs an Verkehr zu verzeichnen haben. Also sprich konkret, wir wechseln dann von einem 30-Minuten-Takt heute auf einen 20-Minuten-Takt. Ich versuche auch ein bisschen noch auf Ihre Fragen einzugehen, die mir da im Vorfeld zur Verfügung gestellt wurden. Da war auch eine, warum wir das nicht schon früher machen können. Also wir können kurzfristig den 20-Minuten-Takt nicht umsetzen, weil wir mit dem neuen Zielnetz auf der Berliner Stadtbahn komplett eine Neuordnung durchgeführt haben und wir würden diesen 20-Minuten-Takt jetzt nicht in der Form auf die Stadtbahn bekommen. Ne? Da sind beschränkte Trassen. Das zweite Thema ist einfach ein Fahrzeugmehrbedarf, der da mit verbunden ist. Wir würden auch kurzfristig nicht die Fahrzeuge bekommen. Was machen wir stattdessen? Wir werden, und das ist fest vereinbart, mit dem Verkehrsunternehmen Deutsche Regio, DB Regio AG, dass wir ab Dezember diesen Jahres den zweiten Zug in Fangschleuse halten lassen werden, sodass wir also dort einen ziemlich sauberen 30-Minuten-Takt haben werden, was dann auch positiv ist für weitere Verknüpfungen. Zusätzliche Züge müssen wir dann sehen, was da erforderlich ist. Wir haben eine gewisse Flexibilität auf der Strecke. Wir haben eine geringe Flexibilität auf den Bahnhöfen, insbesondere Erkner oder auch Fangschleuse. Also Ideen, die vorhin im Raum standen, ein Pendel nach Erkner zu fahren auf der Schiene, wird nicht möglich sein. Wenn wir zusätzliche Züge fahren, dann müssen wir sie nach Berlin reinfahren, entweder Lichtenberg oder in andere Bahnhöfe. Und wir müssen auch auf der östlichen Seite weiterfahren, mindestens bis Fürstenwalde an der Spree. Ja, also ein rein Pendelverkehr, Erkner, Fangschleuse ist einfach aufgrund der Wendezeiten und der Trassenbelegung, Bahnsteigbelegung nicht möglich. Zum Bahnhof Fangschleuse, Verlegung, ja, nein, denke ich, das ist auch heute noch zu früh, das so entscheiden zu wollen. Fakt ist jedenfalls, der Bahnsteig ist zu kurz und der ist auch zu schmal. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass der Bahnsteig in Zukunft viel breiter sein muss. Einfach aus dem Grund, weil wir aufgrund der Schichtzeiten dort in kurzen Zeiten sehr viele Fahrgäste abfertigen müssen über den Bahnsteig. Ja, sodass man am Ende gucken muss, ob ein Neubau nicht am Ende auch aus diesem Grund einfach die bessere Lösung ist. Verlängerung am alten Standort, was Herr Hüft immer wieder vorhin gesagt hat. Ja, wir fahren dann mit Zügen, mit achtteiligen Zügen ab 22, zumindest mit einer Zuggruppe. Und wir brauchen dann langfristig auch einen längeren Bahnsteig und der ist ja so einfach als Empfangsschleuse nicht umsetzbar. So, und dann will ich darauf hinweisen, was auch noch eine Herausforderung ist, war auch eine von Ihren Fragen, was sind die Herausforderungen? Also wir werden auf der Frankfurter Bahn zwischen Berlin und Erkner auch nochmal Bauarbeiten bekommen, auch im Zusammenhang mit der Errichtung des Bahnhofs Köpenick, aber auch Streckenausbau. Wir werden da immer wieder Baumaßnahmen haben und das wird schon eine große Herausforderung sein, dass wir parallel auch die Verkehre abwickeln können. Da werden wir sicherlich über DB Netz intensiv reden, wie wir dann die Einschränkungen möglichst gering halten können. Ja, da möchte ich was zur Busanbindung sagen. Also wir sind da auch sowohl mit Land als auch mit dem Landkreis dort in enger Abstimmung. Und unser Vorschlag, der wird Sie jetzt nicht überraschen, ist eigentlich der auch schon im Raum stand, nämlich Busse nach den Bus-Shuttle nach Erkner, eben über also den Shuttle nach Erkner über einen Bus zu organisieren, aber auch darüber nachzudenken, Busse eben nach Königs Wusterhausen oder nach Strausberg zu fahren und auch zum BER. Ob das dann Plusbusse in diesem Qualitätsstandard sein müssen, das sind wir gerade am Diskutieren. Fakt ist aber, die Zuständigkeit hier liegt ja beim Landkreis, beim Aufgabenträger des übrigen ÖPNV.
Ja, für die Schichtwechselzeiten wird es sicherlich ein Werkshuttle geben müssen ab Fangschleuse. Das ist zumindest unsere Erfahrung. Wo die Leute herkommen, haben wir bisher eine eigene Prognose erstellt und wir gehen davon aus, dass 60% aus Berlin kommen, 20% aus dem Land Brandenburg, wahrscheinlich aus der regionalen Umgebung und 20% aus Polen. Das ist natürlich aber auch eher nur qualifiziert geschätzt. Im Detail ist das auch noch nicht nachgewiesen. Heißt aber, und da sind wir auch schon der Meinung, dass der ÖPNV schon stark genutzt wird, weil das vorhin auch stark diskutiert wurde, ob dann doch alle mit einem Tesla-Auto fahren, das sehen wir auch ausdrücklich nicht so. Gerade auch die Berliner, die ja, wo ja Modernisierungsgrad von nur 50% besteht, die werden auch, und aufgrund der Reisezeit, die ja deutlich attraktiver ist im SBNV, die werden sicherlich dann nicht mit dem Tesla-Pkw zur Arbeit fahren. Sodass wir uns dann schon darauf einrichten, dass wir hier über den SBNV doch einen erheblichen Teil des, der Verkehre hier zu bewältigen haben. Ja, damit habe ich es, glaube ich, auch ganz schnell gemacht. Ja, ich glaube, ich habe meine Türme. Achso, Themen. Firmenticket war noch angesprochen. Also wir sehen Firmenticket schon als eine gute Chance. Wir haben das Firmenticket in der neuen Form im letzten Jahr eingeführt mit einer finanziellen Beteiligung des Arbeitgebers und des Verkehrsunternehmens und haben jetzt in dem einen Jahr da gute Erfahrungen mitgemacht und wir denken auch, dass das hier eine gute Lösung sein kann. Wir werden da auch mit Tesla darüber reden zu gegebener Zeit. Es ist vielleicht heute auch noch ein bisschen früh, aber wir sind eben der Meinung, dass das eine gute Lösung sein kann. Ja, damit will ich mich auch schon, beenden, um die Zeit zu sparen. Dankeschön. Super, vielen Dank für den Vortrag, Herr Dill, nach 5 Minuten. Und als nächster auf der Rednerliste ist der Herr Trittin, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn AG. Bevor Herr Trittin das Wort bekommt, kleinen Augenblick, bitte ich doch die Herren der dritten Gruppe, von Ihnen aus gesehen auf der rechten Seite haben wir die Plätze vorbereitet, sich doch schon hier vorne zu positionieren, Platz zu nehmen und dann können wir ganz individuell reagieren. Vielen Dank und wie angekündigt, Herr Trittin, herzlich willkommen auch nochmal an dieser Stelle. Sie haben jetzt das Wort. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben schon gehört, die Planungen von Tesla haben große Auswirkungen auf die Verkehrsinfrastruktur, sowohl auf die Straße als auch auf die Eisenbahn. Und da kommen natürlich zwangsläufig jede Menge Einzelprobleme hoch, die gelöst werden müssen. Wir haben uns deshalb mit dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung so verständigt, dass dort die Koordination erfolgt und wir alle Eisenbahnfragen in einer Unterarbeitsgruppe dort besprechen. Innerhalb der Bahn dann wiederum übernehme ich die Koordination zwischen den einzelnen Fachdiensten. Das heißt, es gibt regelmäßige Abstimmungen mit dem Abteilungsleiter Verkehr, Herrn Neumann, seit ungefähr November, Dezember 2019. Und im Grunde waren es 3 zentrale Fragen, die wir immer wieder besprochen haben. Die erste Frage war Gestaltung des Übergangs von der Strecke zur künftigen Anschlussbahn oder zur öffentlichen Bahn. Wir haben ja die Worte von Herrn Kurt gehört, dass das noch nicht ausgekocht ist. Also wie geht der Übergang aus? Und da spielten eigentlich folgende Einflussfaktoren eine Rolle. Einmal die Streckenbelegung Frankfurt-Oder, Berlin. Dann die signalmäßigen Ein- und Ausfahrten von der Strecke mit einer Mindestgeschwindigkeit von 60 km pro Stunde. Dann, wie erfolgt eine Pufferung der Züge, weil wir ja auf der Strecke selber nur wenige Fahrplanlöcher haben, in Anführungsstrichen Fahrplanlöcher haben, also Möglichkeiten haben, Züge direkt aus der Anschlussbahn bzw. der DAE-Gleis zu fahren. Das heißt, wir brauchen einen Pufferbahnhof, um mit den Worten von Professor Höff zu sprechen, einen Vorbahnhof. Wie muss der dimensioniert sein? Der nächste Fragekomplex war, wie gestalten wir die Personenanlagen?
Dazu wurden drei Varianten untersucht. Es wurde ja schon immer wieder angesprochen, dass die Bahnsteige verlegt werden sollen, dass sie neu gebaut werden müssen und dergleichen. Dazu haben wir drei Vorschläge gemacht und bewertet, also drei Varianten bewertet. Das aber auch im Zusammenhang, dass wir dort 740 Meter lange Überholungsgleise für die Strecke benötigen. Und der dritte Fragenkomplex war, wie hoch ist das Güteraufkommen, was von Tesla kommt? Und in letzter Zeit auch die Frage, wie hoch ist das Reisendenaufkommen? Zum Güterverkehr muss man sagen, waren die Daten, die wir von Tesla bekommen haben, es waren sehr wenige Daten, sodass wir einen ähnlichen Ansatz wie Professor Höft gewählt haben. Wir haben ja vorhin gehört, Professor Höft hat 9 bis 12 Zugpaare am Tag zusammengebracht, also Autotransportzüge und Güterzüge, die Material bringen und dann wieder wegfahren. Das waren 9 bis 12 Zugpaare. Wir haben gesagt, wir legen die Anlagen so aus, dass wir 24 Zugpaare am Tag fahren können. Das heißt, da ist mehr Luft drin. Man weiß ja nicht, wie sich die Sache entwickelt. Am Anfang sprach Tesla nicht nur von 500.000 Fahrzeugen pro Jahr, da wurde auch 1 Million Fahrzeuge pro Jahr genannt. Deswegen wäre es aus unserer Sicht sicher besser, wenn man die Kapazitäten so gestaltet, dass man etwas Luft hat. Zur Ist-Situation einige Worte. Professor Höft, Herr Riederer, die hatten ja schon einen Übersichtsplan gezeigt, wo der Gleisanschluss eingezeichnet war, von der DRE insbesondere. Im Augenblick ist es so, dass dieser Gleisanschluss nicht elektrifiziert ist. Er ist den künftigen Aufgaben nicht gewachsen und nur zurzeit unter den nachfolgenden Prämissen bedienbar. Erstens, er ist nur für Güterzüge nutzbar, nicht für den Reiseverkehr. Die Güterzüge müssen schon im Zulauf auf der Strecke Berlin-Frankfurt-Oder, also mit Dieseltraktion verkehren. Der Gleisanschluss ist nicht elektrifiziert. Eine Zuführung der Güterzüge kann ausschließlich aus Richtung Berlin erfolgen. Also wir haben keinen Zufluss aus Richtung Frankfurt-Oder, weil wir auf der Strecke aus Kapazitäten, aus technischen Gründen auf den Streckengleisen da nicht rangieren können. Die Züge dürfen maximal 640 Meter lang sein, das ist die Gesamtzuglänge. Und die Züge müssen in ihren Planungen zeitlich flexibel sein. Das heißt, unter den jetzigen Bedingungen, so wie die Anlagen heute sind, können wir nur wenige Zugpaare pro Tag in den Anschluss rein- und rausfahren. Für die Zukunft, das kam auch schon von Herrn Dill und von anderen Rednern, die Strecke Berlin-Frankfurt-Oder selber wird künftig nur noch über geringe zusätzliche Kapazitäten verfügen, damit der Ausschreibung Netz Elbe-Spree im SBMV künftig 3 Zugpaare pro Stunde, bisher sind es 2 Zugpaare pro Stunde, verkehren werden. Der Fernverkehr wird künftig einen 2-Stunden-Takt Berlin-Warschau anbieten, dann geht auch Kapazität weg. Und der Güterverkehr, das ist nicht mehr eine rechnerische Größe, aber muss berücksichtigt werden, wird gemäß Bundesprognose von 2030 von ca. 50 Güterzügen pro Tag auf ca. 80 Güterzüge pro Tag ansteigen. Und insofern ist das bei der Bemessung des Vorbahnhofes und bei der Betrachtung der Kapazität mit zu berücksichtigen. Also wir brauchen ganz einfach einen Pufferbahnhof. Ja, wir wünschen Tesla viel Erfolg. Deswegen unterstützen wir auch die Maßnahme und sind sehr dankbar, wenn wir hier einen Beitrag leisten können. Ich muss aber dazu sagen, dass Details, Planungen jetzt, wie kommen die Züge und so weiter, von Tesla noch nicht vorliegen, sodass wir viele Annahmen selber getroffen haben. Und das wird Ihnen jetzt ausgehend von der Ausgangssituation Herr Kropp an einigen Bildern darstellen. Vielen Dank, Herr Trittin. Und Sie haben es ja angekündigt, Ihr Begleiter heute von der, jetzt muss ich ganz kurz schauen, Leiter Vertrieb und Fahrplan DB Netz AG, der Herr Kropp, wird jetzt sozusagen den zweiten Teil übernehmen. Herr Kropp, Sie haben das Wort.
Projekts. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank. Ich möchte die Ausführungen von Dr. Trittin aus Sicht des Infrastrukturbetreibers, der wir ja sind, als DB Netz AG, ein Stück weit untersetzen und vielleicht auch noch ein bisschen detaillierter ausführen. Für uns als DB Netz AG ist diese Ansiedlung von Tesla große Chance, große Herausforderung, gleichzeitig aber auch vor dem Hintergrund der vorhandenen Infrastruktur, die wir dort vorfinden, ein Thema, was wir sehr umfangreich bearbeiten müssen. Dazu sind wir bereits seit Bekanntwerden der Ansiedlungspläne in intensiven Gesprächen, wie Dr. Trittin das bereits dargestellt hat, sowohl mit dem Ministerium, aber auch, und das ist sehr positiv, mit der Firma Realistic, die im Auftrag von Tesla ja ebenfalls die Planung der dortigen Eisenbahninfrastruktur und auch die Kapazitäten bearbeitet. Hier haben wir jetzt einen sehr konstruktiven Arbeitsdialog. Und vor diesem Hintergrund sind wir auch zu Lösungsvorschlägen bzw. Lösungsansätzen gekommen, die ich Ihnen jetzt präsentieren möchte, womit wir sagen können, wir hätten einen Plan, den wir umsetzen können und den wir auch relativ schnell umsetzen können. Hier sehen Sie auf dem ersten Chart die derzeitige Ausgangssituation, wie der Bahnhof Hangschleuse aktuell konzipiert ist. Er liegt an der durchgehenden zweigleisigen elektrifizierten Hauptstrecke Berlin-Frankfurt-Oder. Diese Strecke ist im Rahmen der Ausbaumaßnahmen des Bundes in den letzten Jahren komplett saniert worden. Wir fahren dort, wie gesagt, 160 km/h. Die Strecke ist elektrifiziert und die Gleisanlagen in den Bahnhöfen sind so gebaut, wie sie der Bund aufgrund der damaligen Prognose für gerechtfertigt erachtet hat. Das heißt, wir haben dort zwei Bahnsteigkanten mit einer Länge, die der heutigen Zuglänge entsprechen. Und gleichzeitig haben wir dort zwei Überholungsgleise mit einer Nutzlänge von 660 bzw. 670 Metern, die zum damaligen geplanten Zeitraum zeitgemäß war. Heute nicht mehr. Heute haben wir 740 Meter Gleise Zuglänge, sodass wir hier bereits jetzt Handlungsbedarf sehen. Gleichzeitig sehen Sie dort an diesem Chart, wo die DRE-Strecke abzweigt. Die Strecke zweigt vom Überholungsgleis ab. Dieser Abzweig ist sicherungstechnisch, also technisch nicht gesichert. Die Zugfahrten in diesen Anschluss müssen mit einem fernmündlichen Meldeverfahren zwischen den Beteiligten vereinbart werden und gleichzeitig können diese Fahrten nur mit einer sehr niedrigen Geschwindigkeit in den Anschluss stattfinden, sodass wir, wenn die Züge dort rein bzw. rausfahren, a, einen hohen manuellen Aufwand für die Fahrdienstleiter haben, andererseits aber mit einer niedrigen Geschwindigkeit und damit einer langen Streckenbelegung dort arbeiten müssen, was halt in Kapazitätseinschränkungen auf der Strecke führt. Das ist die aktuelle Situation. Wie entwickelt sich die Situation in der nächsten Zeit? Also zum einen natürlich, wir haben es als erstes dargestellt, die Firma Tesla. Wir erwarten damit zusätzlichen Schienengüterverkehr zum Werk und wir haben das auch schon heute gehört, beabsichtigt ist auch ein zusätzlicher Personenverkehr, der in das Werk fahren soll. Gleichzeitig erwarten wir in den nächsten Jahren auf der Strecke Taktverdichtungen im Schienenpersonenfernverkehr. Die Eurocity-Linie 95 soll verdichtet werden. Herr Dill hat es angesprochen, im Rahmen des Netzes Elbe-Spree wird die Taktfrequenz des RE1 vom derzeitigen 30-Minuten-Takt auf den 20-Minuten-Takt ausgeweitet. Gleichzeitig werden die Züge länger. Wir werden im Güterverkehr, die Strecke liegt im sogenannten europäischen Korridor Nummer 8, deutliche Zuwächse im Güterverkehr auf dieser Strecke haben, über die Oderbrücke Frankfurt-Oder. Wir erleben es jetzt bereits, die prognostizierte Verlagerung der Verkehre von Frankfurt-Oder in Richtung Horka, in den neu gebauten Grenzübergang, erfolgt nicht. Die Züge bleiben weiterhin auf unserer Strecke und sie werden auch weiterhin wachsen auf dieser Strecke. Das heißt, ich hatte es gesagt, wir brauchen neben der Kapazität zur Abwicklung der Verkehre Gleise mit einer entsprechenden Zuglänge von 740 Metern, um die neuen europäischen Anforderungen an den Güterverkehr sicherzustellen. Und gleichzeitig, und da sind wir aktuell dabei, errichten wir auf dieser Strecke das sogenannte europäische Zugsicherungssystem. ETCS wird dort aktuell bis in den November 2021 ausgebaut, sodass dann diese Strecke den europäischen Richtlinien im Verkehr entspricht.
So, das ist die Ausgangssituation, vor der wir standen. Und vor dieser Situation haben wir uns mit unseren Fachleuten, aber eben auch in Zusammenarbeit mit dem Ministerium und mit der Firma Realistic Gedanken gemacht, wie muss jetzt die Zielinfrastruktur aussehen, um den Anforderungen, die die Firma Tesla an die Verkehre hat, gerecht zu werden. Und vor diesem Hintergrund haben wir verschiedene Varianten für einen, Herr Dr. Trittin hat es eben gesagt, Pufferbahnhof, also für einen Bahnhof erarbeitet, der leistungsfähig ist und die Kapazitäten bietet, die EVHs benötigen, um die Verkehre ins Tesla-Werk abzubilden. Es gab verschiedene Varianten, größere, umfangreichere. Herr Professor Höft hat von 8 Gleisen gesprochen. Wir hatten einfache Varianten mit nur 2 Gleisen. Das ist jetzt die Variante, die wir als Vorzugsvariante bewerten, die in etwa auch den Vorstellungen der Firma Realistic entspricht. Firma Realistic hat ein ähnliches Modell, wie wir arbeitet. Wir sind aktuell dabei, das noch ein Stück weit anzupassen. So, und dieses Modell sieht vor, dass wir auf der Südseite 3 740 Meter Gleise haben, in die Züge einfahren können und gleichzeitig natürlich dann auch ausfahren können. Wir sehen optional ein nördliches Gleis vor, in dem eventuell dann kommende Züge aus Richtung Oderbrücke, also aus Richtung Polen, einfahren können und dann in das Werk geführt werden können. Gleichzeitig sehen wir die entsprechenden Rangiergleise vor, sage ich mal, um Lokumfahrten zu gewährleisten, um Lokabstellungen zu gewährleisten. Und wir haben die Anbindung an das Werk flexibel gestaltet. Also wir können damit sowohl die DRE-Strecke bedienen, aber auch wir können einen eventuell im Gespräch befindlichen separaten Werksbahnhof der Firma Tesla bedienen. Also beides geht, je nachdem, wie jetzt die Firma Tesla sich entscheidet, welche Infrastruktur sie auf ihrem Territorium ausrichtet. Mit dieser Variante können wir alles bedienen, was entsprechend benötigt wird. Mit dieser Variante sind wir dann in die Untersuchung der Streckenkapazität gegangen. Also sind ja 2 Aspekte, die wir betrachten müssen. Einmal den Bahnhof selber hinsichtlich seiner Kapazität, aber eben auch die Streckenkapazität. Und die Streckenkapazität wird ja maßgeblich von der Gleisinfrastruktur des Bahnhofs beeinflusst. Die Frage ist, wie schnell können wir einfahren? Müssen wir mit den Zügen die Gleise der Gegenrichtung kreuzen? Also ähnliche Aspekte wurden bewertet. Hier gehen wir jetzt davon aus, dass wir eine hohe Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit haben und gleichzeitig durch die flexible Gestaltung von Gleisen nördlich und südlich der Strecke wir die Kreuzung des jeweiligen Gleises der Gegenrichtung gering halten können. So, und vor diesem Hintergrund haben wir jetzt die Kapazitätsbetrachtung der Strecke vorgenommen, also der Strecke von Fachschleuse über Erkner in Richtung Berlin, und sind zu einem Ergebnis gekommen, dass wir mit dieser Infrastruktur des Bahnhofs und der Infrastruktur, die heute vorhanden ist auf der Strecke, 24 Zugpaare von und nach Fangschleuse am Tag abbilden können. Das heißt, so hat es Dr. Trittin ja ausgeführt, den Bedarf noch nicht, den Tesla tatsächlich hat, aber wir haben Vergleiche gezogen mit anderen Automobilwerten in unserem Netz, und die Größenordnung 24 Züge ist nach vollständigem Ausbau nicht unrealistisch, sodass wir da sagen, mit dieser Infrastruktur sind wir gut gewappnet für den Bedarf, den Tesla haben dürfte. Und gleichzeitig sind wir damit auch gut gerüstet für den Verkehr, den wir auf der Strecke haben. Also wir sind damit halt eben auch in der Lage, mitzuschwimmen im Verkehr auf der Strecke und in Richtung Berlin zu fahren. Das ist die Vorzugsvariante, die wir jetzt so vorschlagen und mit der wir in die Gespräche gehen. Wir werden natürlich, auch das will ich hier nicht unerwähnt lassen, in den nächsten Jahren Kapazitätseinschränkungen der Strecke haben. Wir haben es bereits gehört, der Bahnhof Köpenick ist der letzte Bahnhof auf der Ausbaustrecke, der aktuell noch nicht umgebaut wird. Der wird ab 2023/24 umgebaut. Wir werden dort eine Verkehrsstation erhalten, also Bahnsteige, und gleichzeitig wird es ein drittes Gleis geben aus Richtung Wohlheide. Diese Baumaßnahmen erfordern natürlich Sperrungen der Gleise und wir werden Einschränkungen haben in der Kapazität. Darauf müssen wir uns einstellen und das müssen wir in der Betrachtung natürlich immer mit berücksichtigen, und auch dazu sind wir im Gespräch. Und vor allen Dingen ist das eine entscheidende Größe vor dem Hintergrund, wollen wir Personenverkehr in das Werk haben
Und wenn wir Personenverkehr in das Werk haben wollen, wo startet der, wo beginnt der? Beginnt der in Berlin, beginnt der in Erkner? Das müssen wir uns anschauen, wie die Kapazitäten dann auf der Strecke sind. So, und dann sind wir im Prinzip schon bei den, beim weiteren Vorgehen. Also was sind die nächsten Schritte, die wir jetzt uns vereinbart haben, gemeinsam gehen zu wollen? Die Zielinfrastruktur, ich sagte es bereits, stimmen wir aktuell ab mit der Firma Realistic, um eine gemeinsame Zielinfrastruktur für den Bahnumfang Schleuse zu haben. Wir diskutieren aktuell die Verlegung der Verkehrsstation, das hatte ich nicht erwähnt, das habe ich vergessen, sorry. Wir haben hier in unserem Vorschlag die Verkehrsstation in Richtung Westen verlegt, mit einem Tunnel, der direkt beim Haupteingang und Ausgang des Werkes dann ankommt, sodass die Fahrgäste, die die regulären Züge des RE1 nutzen, über diesen Tunnel direkt dann zum Werkseingang kommen. Und somit denken wir, ist das die Vorzugsvariante. Aber wie gesagt, es gibt auch noch zwei andere. Aber für uns jetzt als Deutsche Bahn ist das die Vorzugsvariante. Aber wie gesagt, zur Lage der Verkehrsstation gibt es eine separate Unterarbeitsgruppe, die im Wesentlichen von unseren Kollegen von DB Station und Service betrieben wird und die auch die Diskussionen dazu mit dem Land und Tesla führen. Wir sind dabei, aktuell die Untersuchungen für den Schienenpersonenverkehr ins Werk zu führen. Wir denken, dass wir in den nächsten 14 Tagen endgültige Aussagen dazu treffen können. Es sieht danach aus, dass wir in den Jahren zumindest 2022, 2023 gewünschte Fähre zumindest zu den Schichtwechselzeiten im Schienenpersonenverkehr ins Werk fahren können. Also die wären abbildbar auf dem Netz. Wie es im Jahr 2024 aussieht, hängt ganz davon ab, wohin die Züge fahren. Fahren sie bis nach Berlin? Sieht schlecht aus. Finden wir eine Lösung, eventuell in Erkner zu wenden mit diesen Zügen, behindert ja die Baustelle Köpenick. Also da sind wir derzeit in Untersuchungen. Da gibt es Aussagen, denke ich mal, so in 14 Tagen, drei Wochen. Ja, und dann beschäftigt uns natürlich die parallelen Planungen, in die wir praktisch eingebunden sind. Also das ist das Thema Flächenfreihaltung für unsere Strecken, Einbindung ins Straßennetz und Ähnliches. Da sind wir in engen Abstimmungen mit den Beteiligten im Land. Ja, und das dritte oder der letzte Punkt, mit dem wir natürlich uns aktuell befassen, ist, wie starten wir dieses ganze Projekt? Also wie gehen wir jetzt dran? Wie definieren wir den Projektumfang? Und letztlich natürlich das Thema Finanzierung dieser Gesamtmaßnahme. Sie haben den Bahnhof gesehen, der ist nicht ganz so kostengünstig zu haben. Auch darüber müssen wir natürlich reden, sind wir im Gespräch und haben dazu die Kontakte sowohl mit Tesla als auch mit anderen Beteiligten. Ja, so viel vielleicht für uns der Stand oder von uns der Stand. Ich wollte Ihnen vermitteln, wir haben eine Lösung erarbeitet und ich würde es nicht so kritisch sehen, wie es in einigen Beiträgen hier bereits schon genannt wurde. Okay, vielen Dank, Herr Kropp, für Ihre Ausführungen und als nächsten Anzuhörenden der Herr Hilpert aus Ahrensfelde. Drücken Sie mal bitte den mittelsten Knopf Ihrer Sprechanlage. Das ist dann die Nummer 3 und Sie haben das Wort. Dankeschön. Ich möchte mich zunächst kurz vorstellen, warum sitze ich hier. Ich wurde von BVB Freie Wähler gebeten, mal diese Unterlagen zu werten aus der Sicht eines Unabhängigen. Das ist unsere Wählergruppe und unabhängig bin ich, obwohl ich 50 Jahre Eisenbahner hinter mir habe und damit auch geprägt bin. Ich kenne auch die Anwesenden hier gut, habe auch teilweise mit ihnen ja noch zusammengearbeitet. Das Problem ist beim Durchsehen mehr Fragen als Antworten. Aber heute hat sich das Licht oder ist schon etwas mehr Licht aufgekommen. Es gibt ein paar Antworten heute, aber Fragen sind noch jede Menge geblieben. Und ich gehe auch nicht über die Brücke, die hier teilweise gebaut wurde, dass alles schon so reibungslos klappt. Und wo ich wirklich große Probleme habe, ist die Strecke Frankfurt-Oder. Kapazitätsbetrachtungen sind heute genannt worden. Aber beim Personenverkehr ist nach wie vor das Denken wie zu alten Zeiten. Es gibt, obwohl wir wussten schon seit Jahren, in 48 Minuten fahren wir von Frankfurt-Oder nach Berlin mit einem schnellen Regionalexpress, keinerlei Veränderung in der Denkweise des Ministeriums oder seines Ausführungsorgans des VBB. Keine Veränderung.
Zum BER, erst letztens die Zeitung wieder voll. Keine Veränderungen hinsichtlich bestimmter Strukturen. Und das Denken über den Gartenzaun, das sage ich mal vor allen, die hier sitzen, das habe ich mir nie abgewöhnt. Ich bin zur Strecke Königs Wusterhausen, Frankfurt oder zu einer Beratung gefahren und habe mich gemeldet, wenn wir von 6 bis 20 Uhr einen Stundentakt fahren, dann fährt kein Güterzug in der Zeit. Ach, ich wurde niedergeschrien. Du bist doch Regio. Du hast doch nichts mit dem Güterverkehr zu tun. Und genau deswegen sitzen wir ja heute hier und wir fügen zusammen. Und wenn ich das Zusammenfügen jetzt hier so sehe, auch aus verkehrswissenschaftlicher Betrachtung, und ich habe Verkehrsströmungslehre studiert und ich bin stolz drauf, dass ich das noch beherrsche, das Denken. Und wenn ich einen 600 Meter langen Zug fahre, über eine 60 Stundenkilometer Weichenverbindung, dann kann ich ausrechnen, was das für Zugfolgezeiten bedeutet in der ganzen Fragestellung. Und ich denke, da sollten wir auch noch mal ein bisschen nachbessern, ob diese Fahrplankapazitätsbetrachtungen stimmen. Und jetzt komme ich gleich auf das Zweite dann, die Frage, die sich dann anschließt, die Ostbahn als Entlastung. Nee, wir bauen die Brücke in Kiez. Und gleichzeitig höre ich heute, dass die Verkehre über Horka gar nicht kommen und Frankfurt-Oder weiter gestärkt wird. Aber Lübbenau-Cottbus bauen wir aus, Königs Wusterhausen bauen wir aus. Und was passiert jetzt mit Tesla? Das heißt, wir müssen hier auch als verantwortungsvolle Abgeordnete, so sehe ich Sie ja hier vor mir sitzen, daran denken, dass wir wirklich Nägel mit Köpfen machen und die richtigen Fragen stellen und nicht uns irgendwo ein Wolkenkuckucksheim aufbauen. Fragestellungen, ich möchte es kurz machen, welche Zugzahlen und so weiter sind einige genannt worden. Das ist, denke ich mal, klar. Realisierungsstand Berlin-Frankfurt-Oder, auch noch nicht fertig, die Strecke ist auch klar. Und dann kämen ja die neuen Bauarbeiten dazu. Und in diesem Zusammenhang heute kam das ja auch ein Nahverkehr. Warum ist dann in der Präsentation nicht ein Inselbahnsteig in Fangschleuse für einen Werkverkehr als erste Stufe mit eingezeichnet? Oder, ich meine, gut, vielleicht sind wir noch nicht so weit in der Denke, aber der Knackpunkt, und ich sage das mit aller Deutlichkeit, ist der Bahnhof Erkner. Da liegen zwei Bahnsteige auf der freien Strecke, auf Deutsch gesagt. Ich möchte jetzt mal nicht die eisenbahntechnische Diskussion auf die Spitze treiben, wo Bahnhof beginnt und nicht, aber sie liegen die Kanten, die Bahnsteige an den zwei Streckengleisen. Die hätten in dem Bahnhof Erkner gehört. Das ist unsere verfehlte Planung in der Infrastruktur, die uns natürlich auch bei diesem Projekt auf die Füße fällt. Sie können jederzeit sagen, dass ich noch in der Lage bin, bestimmte Sachen einzuschätzen. Ich habe den Regionalverkehr mit aufgebaut Anfang der 90er Jahre und ich bin auch in der Form noch auf dem Laufenden. Was die Frage betrifft, wie ich es vorhin versucht habe zu erläutern, diese drei Zugpaare sind zu wenig. Es muss ein Vorortverkehr von Fürstenwalde zusätzlich initiiert werden. Wir haben den Druck der Gemeinden von Fürstenwalde aus Richtung Polen auch den BER zu erreichen. Und da gibt es Möglichkeiten und da wird nachgebessert werden müssen. Also ich bitte darum, dass wir hier nicht die positiven Aspekte vom Tisch wischen. Und vielleicht noch einen letzten Satz, das war für mich auch eine ganz wichtige Erkenntnis heute. Die entscheidende Frage war am Anfang, was ist eigentlich das GVZ im jetzigen Zustand? Ich habe im Internet nichts Richtiges gefunden. Und das hat sich natürlich heute geklärt. Und ich sage bewusst, da müssen wir natürlich dann auch nachbessern, dass wir solche Fragestellungen vernünftig lösen und nicht schon wieder von einem zum anderen springen, indem wir sagen, nö, die Anbindung, die existiert für uns nicht, wir bauen alles ganz neu. Und wir brauchen ja sofortige Lösungen. Das andere mit dem Bauen, denke ich mal, sind ein paar zeitliche Schienen, die vor uns liegen und die wir angehen müssen, heute natürlich schon angehen müssen, von der Planung her. Das ist auch ganz deutlich geworden. Danke. Okay, vielen Dank, Herr Hilbert, für Ihre Ausführungen. Und damit sind alle Redner zumindest in dieser Gruppe sehr, sehr vorbildlich gewesen. Wenn ich auf die Uhr schaue, 17 Uhr und 3 Minuten. Ich denke, wir gehen in die erste Fragerunde.
und schauen mal, wo wir rauskommen. Und wenn es zu lange dauert, dann sind wir individuell noch gut aufgestellt und dann lasse ich die anderen Redner kurz ihre Vorträge halten und dann gehen wir auch dort in die Fragerunde. So, die ersten drei Abgeordneten haben sich bereits sehr frühzeitig gemeldet. Als erster beginnt der Abgeordnete Wiese, dann kommt der Herr, jetzt habe ich einen falschen Namen aufgeschrieben, ich glaube der Herr Günther war das gewesen, und dann der Herr Rüther und als nächstes dann danach Herr Görke, Herr Rostock und so weiter und so weiter. Aber jetzt erstmal Herr Wiese, bitte sehr. Ja, guten Tag, Herr Hilpert, Sie haben ja den Tag gerettet. Denn das, was ich in der ersten Runde miterlebt habe, Wolkenkuckucksheim, geht noch. Aber die leben in einer anderen Welt. Herr Dill, auch Sie haben es auf den Punkt gebracht und auch die beiden Herren von der Bahn. Wobei ich ja früher von der Bahn nicht so viel gehalten habe. Aber es hat sich viel geändert, zum Positiven. Sie haben den Punkt Kiez angesprochen, Küstrin. Die Brücke, die wird jetzt erst, wurde Schotter aufgeschüttet. Also Sie bekommen dort keine Verbindung hin. Die Brücke, die Züge dürfen nur mit 10 Stundenkilometer fahren. Die Straßenbrücke werden wir in der nächsten Sitzung, habe ich auch eine Frage vorbereitet, wann die Straßenbrücke mal gebaut wird. Es gibt da noch nicht mal einen Antrag dafür von der deutschen Seite. Also auch da wird es schlimm. 20 Stundenkilometer über die Brücke fahren mit dem Auto ist auch gut. So, Sie haben aufgeführt, dass hier etwas gemacht werden muss. Tesla soll ja 2021 bereits im Vollbetrieb sein. Die Bahnverbindungen, so wie Sie sie geschildert haben, kenne ich die. Ich habe es zweimal probiert, mit der Bahn nach Berlin zu fahren, nachdem man also hier die Züge nicht den Bahnsteigen angeglichen hat und auch die Bahnsteige nicht den Zügen angeglichen hat, ist es für Leute, die ein bisschen Probleme haben, ein Problem, in die Züge einzusteigen. Aber das ist ja nicht das Problem alleine. Wir haben das Problem, dass die Kapazitäten nicht ausreichen, wenn Tesla anfängt zu produzieren. Man möchte es dann aufs Auto verlegen, also sprich auf den LKW verlegen, wo das auch immer hinfahren soll. Ich weiß es nicht. Ich wohne draußen in Neutrebin, ich wohne also an der polnischen Grenze und ich kriege den Verkehr, den Personenverkehr vom Auto her mit und Tesla nach meinen Informationen, die ich erst vor kurzem bekommen habe, setzt sehr stark auf polnische Mitarbeiter. Das heißt, Sie können sich jetzt schon ausmalen, wo die Verkehre herkommen, nämlich alle über die Straße. Denn die Züge sind leider, entweder fahren sie gar nicht oder sie sind überfüllt oder sie fahren zu Zeiten, wo kein Bedarf vorhanden ist. Also da muss noch eine Anpassung stattfinden. Und ich hätte noch eine Frage. Vielleicht sind Sie der richtige Mann, Herr Hilpert. Wie würden Sie denn, wir haben ja vorhin gehört, was man bei Tesla alles machen muss, dass die 12 Züge mit LKWs und mit Autos und was weiß ich wegkommen, wie würden Sie denn Tesla mit der Zugverbindung gestalten? Vielen Dank, Herr Wiese. Die Frage ist von Herrn Hilpert notiert und als nächster auf der Frageliste ist der Herr Günther, ebenfalls Mikrofon 8. Ja, erstmal herzlichen Dank an alle, die jetzt auch ein bisschen Realismus in die Sache gebracht haben. Ich möchte mich auch nochmal an Herrn Leister bedanken, der hat auch realistisch die Dinge betrachtet, wurde dafür gerügt, warum er sehr kritisch war. Naja, so ist das, wenn man sich Gedanken macht und nicht nur hier sich was wünscht und dann versucht, es stückweise umzusetzen. Und daher auch meine grundsätzliche Bemerkung. Wir reden hier über einen Industriestandort und über Tesla. Der Herr Riederer ist um 14:30 gegangen. Ich habe mir das notiert. Sie haben, ja, das ist sehr krass, Herr Schitz, ja. Jetzt haben Sie und die Vorredner auch moniert, dass die Verhandlungen mit Tesla eben und mit die Gesprächsbereitschaft nicht grundlegend da ist, immer wieder neue Ansprechpartner sind und wir auch gar nicht wissen, über was reden wir. Was will denn Tesla überhaupt? Heute haben wir zum Beispiel gesehen in der Präsentation, dass Tesla eben hier Werbung gemacht hat für die LKW-E-Mobilität und gar nicht so sehr über die Schiene gesprochen hat. Wir
zermartern uns hier jetzt den Kopf, wie wir das hinbekommen, aber Tesla liefert diese Informationen nicht, die dringend notwendig sind. Da können Sie mit dem Kopf schütteln, Herr Schätz, wie Sie wollen. Das ist so. Sie machen Ihre Hausaufgaben nicht. Sie lassen sich von Tesla eben vorführen. Und ich weiß nicht, ob Sie aus Ihrer Ideologieblase vielleicht mal rauskommen müssen. Einfach. Ich habe mal jetzt eine konkrete Frage. Bevor man das, also man geht ja an so eine Planungen ran, ja. Man muss ja da einen Kosten-Nutzen-Faktor haben. Was lohnt sich, was geben wir aus, was brauchen wir unbedingt, zu welchem Zeitpunkt. Und das geht nur, wenn man grundsätzlich Informationen hat von dem, der das auch betreiben will. Und deshalb frage ich, warum holen wir uns die Informationen jetzt oder warum holen Sie sich die Informationen nicht und warum bringt Tesla diese Informationen nicht? Und das habe ich alles moniert. Die Taktung Berlin-Knotenpunkt wollte ich vorhin schon fragen, habe ich deshalb kürzer gemacht, habe das nicht gefragt. Das alles haben Sie, Herr Dr. Trittin, auch, glaube ich, gesagt. Die Taktung nach Berlin rein, das ist alles noch gar nicht bedacht worden in der ersten Runde. Und diese Hausaufgaben machen. Hier ist das heute meiner Meinung nach der erste Wurf. Und bevor wir das hier in Zeitverschwendung untergehen lassen, würde ich Sie bitten, fragen Sie erstmal Tesla, was Sie überhaupt brauchen, was Sie wollen. Vielen Dank, Herr Günther. Kurze Nachfrage, an wen ging jetzt Ihre Frage konkret? An Herrn Dr. Trittin. Okay. Vielen Dank für die Konkretisierung. Und als Nächsten auf der Rednerliste, steht schon am Mikrofon 4. Zack, ist auch frei. Herr Abgeordneter Rüther, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Auch den vier Herren, die wir gerade gehört haben, einen herzlichen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Trittin, eine an Herrn Kropp und eine an zwei an den Herrn Hilpert. Herr Dr. Trittin, Sie sprachen von einem Pufferbahnhof. Einfach nur noch mal für alle, was Sie damit meinen. Ich denke, das ist nicht unbedingt allgemein gut, keine Kritik, sondern einfach nur noch mal vielleicht auf dem Chart auch mit dem Pufferbahn. Ich glaube, Sie meinen die Vorpufferung, aber war da jetzt selber nicht ganz sicher, bin auch kein Techniker. Eine zweite an Herrn Kropp. Auch Ihnen herzlichen Dank. Sie hatten was auch in der Präsentation geschrieben zu ETCS. Auf der Strecke, total spannend. Ja, wer gerne runterfährt auf die 8.1, sieht ja, wie das ist, so ohne Signale. Also alles sehr spannend, da natürlich dann auf einer anderen Ebene. Aber wann haben wir denn in den Regionalzügen dann auch die entsprechende Ausrüstung? Kriegen wir die irgendwie mit? Das ist einfach jetzt wirklich eine Wissenslücke von mir. Ich weiß nicht, wann da irgendwie nachgerüstet wird, auch im Regionalverkehr. Das ist ja doch für Frequenzen oder beziehungsweise für Taktungen, für Blöcke, eine sehr interessante Frage. Und dann haben Sie ja schon von Anfang an verfolgt, ich würde Sie gerne noch mal fragen, Sie gehen ja von einer ganz anderen Zahl aus von 740 Meter Gleisen, von, als es vorhin war, einfach nur noch zwei, drei Sätze dazu. Sie hatten ja schon was gezeigt, wieso. Und an Herrn Hilpert, ich hätte mir sehr gewünscht, Kollege Hilpert, dass Sie vielleicht auch ein bisschen Aussagen machen und nicht nur polemisieren mit bestimmten Strukturen, die keine Veränderung haben. Kuckucksheim, Verkehrsingenieure, muss ich mich schon sehr wundern, wenn Sie selber Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG gewesen sind, dass Sie offensichtlich den Verkehrsingenieuren, die ja in Dresden oder später auch woanders ausgebildet sind, so wenig Vertrauen schenken, dass Sie die gesamte DB Netz AG, aber ich habe gehört, Sie waren TF, also Lokführer, das erklärt es, dass Sie da so wenig Vertrauen zu haben, dass die Menschen, die dort ihr Leben damit verbringen, Fahrpläne, Netzpläne und andere Sachen zu machen, pauschal so diskreditieren. Das finde ich als Eisenbahngewerkschafter eher unangenehm, finde ich nicht schön. Und dann noch eine Frage, vielleicht können Sie die ja sogar beantworten. Inselbahnhof sei noch, oder ob Sie da mit mir d'accord gehen, dass ein Inselbahnhof, den Sie ja so favorisieren, noch teurer wäre. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der Gleisabstand ist. Auf der Elf und also auf den Hauptstrecken, wo Sie ja dann einen Inselbahnhof hinbauen wollen und da moniert haben, dass es keinen gibt. Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass das günstiger wäre, wenn man einen Bahnhof verlegt. Da würde ich mich von Ihnen gerne aufgleisen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rüther. Und so wie ich es jetzt vernommen habe, sind die hauptsächlichen Fragen an Herrn Hilpert, Herr Dr. Trittin und Herrn Kropp gegangen. Fangen wir auch in der Reihenfolge an. Herr Hilpert, Sie als Erster und dann Reihe durch. Einmal drücken, genau, das ist die 3.
Und bitte sehr. Ich bedanke mich für das Statement, aber ich denke mal, da bin ich ja vollkommen missverstanden worden. Ich habe nach wie vor eine gute Verbindung zur Bahn, aber ich bin natürlich auch nicht immer mit allen Arbeitsweisen einverstanden und kritisiert habe ich vor allen Dingen die Verkehrsplanung und die liegt im Ministerium und beim VBB. Die Bahn ist das Opfer geworden der Bahnreform insgesamt, indem genau diese Strukturen von der Politik geschaffen wurden, die die Bahn jetzt in so eine schlechte Situation bringen. Aber dass ich die Bahn angegriffen habe, das weiß ich scharf von mir. Ich habe nur gesagt, und damit Sie es vielleicht mal verstehen, wenn Sie den Plan sehen, meinen Sie doch da noch eine zweite Kante mit ein in Fangschleuse, dann haben Sie zwei Bahnsteigkanten, also einen Inselbahnsteig, damit Sie dort mit einem Werkverkehr Übergänge zu dem vielleicht übrigen Verkehr dann schaffen können. Das sind aber doch Gedankengänge, die wirklich jetzt im Moment sowieso überhaupt noch nicht zur Debatte stehen. Ich habe nur versucht, auch schon ein paar Visionen zu entwickeln. Ich bin eigentlich jemand gewesen, der eigentlich immer mit Visionen gelebt hat. Und deswegen noch mal ganz klar und deutlich, was wir hier haben, sind Zukunftsgedanken. Eigentlich müssen wir uns ja um die Fragestellungen kümmern, wie geht's nächstes Jahr los? Und von der anderen Seite her die Frage, ich habe ja gesagt, es gibt ja da keine Informationen, Vorlagen und Tesla, so wie hier auch wirklich festgestellt wurde, mit Fakten und Zahlen nicht hausieren gegangen ist, ist Tesla in der Pflicht. Deswegen kann man doch jetzt nicht von uns erwarten, dass wir Tesla-Verkehre, innerbetriebliche Werkverkehre beurteilen können schon. Wir können natürlich Gedanken äußern, wie wir uns das vorstellen, aber die Hausaufgaben muss schon Tesla machen in der Form, und dann kann man weitersehen. Und man könnte sich vorstellen, mit dem neuen Bahnsteig, das ist ja hier richtigerweise erwähnt worden, der liegt am Eingang vom Tesla. Also ist dort ein Werksverkehr auch mit autonomen Systemen oder wie auch hier gesprochen wurde, mit anderen Faktoren entsprechend was zu gestalten. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht Thema gewesen, dass man das jetzt schon gelöst hat ohne Vorkenntnisse. Okay. Vielen Dank, Herr Hilbert, für die Ausführungen. Und als nächstes ist dann der Herr Dr. Trittin an der Reihe. Und bevor Sie anfangen, noch einmal Entschuldigung. Ich hatte vorhin, weil ich mich an der PowerPoint-Präsentation orientiert habe, Ihr akademischen Titel vergessen. Deswegen jetzt auch richtig. Und Sie haben das Wort, Herr Dr. Trittin. Ja, vielen Dank. Die eine Frage ging ja weit über Tesla hinaus. Das war Kiez, die Eisenbahnbrücke. Also das ist ein sehr langes Verfahren gewesen, was sich jetzt im Abschluss neigt. Hintergrund ist, es gibt das deutsch-polnische Brückenabkommen und da ist festgelegt, dass die deutsche Seite alle Brücken nördlich von Frankfurt-Oder macht und die polnische Seite alle Brücken südlich von Frankfurt-Oder. Und diese Brücke bei Kiez, da gibt es in diesem Vertrag so einen Anhang, die war im Anhang B, das heißt, die wird saniert, rekonstruiert, gepflegt und gehegt. Und dann haben aber unsere Brückeningenieure gesagt, da ist nichts mehr zu hegen und zu pflegen, die ist fertig. Und da musste die also von dem Anhang B in den Anhang A dieses diplomatischen Abkommens, und Anhang A heißt Neubau. Und da haben wir lange gebraucht, ungefähr 3 Jahre mit dem Auswärtigen Amt, mit dem polnischen Auswärtigen Amt, verschiedenen Ministerien, ist jetzt aber alles durch. Die Brücke ist jetzt in den Anhang A aufgenommen, das Geld ist da, es ist klar, wie die Brücke aussehen soll. Jetzt im Augenblick laufen die Untersuchungen zum... Also bauvorbereitende Maßnahmen, Munitionsbergung und solche Sachen eben. Wir haben die Betriebsungsgenehmigung alle für die polnische Seite, die wasserrechtlichen Genehmigungen für die polnische Seite. Also das heißt, das sieht da sehr, sehr gut aus und ich hoffe, dass wir langsam was Stelle da bald wegkriegen. Wird eine zweigleisige Brücke werden, vorbereitet auch für eine mögliche Elektrifizierung. Und die polnische Seite muss dann auf ihrer Seite, also da, wo die Wartebrücken sind, müssen die den Damm, wenn ich den Wert richtig noch im Kopf habe, ungefähr um 80 Zentimeter erhöhen, weil diese Brücke etwas höher kommt, war wieder eine Forderung vom polnischen Wasser- und Schifffahrtsamt. Aber das ist jetzt alles geregelt, sagen wir so, ne? Da bin ich sehr, sehr froh. Das war ein kleiner Ausflug. Dann hatte ich mir aufgeschrieben, Kosten-Nutzen-Faktor hatten Sie angesprochen, ne?
Also da kann ich nicht viel im Augenblick sagen, denn wir haben ja vier Blöcke im Grunde. Der erste Block ist die eigentliche Strecke. Da war ja so viel rot gewesen auf dieser Skizze, die Herr Kropp gezeigt hat. Und alles, was rot ist, heißt Neubau, also neue Gleise und so weiter. Die müssen finanziert werden. Dann haben wir den Bahnsteig und den Tunnel gehabt als zweiten Kostenblock. Da ist auch noch nicht raus, ob es so kommen soll oder nicht oder ob ein anderer Bahnsteig da kommen soll. Dann haben wir den dritten Block, das ist die Sicherungstechnik. Und da ist, das hört sich vielleicht so im Vorbeigehen an, aber wenn wir all das da bauen wollen, dann ist ein neues elektronisches Stellwerk fällig, weil das Vorhandene das nicht mehr zulässt. Da haben wir nicht mehr genug Stelleinheiten, da muss ein neues gebaut werden. Und das ist ein gewaltiger Kostenblock, da reden wir um ein paar Millionen. Und dann ist der vierte Kostenblock die eigentliche Anschlussbahn, also wo jetzt Tesla da ihre Container hin und her schaufeln will und sonst was. Und erst wenn wir wissen, wie das aussehen soll, dann können wir sagen, also der Spaß wird so und so teuer. Jetzt sind wir noch weit weg, muss ich ganz offen sagen. So, dann war die Frage, was ist ein Pufferbahnhof? Also das ist nichts anderes. Tesla produziert jetzt und hat einen Zug fertig mit Autos oder einen Leerwagenzug, wo die Materialien entladen worden sind. Der steht dann nur im Gelände, 740 Meter lang und soll da weg, kann aber nicht auf die Strecke, weil da die RE1 vorbeifährt. Und zwischendurch in dem Loch, wo er rein könnte, kommt jetzt gerade der Berlin-Warschau-Express. Also muss er eine längere Zeit irgendwo abgestellt werden. Und das ist nichts anderes als die Bezeichnung Pufferbahnhof oder ja, Vorbahnhof. Da gibt es mehrere Bezeichnungen dafür. Also nichts anderes als Abstellgleise, die aber sicherungstechnisch so gerüstet sind, dass jeder zugmäßig, also mit einer Zugfahrt ein- und ausfahren kann. Mehr ist es nicht. Also so. Regionalverkehr ging da und 740 Meter Gleise hatte ich mir noch geschrieben aus Lotte. Okay, vielen Dank, Herr Dr. Trittin. Und dann, Herr Kropp, sind Sie gleich. Also zwei Fragen. Einmal zur ETCS. Sie haben recht, ETCS-Ausrüstung hat zwei Blöcke. Ein Block betrifft die Infrastruktur der Strecke. Der zweite Block betrifft die Triebfahrzeuge. Wir bauen Level 2. Das heißt, wir können weiter signalgeführt fahren auf der Strecke. Gleichzeitig aber erfolgt die Übertragung ins Fahrzeug, sodass wir beide Möglichkeiten anbieten, sodass wir...